Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ha! Es ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also erstmal, Cheyenne ist hier in seinem eigenen Podcast. Ja, und Nisa auch. Wir sind die Deutschen. Ja. Und wir haben gesagt, wer ist deutscher als Benicer? Ja, niemand. Niemand. Und deswegen ist er hier, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Benicer Lam Rubal. So. Danke. Endlich. Mein arischer Bruder. Ja. Ey, die Deutschen, das ist jetzt wirklich so der neue Name, oder? Ja. Was hältst du davon? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Das ist irgendwie cool. Ja, ne, das ist cool. Was ist denn irgendwie? Ich glaube, dass viele noch nicht bereit sind, das zu raffen. Ja, das war ja eben. Aber ich finde das cool, ja? Weil das ist der neue Deutsche. Wir müssen uns dran gewöhnen. Ja. Ja. Ja, und die auch. Aber ich bin ein alter Deutscher. Die auch. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass die sich dran gewöhnen. Ah, ich weiß nicht. Ja. Aber ich feier, mich habt ihr auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, das freut mich. Wie geht's dir? Gut, danke. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, danke. Schön, dass du in unserem Land bist. Ja. Das freut mich. Hey. Okay, jetzt verstehe ich die Deutschen. Ja. Ja. Bist du hier geboren eigentlich? Ja, nee, ich bin nicht hier geboren, aber als ja, Zweijähriger. Ja, okay. Als Zweijähriger? Ja, aber ist noch nicht ganz das. Nein, du ja. Weißt, aber ist okay. Ne? Ist okay. Ein Jahr später habe ich geheiratet. Ja, mit drei. Du weißt, wie das ist. Weil er mit 9 Spitzen Vater geworden ist. Ich gab mit 2 an, ich so, wo kann ich hier Antrag stellen und alles Mögliche. Was guckst du wieder? Ich bin ein Tontechniker. Ja, der ist ja Ton. Ja, ich möchte der gerne. Der guckt so und dreht. Weil wir haben ja alles bei uns und. Ups. Ja. Ey. Es tut mir leid. Also hier, was ist denn los? Wo ist die Flasche Wasser? Ich muss meinen Gast hier natürlich bedienen. Ist das deine Flasche? Ey. Ich weiß nicht, das ist eine Flasche Wasser. Nein, eine neue Flasche Wasser für unseren Gast. Ach so. Wie sieht das aus? Was sollen die Fans denken, wenn wir dem hier so angenippeltes Wasser geben? Wir wollen, dass Benicer nach Hause fährt und sagt, die Gastfreundschaft der Deutschen, die sucht ihresgleichen. Das willst du. Er will, dass ich zu Hause ankomme, so Covid-19. Ja, so. Corona. Aber Benicer, ne? Du bist herzlich gerne willkommen hier, ne? Ja. Aber du bist Gast, ne? Ja. Das weißt du. Wir wollen, dass du das nie vergisst. Ja, wir müssen dich immer wieder erinnern. Du bist Gast. Ich habe einfach eben Schock gekriegt, wie der von einer Sekunde auf der anderen zu eurem Hausmeister gesprochen hat. Und auf einmal ist der so Hesse. Hey, ja, voll. Yeah. Durch. Ja, ja, durch. Der hat so einen Switch hatte. Ja. Du denkst, er hat diese Sprache erfunden. Ja. Er macht das ja auch immer, wenn er zum Amt geht. Ne? Ja, so Behörden und so. Ja, Ausweis. Ja, guten Tag. Was ist los hier? Ja, hier, Ausweis. Ja, hier muss man den Scheiß wieder beantragen. Ah, sicher, ja. Okay, machen wir das. Und wo ist der Name? Hier, haben sie was. Hier, da, fertig. Und er sagt, guck mal, wie krass, dass das so verankert ist, dass er dann weiterkommt. Er meinte, wenn ich gehen würde, als meine Person sprechen würde, dann wird alles viel... Es ist Dialekt. Guck mal, bei uns würde das nicht klappen. Ja, gar nicht. Ja, was ist denn das? Ja. Obwohl ich das manchmal mache, aber... Ja, du kannst das machen mit so Karneval. Ja, genau. Also, ey, ich schlage den Kopf nach hinten, kannst du so Rucksack drängeln. Ne? Ja. Ich hatte ja einmal eine Situation, ich wollte was beglaubigen lassen, ne? Und dann musste ein Richter jemanden einen Stempel und eine Unterschrift setzen. Und ich war natürlich alle Manier von meinem ethnischen Background 10 Minuten vorher da, vor es schließt. Ne? Ja, genau, als Deutscher. Als Deutscher. Und da waren aber 20 Leute vor mir. Und ich gehe da einfach so frech im Klopf und sag, kann ich noch rein? Und dann meint er so, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich habe gesagt, ja, hier die ganzen Bulgaren mit den ganzen Fahrrädern vor mir, die haben ja mit dem weggesperrt beim Auto. Sagt er, ah, das kenne ich auch, kommen Sie mal rein. Ja, dann war ich drin. Und ich sag, was müssen Sie ja machen? Ich sag, ich muss hier was beglaubigen lassen, bevor mir irgendwelche Polen das hier wegklauen. Boah, hat er gemeint, Alter, weißt du was? Ey, Frank, komm mal her, mach mal 2 Unterschriften drauf. Unterschriften und Stempel, das ist sicherer. Hat er mit 2 drauf? Gegangen. 10:50 raus. Geil. Klappt das? Das ist die Geheimwaffe. Das ist die Geheimwaffe. Das ist die Geheimwaffe. Das Mystik. Er zieht das Eiskalt durch. Der hat doch sogar keinen Charme. So. Hey, ich opfer jetzt die Bulgaren alle und den Polen. Ja. Ich habe einmal wegen dem Spruch, ich hab früher einen Renault Clio gefahren, ne? Mhm. Und mein Öldeckel. Das ist aber lange her. Nee, so lange ist das gar nicht her. Und mein Öldeckel war weg. Wer weiß auch, wo der ist, ne? Öldeckel war weg. Ich rufe an bei Renault und mach den Hessen, ne? Und er sagt, wie kann es sein, dass ein Öldeckel weggeht? Wie geht das? Ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben das irgendwelche Rumänen von mir geklaut. Ich sagte, hey, du bist klasse, super. Die ist das. Guck mal, das Ding kostet eigentlich 36 Euro, gebe ich dir für 16, komm vorbei. Boah. Einfach so. Dann kam ich hin. Das ist der Zusammenhalt. Ja, dann kam ich hin, hat er zu mir gesagt. Ihr müsst euren Zuschauern sagen, dass sie das nicht nachmachen sollen. Ne? Mach das. Klar. Mach das. Dann kommt ihr weiter, dann irgendwas. Nisa hat unseren Zuschauern beigebracht, dass Korpsmolesten cool ist. Hey. Ja, die lernen hier, die lernen aber auch was. Ist ja nicht so, dass wir nur Blödsinn reden. Was lernen die denn? Wir geben den Leuten viele wichtige Dinge mit. Zum Beispiel? Hey, hey, Miss
Mr. DJ, why don't you slow this party down? Ja, der DJ muss die Party downslowen, das ja. lernt ja, er ja. hier. Ja. Das macht ihn gefügig. Ja. Ey, denkst du, R. Kelly wird nie wieder Tageslicht sehen? Doch. Boah, schwer. Also Minimum 10 ist der weg, ne? Ist der, Bruder, du weißt. Ja, der ist auf U-Haft die ganze Zeit. Okay. Aber wegen Corona und so wird die Verhandlung die ganze Zeit. Aber in Amerika weißt du es nicht. Doch, der ist. Da steckst du nicht drin. Doch. Kann sein, du wirst, kriegst, der kriegt Todesstrafe mit so einer Injektion. Es kann auch sein, der kommt nächste Woche raus und kommt in die Billboard-Charts Platz 1. Ja. Das ist so Amerika. Ja, aber Amerika hasst den jetzt. Die haben den Medial ja zerstört, doch. Wen haben sie schon alles gehasst? Da hat er irgendeinen Film gemacht mit irgendeiner Frau. Michael Jackson, beste Beispiel. Michael Jackson war durch, dann war er King, dann war er wieder durch, dann war er wieder King. Die Leute biegen sich das so, wie sie wollen. Ja, aber R. Kelly ist macht Looney Tunes 2, da ist schon mal alles vorbei wieder. Ja, warte mal. Space Jam meinst du? Space Jam meinst du? Ja, guck mal, das ist ja so. Bei Michael war aber nicht die ganze Welt war so gegen ihn. Und viele Stars standen hinter Michael. Die haben gesagt, ja, wir kennen den, der macht das. Das war noch so, da war so eine Gegenbewegung. Aber R. Kelly, der wird ja, alle haben den fallen gelassen. Keiner, so. Alle seine Freunde löschen die, ja, alle löschen die Songs. R. Kelly und Bill Cosby. Ja. Aber wie vorsichtig du das gesagt hast, ne? Was denn? Die halbe Welt. Du meinst eigentlich nur die arabischen, den arabischen Raum stand hinter Michael, der restlichen nicht. Nee, aber so ist dann, ja, die haben den sowieso geliebt. Wieso war er eigentlich so beliebt in der arabischen Welt? Weil der war auch immer in Saudi-Arabien, Katar. Der hat ja jede Ethnie durchgemacht, ne? Ja. Als er schwarz war, hatte er alle Schwarzen für sich. Dann hatte er den Übergang, wo der so Nordafrikaner aussah. Michael Van Nafri! Genau. Der war jeder. Ja, bei Bad, ich schwöre, der sah aus wie mein Onkel. Bei Thriller ging's los, bei Bad war der schon Grieche. Ja. Bei Bad war der schon Grieche. Ey, stimmt. Ja, der war alles. Der war alles. Deswegen hat er jede Ethnie auch für sich gewonnen. Ey, das ist ein guter... Ey. Benaisa, du hast hier einen neuen Wind reingebracht. Ja, das stimmt. Ich hab schon gesagt, deine Fans bist immer du. Und bei dir war es genauso. Aber ich. Ja, meine Damen und Herren, Erinnerung. So. Ey, der war echt jeder. Ja. Der war jeder. Denkst du, der hat sich denkst du, in den 90ern hat er sich ein Spiel angeguckt? Ey, wäre ich noch damals noch so schwarz geblieben? Denkst du, der hat es einmal gedacht? Nein, vielleicht ich glaube, der. Ganz zum Schluss vielleicht. Ja, am Schluss sah der ja ganz am. Ey, wie der bei This Is It aussah. Ja, wie so eine Figur bei Herr der Ringe, aber in echt. Hm. Ohne Maske. Ja. Ganz, also ganz den schlimm. Preis, den er für die Umwandlung bezahlt hat, der war schon krass. Was und so? Michael Jackson ist auch immer seine Alben geworden. Also nach Thriller wurde der voll der Thriller. Nach Bad wurde er ein bisschen Bad. Nach Dangerous sah er Dangerous aus. Ja, nach History dachte, war der History. Ich dachte, History würde Skeletor heißen. Ja, das ist schön. So schlimm. Ey, der war krass. Warst du so ein richtiger Michael-Fan? Ja, voll. Hast du das auch versucht zu tanzen? Ja, ich habe das getanzt. Ich habe sogar bei uns in Neuss gab es immer so einen Wettbewerb. Freitags-Treff-Disco. Ja. Ne? Da habe ich jeden Freitag Michael Jackson nachgemacht und auch immer gewonnen. Yeah. Na, später war es so, ey, du gewinnst ja sowieso. So kein Bock mehr gehabt. Ja. Ich war richtig, ich war in der Zeitung als so 7-8-Jähriger. Aber wer waren deine Konkurrenten? Was haben die gemacht? Die haben auch entweder Michael Jackson gemacht, manche mochten George Michael. George Michael? Ja. Hat er getanzt? Der hat nicht getanzt, aber der hat so gesungen. Ja, und der war auch cool. Genau. Der war ein geiler so Künstler. Sein Ding, so zerrissene Jeanshose. Ist doch auch Grieche. Ja, genau, ist auch Grieche. Und Bobby Brown war später auch eine große Nummer. Achso, haben die dann Zuschauer geschlagen und so? Wie? Und unter Koks gesetzt? Nein. Achso, das war jetzt nicht die Talentshow. Das ist der Spiel. Das ist der späte Bobby Brown. Ja, das ist schon auch ein früh, der normal war. Warte, aber meinst du, Bobby Brown war nicht da auch schon so? Da war der schon so? Ja, das wissen wir noch nicht. Der wurde nicht erwischt. Der Whitney Houston hat den in den Mainstream gebracht. Ja, Schau, du bist heute ein Supertalent. Ja, ich bin Bobby Brown. Du schlägst einfach so ein paar Frauen in der Psychiatrie. Wer sind die? Ich bin Bobby Brown. Und das, oh, krass. Genau. Hier, dieser Super-Button. Das ist meine Performance. Das ist meine Performance. Die Rückhand wollen sie nicht sehen. Will ich für Recall. Hey, für Recall. den Pimp-Slam. Was für ein Recall. Ey, Bobby Browns Sohn ist gestorben, ne? Ja. Ach, krass, Mann. Jetzt, vor 3 Tagen. Ja. Ey, der hat jetzt seine Frau, Tochter und Sohn verloren. Ja, Mann, der bringt Pech, der Buzzi. Ja, aber der, ich glaube. Der kriegt es gerade richtig ab. Der hat doch Schlaganfall gehabt, ne? Also, ja. Boah, da ist bis am Ende. Der ist auch so am Ende, der ist ja auch voll fett, der kann nicht mehr singen. Genau, ich habe ihn Breakfast Club oder so, in irgendeinem Interview habe ich den gesehen, so nach dem Schlaganfall, wo auch ein bisschen so geweint und sowas. Ja. Ne? Der war gerade mit seiner. Und der Tochter war so stylisch damals. Boah, der war bei New Edition auf jeden Fall der King. So. Ja, King. Obwohl alle waren so, Ralph Tresvant,
zu glatt. Ja, ne? Zu glatt, auch so komisch mit seiner Mickey Mouse Stimme. Genau, wie der zurückgeschlagen hat, ja, mit hier, ja. Don't Be Cruel, My Prerogative. Ja. Und das alles. Zweite Album auch, Bobby ist auch ein geiles Album. Ja, Hammer. Hammer, geile Album Downs. Ich muss hier noch ein bisschen lauter machen. Also warum? Weil er zu weit weg ist. Achso, du bist immer so weit vom Mikro. Ja, ich warte mal ein bisschen. Guck mal, wenn du jetzt aber so bleibst, dann musst du wieder leiser machen. Also, wie willst du sein? Hey, Mr. DJ! Bobby Brown. Mike, denkst du, das war der Grund, warum Michael war auf der arabischen Halbinsel so beliebt? Weil die haben den gesehen und haben sich gedacht, ey, der sieht aus wie wir. Genau. Hätte Bobby Brown sich weiß gemacht, glaub mal, der wäre Weltstar. Ja. Ja. Weil dann wäre das nur eine Identifikation. Identifikation. Aber Michael hat ja auch in dieser Jerry-Curl-Zeit, der hat ja diese Haare dann wie die ganzen Afris gehabt. Genau, ey, die haben diese Locken gerockt. Das war damals eure Hochzeit im Hotel, ne? Ja. Diese Animateure, wo ihr die Deutschen dann so... Genau. Aber da hatten wir Jobs. Da war der Afri wert. Genau. Da hatten wir Jobs, Alter. Da war noch ein Nafri was wert. Genau. Später auf einmal Grabscher. Früher war Grabscher normal. Es hat zum Tanz gehört. Ja. Das hat dazu gehört. Guck mal, wie Michael Jackson in The Way You Make Me Feel der Eulen hinterher rennt. Ja, das ist voll der sexuelle Belästigung. Ist das, was in Köln passiert ist. Ja, das ist... Der läuft hinterher und ich sag dir, wer macht's? Nein! Ich sag nein! Michael war ein Nafri. Ja, und der rettet... Ey, das hat er heutzutage... Die ist alleine. Ja, der läuft alleine durch und er geht so und belästigt dich. Er sagt dir so, hey! You knock me off! Ey, ihr habt mir das zerstört, das Video. Ey, das stimmt. Und sie macht so und sagt, lass mich in Ruhe. Und er rennt trotzdem mit dir. Ey, der ist echt ein Sexfreund. Du musst eine Sache dazu sagen. Er sagt, hey! Und dann zeigt er ihr so einfach random eine 3. Ja, du machst so. Warum? Ja, die Hand. Dann geht so die der Shot geht auf die Hand. Ey, 3, so. Ja, und dann schnippst du so. Ja. Geht und diese ganzen Jungs, die mit ihm da auftauchen. Der wollte ihn nervös machen. Hä? Ja, die 3 gezeigt, so, der ist gestört, dann hat sie so geschnipst, dass sie so psychisch gestört wird. Stimmt, und der rennt die ganze Zeit hinterher. Und das. Dann sind wir, Mike hat das immer gemacht. In einem, so, es kommt so still, und dann macht er einfach so. Gott, du musst dir. Du musst dir vorstellen, du kriegst zu Hause keine sexuelle Aufklärung von deinen Eltern, null. Ja. Der einzige Nachbar, der du kennst, ist Michael Jackson und der bringt dir jetzt bei, wie du Frauen. Ja, der ist schuld! Wie du Frauen ansprechen sollst. Und dann macht er noch so. Und dann, nachdem die Frau signalisiert, du dreckiges Sackgesicht, ich will nichts von dir, und das ganze Video lang wegläuft, was mir jetzt erst bewusst wird, kommen so suspekte Personen aus den Ecken und tanzen so sexuell. Alter, der macht ja eigentlich richtig weiß. Wir wollen dich gangrapen, Alter. Korps molesten alle. Hey. Und dann weißt du, die Choreo, der wird sie noch auf den Boden so. Der Bodenficker. Ja, Junge. Ey. Ey, was hat sich der Regisseur dabei gedacht? Ja, das war normal damals. Der musste machen, was Michael Jackson gesagt hat. Ja, der war doch der King. Aber da war es normal. Ja. Ja, das war weit nach Thriller. Ne? Ja, weit nach Thriller. Er hat sich gedacht, diese Pepsi-Nummer mache ich nicht mehr. Ich sag euch, was passiert, sonst verbrennen meine Arme. Ja, ja. Ey, und die läuft das ganze Video weg, ne? Ja. Ja, sie rennt, guck mal, sie springt ins Auto rein, er springt mit rein. Ja, die muss er macht von der Sachbeschädigung Seite. Sogar noch. Er springt aufs Auto. Ja, Sachbeschädigung. Tanz. Sachbeschädigung. Michael Jackson, der originale Hotelanimateur, Alter. Ja, das ist der absolute Nafri. Ja, deswegen. Ey, die also, Bad-Zeit hat ihm nicht gut getan. Nee, Bad, ja. Genau, Bad war so der Übergang. Thriller, ne, ist ja flawless. Ja. Durch, ne? Das ist ja das Blueprint für alle Alben. Ja. Und da wurde der langsam suspekt. Ja. Würdest du mit Michael tauschen? Jetzt? Nein. Nein, das ist so krass einfach. Nee. Viel das, zu viel so Weltdruck, weißt du? Ich hoffe, du wärst jetzt Michaels Berater. Ja. Ja, aber was haben die sich gedacht? Ja, was hättest du ihm nach Thriller geraten? Wer Chinese, Alter. Ja. Die werden die Welt macht. 1,3 Milliarden. Investieren in die Zukunft. Ja, was hätte ich ihm nach Thriller geraten? Du konntest ihm gar nicht mehr raten, weil ich glaube, der war so. Das haben ihm auch alle geraten. Don't change the running system, mach genauso weiter wie vorher. Und das hat er ja mit Bad auch versucht. Mit Bad hat er versucht, noch einen Thriller zu machen. Aber ich finde, Bad ist ein perfektes Album. Ist auch ein Hammer-Album. Ja. Nee, Thriller ist das perfekte Album. Findest du Thriller besser als Bad? Ja.
Ja, sicher. Ja, nach langem, also bis jetzt, wenn ich jetzt beide höre, ne? Ja. Zur Bad-Zeit hättest du mich nicht fragen dürfen. Ja, genau. Weil ich, das war bei allem in unserer Dings. Der Hype einfach zu groß. Ja. Mit Moonwalker, mit dem Film, ja, mit allem. Mit Smooth Criminal Video, ja. Mit dem Lean, Junge. Ja, so Junge, Junge, Junge. Ja. Aber jetzt, nach langem, die Musik von Thriller ist einfach länger geil geblieben. Beat It, Billie Jean. Beat It mit diesem Gitarren-Solo da drin. Der hat einfach die heftigsten Musiker geholt. Ja, die immer, ne? Ja. Und das hat bis heute, das ist das meistverkaufte Album. Auch der Look. Ja, genau. Zeit. Der Look war ein bisschen besser. Ich mochte bei Bad diese engen Hosen nicht. Das war zu rockig für mich. Ja. So. Aber der ging auch dann mehr in diese Alternative. Es ging voll in die Rock. Dirty Diana war dann voll Rock schon. Richtig Rock, ja. Sowas hat er auf Thriller nicht gemacht. Das hat er auf Dangerous wieder. Nee, auf Dangerous. Give it to me. Genau. Ja. Und auf. Mit Slash. Genau, und auf Earth Song ist auch noch ein bisschen ne? Genau. Slash hat er dann geholt, beste Gitarrist. Ja, yeah, Guns N' Roses damals, ja. Genau, er versucht eigentlich das zu machen, was er die ganze Zeit auf Thriller Aber ja, du rennst halt immer deinem größten Erfolg hinterher. Machen ja auch Schauspieler, du kannst, wie sagt man im Englischen, catching lightning in a bottle, das passiert nur einmal. Ja, und das ist ihm bei Thriller auf jeden Fall passiert. Und wie? Ja. Der Impact. Aber war der nicht die ganze Zeit mit den zwei Alben immer noch auf Tour? Ja. Der ist immer mit ne? Hits. Der spielt immer die Hits. Ja. Ja. Also der hat bei der Dangerous Tour, diese bekannte in Bukarest oder was, da spielt er natürlich auch Billie Jean und darauf warten die Menschen. Ja. Auch. Der spielt auch, Bad spielt der meistens nicht. Smooth Criminal spielt er auf jeden Fall. Das sind die Nummern, die der immer spielt. Du kannst nie sagen, das ist jetzt die Tour für das Album. Also, immer seine Klassiker. Jetzt, wenn man langfristig guckt, hast du schon recht, die Hits sind prägnanter. Yeah. Ja. Aber damals in der Zeit, in den 80ern, was ich ja selber war, waren die Bad Hits irgendwie mehr, weil da waren so alles ist ja Nummer 1 gegangen, ne? Smooth Criminal, Leave Me Alone, Bad, The Way Make Me Feel, Speed Demon. Ich glaube, Leave Me Alone ist aber untergegangen. Ja, es war nicht Film, so stark wie die anderen. Das Video ist ja auch nur aus dem Film, diese Sequenz. Ja, aber das Lied ist wahrscheinlich das beste Lied, wobei Speed Demon durch den Film erst mit diesem Hasenkostüm und wo das war Hammer. Ja, super geil. Mit dem Battle gegen den Hasen. Genau, dann mochte ich erst Speed Demon so. Ja, ich auch. Und da ist so ein underrated Song drauf mit Stevie Wonder. Just Good Friends. Boah. Ich liebe das. Alter. Ja. Geiler Song. Das hätte auch auf Thriller sein können. Mit Stevie, geiler Song. Aber keiner redet darüber, Leute wissen das nicht mal. Ja. Geiles Duett mit Stevie Wonder. Hammer, richtig underrated. Das ist da, wo die im Studio sich battlen. Ja, Mann, bei der Band-Dokumentation siehst du, wie die das aufnehmen. Ach so, hab ich nicht gesehen. Und er ist nicht mal auf dem Album erwähnt. Ja. Da steht nicht featuring Stevie Wonder. Ja, das war damals nicht. Das hast du dann nur so in den Liner Notes. Genau, du musstest so reingucken. In den Liner Notes. Drück mal so zur Seite, so eine Schelle, alle. Auch I just can't stop loving you. Geiler Song, auch nur eins. Wer ist die Olle? Cedar Garrett, kennt auch keiner. Ja, du weißt das, du weißt sowas. Ja. Dings, Man in the Mirror ist drauf. Man in the Mirror, ja. Geiler Song, ne? Geiler Song. Ja, das war auf jeden Fall Nummer 1. Was Michael für einen Druck hat, was ich auch krass finde, ist, ich rede jetzt von coolen Leuten, die motivieren, nicht diese behinderten Motivationscoaches, sagen ja, wenn du einen Gedanken hast oder an etwas glaubst, musst du das aufschreiben und die immer wieder hervorrufen und durchlesen. Mhm. Und Michael hat ja, also es ist ja auch Fakt, nach Off the Wall, wo er nur so ein Grammy bekommen hat oder zwei, war der depressiv. Weil er hat gesagt, ey, ich habe das beste Album gemacht, wieso kriege ich nur zwei Grammys? Wartet ab, nächste Album. Ja. Und er hat es aufgeschrieben. Ach. Das kann man ja sehen. Er hat es aufgeschrieben, aufgegangen im Studio, sagt auch Quincy Jones, mein nächstes Album Thriller wird das krasseste Album aller Zeiten. Ja, cool. Und dann ist das so gekommen. Ja, Fernziel. So. Das ist, aber kriegt man da keinen Größenwahn? Ja, der Michael war ja auf jeden Fall Größenwahn. Guck mal, man sagt ja so schön immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Hätte nach Thriller eigentlich aufhören müssen? Boah, es war eigentlich sein Zenit, ne? Ja. Es war sein, du bist auf der Bergspitze, jetzt kannst du entweder freiwillig runtergehen oder jemand schubst dich, ne? Ja. Warte, aber stimmt, der hat recht, hätte man nicht da. Klar denkst du es nicht, aber eigentlich müsstest du wissen, okay, das kann ich nicht mehr toppen. Ja. Es gibt ja so viele Dokumentationen über Thriller, vor allem in den 80er Jahren, das wissen die Leute nicht, war die Popmusik auf dem Zenit. Ja. Das kannst du mit heute nicht vergleichen. Die Leute haben Platten verkauft, was da gab. Hall & Oates, Huey Lewis in the News, Phil Collins, Prince. Madonna, Prince, Sting, The Police, alle haben Platten verkauft und die haben dann gezeigt, obwohl alle von denen Multimillionäre sind und 20 Millionen Platten verkauft haben, haben die in den 2 Jahren von Thriller alle zusammen weniger verkauft als Michael. Boah, deswegen gibt es dieses krasse Rolling Stone Quotable Zitat, wo steht: In der Popwelt gibt es Michael Jackson,
and everybody else. Aha. Der war die einfach. Zählen, ja. Die zählen als einer. Ja, ja. Und das weiß, eigentlich hättest du da wissen müssen, okay, es ist, ich kann das nicht. Genau. Weißt du, was das allerdings das Problem ist? Er war immer noch sehr jung. Ja. So, weil er hat ja sehr jung angefangen. Wie alt war der bei Thriller? 24. 24? Boah, ja, krass. Ja, sogar so jung. Ja, ja, genau. Was willst du aufhören? Willst du in Rente gehen mit 24? Also, da hast du, glaube ich, nicht das Mindset zu sagen, boah, ich mache jetzt den Stefan Raab-Move. Ja, aber warum ich gehe auf meinen Zenit weg. Okay, aber warum hat er nicht okay, die guck mal, was halt ich damals schon immer unfair fand, und das habe ich auch da zu der Zeit schon verstanden, ist, man vergisst, dass Michael immer noch sehr erfolgreich war. Man hat ihn aber immer noch als Flop tituliert, weil er nicht an Thriller kam. Zum Beispiel Bad, was viele nicht wissen, war 10 Jahre lang das zweitmeistverkaufte Album aller Zeiten. Hm. Irgendwann kamen dann andere Alben, die das getoppt. Also jedes Album von Michael Jackson hat über 30 Millionen Einheiten verkauft, aber halt kein Thriller. War keine 60. Ja, genau. Das heißt, jedes 80, andere Album. Glaube ich. Thriller, glaube ich, 80, oder? Knapp 100 schon, ja. Jedes andere Album von Michael, sagen die, wäre bei jedem anderen Künstler. Voll der übertriebenste Erfolg. Ich kann mich erinnern, als Invincible rauskam, wo You Rock My World drauf war, letzte Album. Die haben gesagt, Michael, Megaflop, das Album hat 10 Millionen Einheiten weltweit verkauft. Für jeden anderen hätten die gesagt, ey, das ist der. Eminem hat mit Marshall Mathers Album 10 Millionen Einheiten verkauft. Ja. Und ist der erfolgreichste Rapper aller Zeiten geworden. Genau, das ist Michael Jacksons schlechtestes Album. Das ist schon krass, ne? Ja. Das ist schon krass, genau, wie das gewertet wurde. Ja. Was aber auch damit zu tun hatte, es war nicht so gut, ne? Also die Rodney Jerkins Nummer war. Sah der auch nicht mehr so stylisch aus. Ja. So sexy. Er hatte keine richtige Linie, war Rock My World, war der einzige Hit so, und dann war. Dann hat er Beef mit dem Label, wo er die gedisst hat. Einen Rap von Biggie drauf gemacht, komischerweise. Die Rock My World war aber noch so, was so in seinem alten Style war. War noch cool, aber dieses fünf Albumcover mit fünf verschiedenen Farben. Die Rock My World war aber nicht das, was Martin Scorsese gedreht hat, oder? Nee, Martin Scorsese hat Bad gedreht. Bad, stimmt, ja, okay. Boah, guck mal, das gibt's so, das können die Leute. Wesley Snipes spielt so eine Nebenrolle und Martin Scorsese, so einer, der hat Wolf of Wall Street gemacht, hat einfach ein 7-Minuten-Video für Michael Jackson. Boah, Junge. Oder Marlon Brando. Ja, Marlon Brando ist bei Rock My World dabei. Echt? Was noch nicht mal so, der spielt da mit, Ich war so irritiert von Chris Tucker. Und man darf nicht vergessen, Chris Tucker war zu der Zeit der größte Star. Alter, ja. Denkst du, bei Drake kommt jetzt so ein Schauspieler, so Denzel oder so rein? Nee. Ja, genau. So ein Move wäre das. So ein Move macht wäre aber keiner mehr. So, oder es wäre als Christopher Nolan. Und die Typen, genau. Als wäre du Christopher Nolan. Ja, ich mache das wie nächste Tiger-Video. Ja. So wäre das. Genau. Das ist unmöglich. 6ix9ine. Denkst du, bist du. Martin Scorsese macht 6ix9ine-Video. Würden die nicht. Und da kann ich mir vorstellen. Weißt du nicht. Niemals. Snoop Dogg geht auch nach Arabien. Ja, Habibi ist mein Nephew. Ja, Snoop Dogg ist doch seine Kredibilität. Habibi ist mein Nephew. Ja, das sagt er echt, hat es mir gezeigt. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich schwöre. Der Hund. Und du musst dir vorstellen, als Michael Martin Scorsese gerufen hat, der hat bestimmt nicht gesagt, ey, ich mach doch kein Musikvideo, ich hab gerade wie ein wilder Stier gemacht, sondern hat gesagt, yo, Michael, da bin ich sofort dabei. Denkst du, Michael hat so angerufen, hey Martin. Ja, genau. Erzählen die auch immer. Ja, denn ich hab dann aufgelegt, weil ich dachte, irgendeiner will mich verarschen. Alles. Ja, das aber war, er hat's mit Herz Spike gemacht. Spike Lee hat Remember the Time gemacht. Echt? Eddie, das muss ich auch nicht. Spike Lee ist doch dieser eine, der immer bei dem Basketball spielt. Ja, genau, mit der Brille. Guck mal. Do the Right Thing ist so der bekannteste Film. Guck mal, Remember the Time. Spike Lee, Regisseur, der größte Hollywood-Star zu der Zeit, Eddie Murphy, spielt einfach eine Nebenrolle. Ja. Größte Supermodel der Zeit, Iman, spielt da mit. Bester Basketballspieler, Magic Johnson, spielt irgend so ein Keck. Genau. Sogar Michael Jordan, ne? Michael Jordan ist dann Jam. Bei Jam ist Criss Cross. Ja. Heavy D. Kevin Allein zu Haus. Mac Macaulay Culkin, Naughty by Nature. Nehmen wir Collie Corkins bei Black Heavy White. Heavy D. Ja, Junge. Er hat halt die krassesten zu der Zeit. Ja. Und da hat er nur so gemacht. Ja, klar. Du denkst auch, der musste so 10-mal abfragen. Die haben so bestimmt. Ich kann mir vorstellen, wie die reagiert haben. So, der ruft an, wollt ihr mein Video? Ja, klar, machen wir. Und dann haben die so aufgelegt und so. Das sind so 100%. Also für Criss Cross war das, glaube ich, der heftigste Move überhaupt. Nach Macaulay Culkin. Ja, der war bei Black or White. Der war bei Black or White, genau. Und das war seine Kevin Allein zu Hause Zeit. Ja. Also auch Superstar. Ja. Der war Superstar. Deswegen heißen viele, die jetzt genauso alt wie der Film sind, auch Kevin. Ja. Kevin, du musst mal die Statistik reinziehen. Die Leute haben Kevin Allein zu Hause gesehen, dachten sich, ich nenne meinen Sohn genauso. Ja, Kevin. Genauso wie die paar Jahre später, als NSYNC rauskam, wir nennen ihn Justin, weil Justin Timberlake so. Ja. Du hast viele Justins und viele Kevins aus dieser Zeit. Was gab's noch für Namen, wo so berühmt geworden sind? Die beiden sind, glaube ich, George. George. Von George Michael. Ja.
George Michael. Ah. Ja, eher Michael, ne? Ja, Michael ist, glaube ich, aber Evergreen. Michael? Also auf Deutsch in Amerika. Michael. Ja. Aber ich glaube, dieser Druck, das ist das, warum Michael dann im Endeffekt dann auch durchgedreht ist. So, ja. Weil du willst das halt. Und man weiß ja auch, dass ihm das immer sehr nah gegangen ist, dass die Leute so sinnlos geschrieben haben. Einfach ja, es kam, ist nicht so gut wie Thriller. Alles, was der gemacht hat. Ja. Und ja, das mal, ist kein Thriller. Der Druck ist, ja, guck mal, wenn du jetzt in Amerika ein Star bist oder jetzt in Deutschland, ne? Du bist ein Star. Du kannst nach Holland gehen, du hast Ruhe. Ja. Ich kennt in Holland keiner mehr, weil die einfach kein Deutsch sprechen. Ja. Michael Jackson hätte in Afrika in das tiefste Dorf gehen können. Kenia. In Kenia. Und die Leute wären ausgerastet. In Uganda. Die Leute hätten ihn erkannt und wären ausgerastet. Ja. Und das Krasse ist, ohne Internet. Ohne Internet. Deswegen sage ich jetzt, deswegen meine kleinen Geschwister, ich habe ja sehr er viel. Er hat kein Facebook-Profil gehabt, meine Geschwister sind ja alle 20 Jahre und mehr jünger als ich. Ja. Und die fragen mich dann manchmal, sagen die, Nizar, war Madonna damals so berühmt wie heute Rihanna? Dann sage ich, guck mal, es ist kein Vergleich. Genau. Ja, das sagst du nur, weil du alte Musik mehr. Sag ich, nein. Es gab kein Internet. Genau. Und jeder kannte Madonna. Wir konnten nicht jeden Tag uns die angucken, wie sie isst und sie postet sich im Sushi-Laden. Und jeder kannte sie. Ja. Diese Macht, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Damals in meiner Ausbildung im Marketing-Thema hat damals mein Dozent gesagt, es gibt zwei Marken, die jeder auf der Welt kennt. Jeder Mensch. Das ist Coca-Cola und Michael Jackson. Mhm. Ja. Das hat er mir damals gesagt. Sagt er, jeder auf der Welt kennt diese Marke. Ja. Michael Jackson hat ja auch noch diese Seltenheit geschafft. Es gibt noch ein paar. Ne? Der Michael Jackson hat diese Seltenheit geschafft. Guck mal, es gab ja viele Superstars, aber Michael war ja auch so in dritte Welt. Also Michael hätte in Afghanistan in so ein Dorf gehen können zu so einer analphabetischen Oma und die würde den kennen. Die würde wissen, ja, der rückwärts läuft und Michael Jackson, die weiß das. Ich glaube, diesen Dorf teilen sich Michael Jackson, Muhammad Ali. Das war's. Bob Marley gehört auch dazu. Bob Marley in Afrika, ja. Tunesien, Bob Marley. Guck mal, in Tunesien. Weißt du, dass vor 5 Jahren gab es diese berühmte Bob Marley-Doku, die hat doch einen Oscar bekommen, die geht 3 Stunden. Ja. Sogar da zeigen die Tunesien. Ach. Da zeigen die meine Tunesien, also ich weiß es noch, als ich ein Teenie war, in jedem Friseursalon, als ob das so der Präsident bestimmt hat, hängt ein Bob Marley-Bild. Ja. Warum? Ich weiß nicht, guck mal, heute durch die... Guck mal, heute durchs Internet sind die Leute sensibilisiert und hören westlich. Also, aber ich komme aus einer Zeit, da weiß ich das noch, da haben die Tunesier, also nur arabische Musik gehört. Mhm. Es gab nur 2 westliche Künstler, Michael und Bob Marley. Ja. Sonst haben die keine westliche Musik gehört. Nichts. Ja. Haben die nicht, die haben nur arabische Musik. Heute ist das jetzt anders. Die Welt ist ja vernetzt. Damals weiß ich das noch. Zu meiner Zeit, die haben nur Michael und Bob Marley. Überall Bob Marley. Der Taxifahrer hat Bob Marley gehört. Das waren so Weltphänomene. Ja, die haben dich auch so angesprochen. Gibt's heute. Ich glaube, so Tupac, obwohl er nicht ganz da dran kommt, war der Letzte, der so einen Impact hatte. Ja. Der Taxifahrer hat dich sogar so gefragt, kann ich mich erinnern. Kommst du aus Deutschland? Ja. Und dann hat ich gesagt, hörst du auch Bob Marley? Genau. Dann sag ich, was ist das für ein Gespräch? So. Und sogar mein Vater, wenn er über Musik reden wollte, der sogar keine Musik hört, nur um zu zeigen, dass der Ahnung hat, hat er einfach so in den Raum geworfen. Bob Marley ist aber krasser als Michael. Dann sag ich dir so, kommst du? Die haben Bob Marley geliebt. Also das ist so in der tunesischen Kultur. Welcher Song? Was ist ein Song, ist das? Ja, du musst weiter singen, bis ich das erkenne, das ist immer dein Style. Yeah. Anyone danger. Ich erkenn's nicht. Das ist doch von Bob Marley irgendwas. Für mich ist perfect the only solution. Nee, das meint er nicht. Daran erinnert mich das ein bisschen. Das ist doch Bob Marley, 100%. Ach, Buffalo Soldier. Ja. Wir haben gewonnen das Spiel. Den musste ich erstmal wirken lassen. Und der sagt zu mir, er kann, was Brian McKnight kann. Ja, so kann er das. Genau. Das ist dann mein Style. Jetzt verstehe ich. Ja, aber Tupac ist auch so. Der ist so die letzte, genau, wo du so ein China-Graffiti-Bilder siehst. Genau, oder du gehst nach Vietnam und kriegst T-Shirt. Deswegen finde ich auch immer diesen Vergleich Biggie und Pac. Aber kriegst du jedes T-Shirt von jeder Marke. Diesen Biggie und Pac-Vergleich ist lächerlich so. Ja. Weil Biggie hat nicht mal. Geh ins tunesische Dorf und mein Vater fragt, wer Biggie ist. Die wissen das gar nicht. Nee, die wissen eher, wer Tupac ist. Ja, auf jeden klar. Fall. Ja, guck mal, bei Tupac war das so: Ich habe noch nie in meinem Leben was Illegales gemacht und eine Anzeige. Noch nie. Mhm. Ich bin nicht mal schwarz mit dem Bus gefahren. Ja. Aber wenn ich Tupac höre, will ich so eine Waffe nehmen, aus dem Auto rausschießen. Boah. Aber so, wenn ich Biggie höre, habe ich Bock auf KFC. So. Ich dachte, er sagt jetzt, ich hab Bock zu tanzen. Nee, weil man hört, wie dick der ist. Ja, man. Ja, so. Hey. Oh, der macht doch immer so. Oh. Von der Rap.
in der Mann, boah, du tanzt, man hört das nicht. Ja, man hört, dass der dick ist. Ja. Oh, it's Biggie. Und man hört, dass der dick ist. Oh, ja. Man hört, dass der fett ist. Aber man muss fairerweise dazu sagen, man kann die Diskografien auch nicht vergleichen. Ne? Ja, Pac hat viel mehr dafür gemacht auch. Der in 5 Jahren. Genau, unzählige Alben, unzählige Filme. Alles. Und Biggie hat wirklich nur 2 Alben gemacht. Ja, nur. So. Aber weißt du, wer ein richtiges Phänomen ist für mich so? Was mir erst letztens bewusst geworden ist? Akon. Ja. Ja. Der Typ ist auch krass. Ja, man kriegt das gar nicht mit, was er alles macht. Ne? Ja. Genau, der macht in Afrika auch voll viele Sachen. Ja. Und der ist ja eigentlich, ist der so aus Senegal, der ist so richtig Senegalese. Ja, richtiger Afrikaner. Ja. Genau, der in Amerika so mit den Amerikanern. Ja, das finde ich aber geil. Genau. Ja. Aber das richtige African. So. Genau, aus Augen der nicht richtige African, die Schwarzen in Amerika denken sich, der Typ ist krass. Ja, der ist krass, Bruder. Und der war ja mal eine Zeit lang mit T-Pain so omnipräsent. Jede Hook wurde von denen so, dass du so irgendwann genervt warst. Ja. Boah, schon wieder Akon da drauf. So. Ja, weil so prägnante Stimme auch, ne? Ja, so richtige afrikanische Stimme. I see me one and none and mean and none a shadow. Da klingt der richtig wie so ein senegalesischer... Ja, Pirat. Er klingt einfach wie Alpha Blondie. Ja. Salam alaikum. Alaikum salam. Ey, da hab ich gestern so ein krasses Meme-Video gesehen. Ey, mit das geht gerade durch die Decke. Ja, ich hab das bei TikTok, ne? Über hätte Alpha Blondie das gedacht? Ja. Ich will wissen, lebt er noch überhaupt? Ja, bestimmt. Ich glaube schon. Ja. Hoffentlich lebt er und ich will wissen, was denkt er gerade? Wenn er sieht, ich hab gestern nach 30 Jahren wird mein Hit so von früher ein Meme. Ja. Ich hab das mit dem Hai gestern gesehen, das war aber nicht mehr lustig. Da ist so ein. Bruder, das ist wirklich nicht mehr lustig. Also, ich habe natürlich gelacht, wie immer. Ja, aber dann später habe ich gedacht, ey, das ist nicht cool. So, da ist so ein Typ in so. Wie The Beach. Ja. Du siehst so Berge drumherum, das sieht eher aus wie ein Teich, aber es ist Meer. Das heißt, es ist irgendwo. Eine Bucht. Eine Bucht, so. Okay. Er ist so im ganz klaren Wasser, ne, und filmt so mit einer ganz klaren Cam. Und filmt so oben und dann kommt so, Salam alaikum. Und dann macht er runter. Du siehst es, es ist das Letzte, was er sehen wird. Ah, shit. Und dann ist der Hai, so vor der Kamera, so. Dann bleibt das Bild stehen, so, alaikum salam. Und nicht so, boah, der Arme. Ja. Aber es ist bestimmt nichts passiert. Ja. Hast du mal gehört, dass jemand vom Hai stirbt? Ja, klar, der weiße Hai 1, 2, 3. Immer heißt es nur ein Arm ab oder ein Bein. Ja, oh! Ja. Wirklich so? Ja, ja, also dann. Ein Hai hat jemanden umgebracht. Nee, immer nur einen Arm oder ein Bein reißt er ab. Ich sag dir auch warum. Ah. Weil der nur einen Arm und einen Arm, der kann noch reden. Der kann davon berichten. Der Arm ist ja weg. Ach, man hört seine Geschichte nicht mehr. Das ist verschwunden. Die Geschichte ist mit ihm gestorben. Gibt's tunesische Haie? Aber wie sehen die aus? Mit die haben so Löckchen, so ein Erisa so. Doch. Die werden so ganz hart. Man nennt sie jetzt Thunfisch. Thunfisch ist einfach ein tunesischer Hai. Ja, ein tunesischer Hai. Thunfisch. So ganz klein, so, aber so penetrant. Auch so einen penetranten Geruch. Ja. Ey, wenn ihr so in die Heimat geht, kriegt ihr auch so Hass? Worauf? Worauf genau? Doch, kriege ich auf jeden Fall, aber du musst schon spezifisch werden. Auf was? Ich kriege auf viele Sachen Hass. So auf die Leute, so, die aussehen so wie du. Wie alle sehen so aus, wenn ich. Ja, muss ich auch sagen, dass der nichts. Der sucht ja nicht. Nein. Ja. Ich krieg nicht auf alle Leute Hass. Nein? Auf, nee, auf die. Aber auf manche. Wie soll ich das sagen? Auf manche Charakterzüge. Ja, voll, absolut. Ja. Aber bist du da schon eher deutsch? Dass du sagst, wenn du zum Bazar gehst oder in so ein Restaurant und sagst, ey, der fuckt mich aber jetzt gerade ab. Und dann erwischst du dich selber. Nee, es sind meistens nicht mal die, es sind die, die mit mir, vielleicht bin ich genauso, die mit mir aus Deutschland, Frankreich und Belgien nach Marokko kommen, weißt du, die es besser wissen, die genau wissen, wie man in einer Schlange steht, weil die das aus Deutschland kennen. Ja. Und kaum gehen die über die Grenze, als ob die nie im Ausland waren, die sind auf einmal Marokkaner. Die kennen kein System mehr. Unordnung, auch beim Autofahren. Genau. So. Okay. Genau, das sind das. Der Marokkaner, der da arbeitet und schon immer da lebt, über den rege ich mich gar nicht auf. Der ist ganz normal, ne? Der ist für mich ganz normal. Ich freue mich sogar, den zu sehen. Warum? Weißt du? Ja, weil das bringt mich wieder zurück, ein bisschen zu meinen Worten, dieses Pseudo-Ding. Yeah. Ah, ich bin wieder zu deutsch geworden, ich muss wieder ein bisschen auf die marokkanische Waage legen. Ich freue mich, den zu sehen, weil der kann mir sagen, wo sind meine Vorfahren, wie wäre ich geworden, wenn ich nicht nach Deutschland gekommen wäre, dann wäre ich das. Ja. Yeah. Aber was mich aufregt, sind die Leute, die mit uns warum, da was machen die? Die so Barbaren auf einmal. Genau, das... Der Schalter ist so. Ich sag dir, das Schlimmste, das ist auch nicht witzig, das Schlimmste, was die machen, ist, ich werde das witzig finden, ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Ist Posing. Also du kommst, du arbeitest in Deutschland, manche sogar Hartz IV in Deutschland, du kommst in Marokko rein und jetzt hast du dir einen Kredit genommen oder irgendetwas, du kommst mit einem fetten Auto rein. Du spiegelst den Menschen eine Welt, dass es in Deutschland dir Hammer geht. Boah, das hasse ich. Ja, das hasse ich. Auch. Weil deswegen sterben Jugendliche im Meer, weil die denken sich, ey, guck mal, der
Ja. Der ist seit 3 Jahren in Deutschland, der kommt an mit S-Klasse und alles Mögliche. Mhm. Es muss da hinten besser sein. Die Wahrheit sieht aber so aus. Boah, das hasse ich. Sobald du hier ankommst, ist erstmal Bremse, Alter. Ja. Ja. Erstmal Gießen, Verteilerzentrum. Ja. Da wirst du erstmal verteilt, dann weiß ich, wo du hinkommst. Ich weiß gar nicht, warum die das auch und haben. Dann, du fängst auch ganz unten an. Du musst den größten Scheißjobs machen. Ja. Ja, aber wie soll ich jetzt hier 600 Euro im Monat verdienen? Dann schaffe ich doch gar nicht die Erstklasse. Der andere hat das in 2-3 Jahren geschafft. Aber der hat es entweder mit krummen Geschäften geschafft oder einen Kredit genommen oder sowas. Das Gepose, das regt mich am meisten auf, weißt du? Und alle anderen Sachen regen mich so dezent auf. Die sind keine Schlangen machen und Verkehr. Autofahren, genau. Also bei mir sind die fahren so Roller ohne Karosserie. Und so 4 Kinder, hat da 2 auf der Schulter hier, so sehr verantwortungsbewusst fährt, das ist krank. Die haben so, die Tunesier haben gar kein Gefühl für Gefahr. Ja, in Marokko auch. Ey, weißt du, wie manche fahren? Du bist im Auto und dann überholt er dich so mit dem Roller und der hat seinen 3-jährigen Sohn so mit den Füßen auf den Schultern so oben und fährt so. Hat so kein Gefühl, mein Sohn fällt, stirbt. Ja, ja. So, das ist so. In Marokko hast du halt auch voll die krasse Schere, so von reich und richtig arm und alle leben auch zusammen. Also Casablanca ist das beste Beispiel. Casablanca ist so riesige Villa, heftigstes Haus, hast du in Deutschland nicht gesehen. Und daneben so Wellblechhütte, weißt du? Beides nebeneinander. Und auf der Straße sieht es genauso aus. Da kommt der heftigste, neueste Land Rover an und daneben ist so Karre, Esel. Genau, von Esel gezogen. Das habe ich sogar gesehen, in der Matrijim-Doku. Ja, siehst du, die teilen sich eine Straße, die sind nebeneinander. Mhm. So. Aber viele Stars wohnen jetzt in Marokko, ne? Ja. Medrejim wohnt jetzt in Casablanca. Marrakesch. Ja, schon lange. Schon lange, sehr lange wohnt er da, mit der Familie. Ja. Krass. Medrejim hat, glaube ich, nicht mal französische Papiere. Nein. Ich weiß ja gar nicht, ob seine Frau Marokkaner ist. Nein, die ist auch Französin. Französin heißt es? Ja, schwarz oder weiß? Halb. Ja. Von Mischling. Und er hat keine französische Staatsangehörigkeit, ne? Deswegen irgendwie so. Kann er keine französische Staatsangehörigkeit haben? Er hat keine bekommen wegen irgendeinem Skandal. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Er sagt es auf jeden Fall in dieser Doku. Guckt euch mal die Doku an. Ich hab die gesehen, die ist Hammer. Ist gut. Super. Hammer. Ich hab's nicht geguckt. Ne. Ist okay. Ich wusste auch nicht, dass er nie seine Sonnenbrille abnimmt. Ja. Warum nicht? Mysteriös bleiben. So wie Crow seine Maske nicht. So Markenzeichen, Mr. Sonnenbrille mäßig. Nee, da kommt der Rapper mit der Stück Sonnenbrille. Ein Mysteriöses immer bleibt. Ja, oder vielleicht schielt einfach. Ja, genau so, weißt du? Oder der macht so eine Geschichte draus und dann einfach so, Der guckt aber der war so richtiger Rapper, ne? Ja, so richtig. Im Park, Freestyle. Ja, so. So, Graffiti, so richtig. Ja, aber das weiß man ja. Ja, aber da dachte ich auch, war der nur der Hooksänger. Ich wusste nicht, dass der auch gerappt hat. Der ist mit einem Freestyle-Rap im Internet. Damit ist der viral gegangen. Der ist so ein Capital Bra aus Frankreich. Nein. Quatsch, wohin? Der hat doch Talent. Ja, ich meine jetzt von Freestyle-Battle zum Erfolg. Ja, okay. In der Hinsicht hast du recht. Ja, kannst du auch sagen, der ist Eminem. Ja. Achso, hat er auch gemacht, Eminem? Ja, auch als Battle-MC bekannt. Ja, beide auf hartem Level, glaube ich. Ne? Von Capital Bra kenne ich nur einen Battle, so von diesem Rap am Mittwoch. Ja, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, wie groß er da bei Rap am Mittwoch war. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die anderen waren so richtig krasse. Und er hat da mal einen 16er, der später so viral ging. Ne? Ja, als er schon wurde so berühmt war. Ja. Ja, ja, ja. Also er ist mehr eher bekannt durch die Sachen, die der jetzt macht. Also Hits, ne? Ja, ja. Aber der war krass, also war ein richtiger Straßentyp und so. Mhm. Ich habe auch Dings gesehen, der war auch in Marokko Urlaub machen mit seiner Frau Mike Epps. Echt? Ey, und dann hatte der so Jeleba an und so Dings, der sah original aus wie Marokkaner. Ja, die fallen nicht mehr auf. Der fällt gar nicht mehr auf, der ist richtig krass. Nee, aber in diesem Anzug, in diesem Jeleba und so, alles, sah der original, ich habe so wirklich so jetzt krass. Das ist ganz schön. Mike Epps ist, kennst du All About the Benjamins von Ice Cube? Ich muss jetzt so, kennst du? Friday, next Friday. Ja. Ja, der mit Ice Cube chillt. Der so durch ist. Day-Day, heißt der Day-Day da? Weiß nicht mehr genau. Heißt er da so? Oder heißt Day-Day. Macht er bei Next Sunday mit? Nein, ne? Next Sunday? Wo die in der Kirche, in der Gospel, wo die Kirche... Ja, da ist Mike Epps auch dabei, glaube ich, ne? Nein, da ist Cat Williams dabei. Weiß ich nicht. Wo ist denn... Also für mich ist bei Hancock The Wash... Warte, ich guck einfach. Friday. Ja. Battlefield Soldier. And a Legend Over. Sein Englisch ist am besten. Ding. Battlefield Soldier. Ja, nice, ich habe eine Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Nein, weißt du nicht. Ich höre dich. Nein, weißt du nicht. Ja, okay. Ich schreib's jetzt auf. Ich bin Journalist. Und dann zeig ich's. Ich bin Journalist. Ich schreib's jetzt auf, was du sagen wirst. Warte. Warte. Ich schreib's jetzt auf. Ah, der ist Mike Epps. Ja, klar. Ja. Hier, ich schreib's jetzt auf, was Cheyenne fragen wird. Ja. Der hat schon bei anderen Filmen auch mitgemacht, ne? Ja, klar. Ist auch Stand-Up-Comedian. Ja? Ja. Frag.
Du weißt es nicht. Ja, ich hab's aufgeschrieben. Zeig's mir. Nein, das. Ach so. So ähnlich. Ja, aber ja, diese ich wollte erst in die Richtung. Das kommt aber später. Ja. Du hast ja sozusagen eine neue Sendung. Ja. Im TV, ne? Boah, das habe ich ganz vergessen. Ja. Boah, ich bin Journalist. Ja, stimmt. Ja. Sorry, so vielleicht. Nur ganz wenige in Deutschland davon. Ja. So, die ihre Meinung noch sagen dürfen. Ja. So, warte, das ist ganz wichtig. Wenn der Vater schreibt. Also, du hast eine neue Sendung? Serie, ja. Serie? Ja. Wie läuft sie? Erzähl mal. Es ist eine, also Unterschied zwischen Sendung ist, das wird dann die ganze Zeit, Sendung ist sowas wie Talkshow, ne? Ja. Jeden Tag. Und das ist eine Serie, eigentlich ist es wie ein Film, in vier Folgen geteilt. Also 120 Minuten, viermal 30 Minuten. Folge 1 bis Folge 4. Es ist nicht meins, sondern es ist eine Rebell-Comedy-Serie. Ich spiele da nur die Hauptrolle. Mhm. Okay. Also, worum es geht? Ja, genau. Es geht um einen Studenten, der verschuldet ist durch seinen BAföG, hat sich alles angehäuft, hat sein Studium abgebrochen und jetzt muss er an Geld kommen, um seine BAföG-Schulden zu bezahlen. Mhm. Er hat sein Studium abgebrochen, sein Vater weiß nichts davon und jetzt rutscht er in so einen Comedy-Wettbewerb. Also er sieht, da kann man Geld holen und gewinnt das Geld aber nicht, sondern kommt dann in die Comedy-Branche rein und merkt, ah, okay, du musst dich halt hart verbiegen. Es gibt so bestimmte Schubladen in Deutschland, in die du als Ethnocomedian rein musst. Und ja, das macht er halt eine Was Zeit lang. Was ist ein Ethnocomedian für die Leute, die da draußen sind? Ein Ethnocomedian ist ein Comedian, der über seine, nicht nur seine, sondern generell über Ethnien erzählt. Über der Italiener Witze macht, Marokkaner Witze, Türken Witze. Also es kommt gar nicht darauf an, wo ich herkomme. Also nee. Wenn ich jetzt ein gebürtiger Deutscher bin, kann ich auch Ethnocomedian machen. Ja, Erkan und Stefan sind auch Ethnocomedians. Ja, ja. Ja, aber die suggerieren, dass sie Türken sind. Genau. Deswegen ist ja was er aber meint, kann ich mich hinstellen und sagen, ich bin Mario Barth. Ich bin Deutscher, aber der Inder ist so und so. Ob man das machen kann? Kannst du machen, du musst mit dem Echo rechnen. Ne? Du musst mit dem Echo umgehen können. Ja. Okay. Ja. Du musst mit der Reaktion umgehen können. Aber es, bei Ethnocomedien geht es um die Thematik. Die Thematik sind Ethnien, wie der Name auch schon sagt. Was machen... Also ich habe das immer anders im Kopf gehabt. Ja. Ich dachte immer, wenn ich bin jetzt zum Beispiel Marokkaner, ja, und mache dann sozusagen Comedy. Das ist schon Ethnie. Ethnocomedy, das dachte ich. Nein. Das dachte ich. Nein. Okay. Es gibt zum Beispiel, du könntest ja... es gibt Arten von Comedy, wo gar nicht eine Rolle spielt, woher du kommst. Ah, okay. Du redest dann über Politik oder irgendetwas, dann ist es scheißegal. Genau. Wie, ich glaube, Aziz Ansari in Amerika redet gar nicht darüber, dass er Inder ist. Gar nicht. Ja, in Deutschland haben wir wenige, die gar nicht über ihre... Gibt es einen iranischen Comedian in Amerika, der erfolgreich ist? Mas Jobrani. Ja, Mas Jobrani und gab es noch einen. Amiri, Max Amiri, genau. Okay. Und dieser Amir K., lange Haare, Kappe. Ja, ja, doch, habe ich schon mal bei Lair Factory. Ja, genau, gesehen. Ja, so der. Und so lange genau, Haare, genau, ja, doch. Okay. Gibt einige, es gibt eine riesige Community. Den Dreck gibt es auch überall von euch. die sind in Los Angeles auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, das ist die Serie, ist kostenlos auf YouTube, kann man sich angucken, hat auf jeden Fall sehr viel Arbeit gekostet, sehr, sehr lange. Und habt ihr das selber geschrieben? Babak und Masud haben das geschrieben, also Babak kennt man bei uns. Masud Wer ist Babak? Babak Gassim, der macht Poetry bei uns, aber halt auch sehr viel Regie, sehr viele Sachen schreiben. Gründer von Rebell Comedy mit Usus zusammen. Also Babak und Masud. Masud ist ein Autor und die beiden haben das Drehbuch geschrieben. Kennt man den Masud? Masud kennt man, der hat ein paar Bücher geschrieben. Kennt man eigentlich nicht. Also das ist jetzt kein Mainstream oder keine Internet-Sache, sondern vielleicht, wenn du viel liest. Also die haben das geschrieben sozusagen für die Serie. Genau. Und dann habt ihr sozusagen, haben gesagt, ey, Benicer ist für die Hauptrolle perfekt. Genau, das haben wir nicht gesagt, sondern dieses Drehbuch wurde geschrieben und dann wurde ganz, als es so fast fertig war, okay, wer soll spielen? Und ja. Dann war es Schnick, Schnack, Schnuck. Genau, es war nicht nur Schnick, Schnack, Schnuck, sondern es ist, für mich war ziemlich schwierig, weil ich habe sehr viele, gerade Comedians im Schauspiel abkacken gesehen oder Rapper, die dann auf einmal spielen. Für mich war es so, wenn ich es spiele, musste ich habe vorhin so ein Coaching gemacht und musste auf jeden Fall so vorbereitet darauf sein, dass ich es mache. Und ja,
dann war halt auch die Frage, nimmt man einfach einen richtigen professionellen Schauspieler dafür? Mhm. Weil die Leute, die um mich drum herum spielen, sind alles professionelle Schauspieler. Also, dass du jetzt aus dem Nichts kommst und du spielst mit denen auf einer. Man die Angst hat, dass man das vielleicht merkt. Die spielen dich unterm Tisch. So. Du musst ja erstmal glänzen zwischen dem. Ja, was man dazu sagen muss, in der Serie habe ich einen Migrationshintergrund, der personifiziert ist. Man sieht den Migrationshintergrund als Person. Das ist aber ein Deutscher. Es ist ein Deutscher, ja. Warum ist das nicht umgekehrt? Ja, genau. Wie meinst du? Müsste er kein Ausländer sein, weil das dein ethnischer Background ist? Ja. Wenn ich Deutscher wäre? Oder? Nein, also generell, genau, das meint er. Weil du bist ja eigentlich ein Deutscher und du wirst auf deinen ethnischen Background reduziert. Ja. Und wenn er personifiziert ist, müsste der nicht eigentlich so ein Hardcore-Marokkaner sein, wie Hamza Bilaj, so hätte ich mir das vorgestellt. Ja, nee, muss nicht. Also man muss sich vorstellen erstmal, wo habe ich diesen Migrationshintergrund? Habe ich den in Marokko? Habe ich den in den Arabischen Emirate? Nein. Wenn ich durch die Arabischen Emirate renne, habe ich einen Migrationshintergrund? Nein. Oder sehen die Leute den? Ja. Oder wenn ich durch Marokko renne? Nein. Auch nicht. Sondern man sieht meinen Migrationshintergrund wo am stärksten? In Deutschland oder in Holland. Ja. Also habe ich den auch da bekommen. Also muss es ein Deutscher sein. Es ist made in Germany. Er ist da. Ich habe ihn in Deutschland so verpasst gekriegt. So, ey, hier. Das ist übrigens okay, ein Mitbringsel. Okay, wer ist der Typ, der ihn spielt? Waldemar Kobus, der hat auch hier Vicky. Vicky, der genau. Vater, ne? Ja, genau. Ja, der spielt so krasse Fabelwesen und sowas. Sowas kann er richtig gut spielen. Er ist ein Riesentyp auch. Und du musst dir vorstellen, wenn du kein Schauspieltraining hast, ich sehe den ja nicht. Andere Leute sehen meinen Migrationshintergrund. Ich muss den die ganze Zeit ignorieren. Das heißt, er spielt, der ist voll laut und ich muss so normal sein, weißt du? Und das ist krass, wenn du nicht Schauspiel gemacht hast, dass du das normal ignorieren kannst und du bleibst im Moment. So. Wie lange habt ihr gedreht? Wir haben 30 Drehtage, die unterbrochen wurden nach 20 von Corona. Dann waren wir 3 Monate in Pause und haben dann die letzten 10 Drehtage noch gemacht. 30 Drehtage. Was wäre, wenn du jetzt anders, wenn du genau. Was wäre, wenn du anders Alter, ausgesehen so viel hättest? Arbeit. Und 3 Jahre Vorarbeit, ne? 3 Jahre Drehbuch schreiben und alles organisieren und so. Was wäre, wenn du anders ausgesehen hättest jetzt diese 10 Tage? Du wärst auf einmal dicker geworden. Ja, genau, da musste ich drauf achten. Ja? Alles andere war kein Problem. Rasieren und Haare. Aber haben die genau gesagt, ey, achte darauf, nicht dicker werden jetzt? Oder? Genau, guck mal, der spielt jemand, mein Vater, Hassan Dazwan, der trägt normalerweise keinen Bart. Ja. Und hat sich für die Rolle einen Bart wachsen lassen. Ja. Nur war jetzt nicht klar, als wir unterbrochen haben, wie lange geht diese Corona-Pause. Geht die nur eine Woche? Ja. Dann kann er seinen Bart nicht abmachen. Ja. Weil der Bart braucht 3-4 Wochen, bis der wieder da ist. Ach so, der hat so ein richtig. Ach so, das war ein echter Bart. Der wurde nicht dran geklebt. Der wurde nicht dran geklebt und der hatte den schon, war schon ein guter Bart. Und der trägt nie Bart. Der hat mich in dieser Pause jeden Tag angerufen. Der so, hey, wann geht's weiter? Ich so, ja, keine Ahnung. Der so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Bart. Der so, juckt alles und so. Ich will den abmachen, aber ich kann ihn nicht abmachen, weil kann sein, dass es am nächsten Tag weitergeht. Weil es ist spontan. Boah, anrufen. Okay. Der musste die ganze Zeit mit diesem Bart bleiben. Wie war die Erfahrung, jetzt bei sowas mitzuwirken, also mal sowas zu drehen? Es ist, guck mal, ne, du und ich auch, was wir normalerweise machen, ne? Du bestimmst alles, was hier läuft. Ne? Du bestimmst, wie die Kamera steht, du bestimmst, wie die Mikrofone aussehen, du bestimmst, was ins Internet geht, was nicht ins Internet geht. Ihr habt die Kontrolle über alles. Ja. So habe ich bisher auch gearbeitet. Ich habe die Kontrolle über alles. Jetzt kommst du an ein Filmset, da ist ein Regisseur und du spielst und er sagt, danke, für dich war das noch gar nicht das beste Take. Aber du musst akzeptieren, dass der das Sagen darüber hat. Boah, da haben wir nur Probleme. Ja. Dann haben wir nur Probleme. Ja, genau. Das war für mich, war das dem zu vertrauen, weil ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Ja. Und es ist nicht so, dass du hingehen kannst und sagen kannst, ey, okay, zeig mal, was du gerade aufgenommen hast. Ne? Das interessiert nicht. Das ist wie so Kanack. Ich habe mal damals Partyshooter gemacht, immer ein Foto gemacht. Ey, zeig mal, wie das aussieht. Und dann musst du so zeigen und dann sagen, ja, nochmal. Und das hättest du auch wahrscheinlich gemacht in dem Moment, ne? Ja. 100 Mal. Genau. Ich hätte gesagt, ey, ich kann das besser. Aber dann haben wir Probleme. Wir würden das niemals akzeptieren. Genau, das war für mich auch. Ich musste so hart schlucken bei dem Ding, so dass ich, okay, ich lasse das jetzt einfach, ich vertraue dem nach jedem Take einfach. Und die Kontrolle abzugeben, da fängt es ja nur an. Es fängt ja nur an bei, okay, der Regisseur pickt jetzt raus, was ich gespielt habe. Danach kommt noch dazu, wie schneidet der es zusammen? Was legt der für Musik drunter? Und wie wirkt das? Wie wird das überhaupt präsentiert? Weil du gibst es ja einem Sender und du gibst es irgendwelchen Produzenten und die nehmen es und vermarkten das auf ihre Art und Weise. Wo du gar keine Kontrolle mehr hast, weil der Sender hat es ja von dir gekauft. Boah, interessant. Ja. Das ist krass. Genau. Und am Ende des Tages ist es vielleicht ein ganz anderes Produkt geworden. Du bist nur der Schauspieler. Du bist nur der. Guck mal, da hatten die anderen. Das habe ich ja. Ich habe so einen Werbefilm gemacht. Mhm. Für so eine Auto.
für Kinofilme, Werbefilme. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wie für so Nexibill, für so eine Autoversicherung. Mach und da war das genauso. Ja. Ich habe das gemacht. Ich habe, da waren sehr geile Sachen dabei, aber ich hatte keinen Einfluss auf den Schnitt. Und dann haben die später das geil zusammengeschnitten. Das sieht professionell aus, aber ich hätte es trotzdem komplett anders gemacht. Also mhm. Die haben nicht zum Beispiel deine Witze genommen, die du genommen hättest. Gar nicht. Ja, siehst du. Und das ist schwer für uns, die Alleinkünstler sind und so komplette Kontrolle über alles haben, das abzugeben. Das war für mich. Die anderen Schauspieler waren das gewohnt. Weil die arbeiten. Für die war das normal. Für die ist normal. Ich komme dahin, ich liefere ab und dann gehe ich. Ich habe gehört, dass Johnny Depp einige von seinen Filmen nie gesehen hat. Ja. Das ist krass. Mhm. Das konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Das war so die größte Herausforderung. So viele Sachen in dieser kompletten Kette, wo ich, Alter, so, ey, nee, ich wollte das gar nicht so haben, ich will es so haben. Im Endeffekt, okay, ich bin zufrieden, ich bereue nicht, das gemacht zu haben, aber sollte ich noch mal eine zweite Staffel davon machen oder wieder eine andere Serie, dann hätte ich gerne viel mehr Kontrolle bei allem. So, dann würde ich das erstmal. Da kannst du auch deine Unterschrift reinbringen. Ja, genau, du kannst viel mehr deine Handschrift reinbringen. Deine Eigennote. Genau. Ja, dafür musst du aber auch gewisse, du musst dich erstmal beweisen, Macht, genau, du musst eine Macht haben. Ja. Oder du hast die Kohle. Ja, genau. Weil oder wir machen das selber, so wie wir gesagt haben. Genau. Ja. Wir haben ja gesagt, wenn der Podcast, der wird ja immer erfolgreicher, Gott sei Dank, ja. Und wir, dann Nisa und ich gesprochen, wenn wir sehen oder das Gefühl haben, jetzt ist es soweit, dann wollen wir sogar was ganz Krasses produzieren. Ja. Also wirklich ganz krass. Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir das alles selber. Ja, klar, dann ihr seid ja bis hierhin auch selber gegangen. Ja, dann mache ich die Regie, ich sag, weil er sagt sowieso, was machen wir? Ich sag so und so, der sagt, guck mal, wir machen so und so, so und so, wir treffen uns, dann ist der ja richtig geil. Mach, lass mich nur in Ruhe. Ja. Dann hört er James Brown und ich tue dann alle Trizen. Ey, Kamera dahin, Kamera da, Kamera da, Kamera da. Und dann sagt er, steht alles? Ja, okay. Ja, komm. Hauptsache, einer von euch ist da vor Ort. Weil das war unser größter Fehler, war, Babak ist eigentlich sogar ein guter Regisseur. Also ich habe mit ihm schon vor 10 Jahren einen Film, vor 13 Jahren einen Film gedreht. Also der kann Film. Aber er hat nur das Drehbuch geschrieben und es abgegeben. Jetzt bist du am Set und da ist keiner mehr von deinen Jungs. Nicht einer. Boah, krass, voll korrekt von denen. Ja. voll korrekt. Aber es ist eine ganz andere Stimmung. Das heißt, heißt, das Projekt war eigentlich wie so ein Baby. Ihr habt so ein gewisses Bild, aber die Leute, die das machen, das ist dann. Die fühlen deinen Scheiß nicht. Ja. Ja, doch, aber. Ja, die fühlen den aber anders. Ja, genau, die fühlen den anders. Ja. Die bringen noch die WDR-Note mit da rein. Ja. Du wissen, was du machst. Du wissen, was du machst. In a cold night, in a hard way. Was war das jetzt? Ja. Hast du es erkannt? Nee. In a cold and ice in a hard way. I know what you mean in a break it down. Pump, pump. I'm waiting at the night. In the early morning. Ich liebe das. Der macht das so geil. Ich sag, der braucht eine Sendung. Wo wir müssen alle eingeladen werden. Ich, du, Achi, so wie bei Ruckzuck. Er singt das verschiedene Songs. Das ist eine Rubrik da drin. Ja, genau. Er singt sich. Das und wir müssen so buzzen. Das erregt. Das ist geil, Alter. Ja, krass. Ja, Mann, geil. Ja. Wenn jetzt eine zweite Staffel kommen würde, das gleiche Konzept wird ja dann weitergeführt, ja? Ja, die Serie hört schon so auf, dass die eine Tür aufmacht für eine zweite Staffel. Denkst du, die werden euch mehr Mitspracherecht einräumen? Ja, wir hatten ja auch Mitspracherecht. Wir haben das selber einfach, das System nicht. Genau, wir haben das selber nicht so eingehalten. Wir haben einfach Anfängerfehler gemacht. Okay. Aber es ist normal, da wächst man ja rein. Genau. Louis C.K. hat Pootie-Tang geschrieben. Genau, mit Chris Rock. Genau. Ja. Chris Rock hat sie von ihm genommen. Ja, genau. Und du musst dir mal die Interviews über Pootie-Tang von Louis C.K. angucken. Er hat sich den ganz anders vorgestellt. Echt jetzt? Er hat das Drehbuch abgegeben. Das war eigentlich ein Typ mit Knarren und so. Das ist ein krasser Typ. Okay. Und am Ende ist das dabei rausgekommen. Weil die einfach gesagt haben, ja, Comedy. Und dann haben die das so. Nee, er dachte, Chris Rock nimmt's jetzt. Ja. Und der wird schon was Cooles draus machen. Und dann kam. Verstehst du, du vertraust diesen Leuten ja. Es ist ja nicht so, dass du denen nicht vertraust, sondern der Regisseur ist krasser Regisseur. Ja. Yeah. Der hat schon krasse Filme gemacht und alles. Die Schauspieler sind heftig. Alles, was daran mitgearbeitet hat, sind schon krasse Typen. Ja. Yeah. Aber wenn du etwas in Vorstellung hast, dann sorg auch dafür, dass die ganze Zeit deine Vision, weil es kommt aus deinem Kopf, es kommt nicht aus deren Kopf, selbst wenn die den besten Job machen, die lassen was von sich reinfließen. Ja, du musst klar, immer, ist ja normal. Genau, du musst da immer bremsen.
Weil für seinen Geschmack ist cool, das so zu sagen, aber aus der Welt, aus der du kommst, redet jemand nicht so. Oder wir hatten sehr viele Probleme mit Babak ist Iraner, ich bin Marokkaner. Für viele ist es das Gleiche. Ja, aus der Welt vor allem. Genau. Ja. Aber es ist so ein harter Unterschied in voll vielen Sachen, wo er denkt, nee, das ist bei uns aber normal. Und ich denke mir, ey, bei uns Tabu, Alter, kannst du auf gar keinen Fall machen. Ja. Dass du da aneinander gerätst und da musst du die Mitte finden. Da darf keiner nachgeben. Genauso musst du den Kampf mit dem Regisseur aufnehmen, mit allem, sogar mit dem Lichtmann. Mit allen musst du immer. Mit dem Lichtmann? Ja, mit allem. Musst du, nein, beleuchte dich nicht so. Beleuchte hey, Lichtmann! So. Mach das Licht hin! Nein, mach ich nicht! Ja, und er sagt, ey, ich habe schon bei 1000 Filmproduktionen Licht gemacht. Das willst du mir erzählen mit deinem Marokkanerzopf? Genau. Ja. Ja. So denkt mir jeder. Mehr. Ja. Meine Erfahrung, ja, deine Erfahrung ist Hammer, aber du musst mit deiner Erfahrung, sparst du dir, dass ich mir die Erfahrung machen muss. Du musst meine beleuchten einfach. Deswegen weiß man ja auch, dass sehr, vielleicht sogar alle, ob in den USA oder hier, Comedians, die eine eigene Fernsehsendung kriegen, auch Dave Chappelle hat ja darüber geredet. Ja. Egal wie viel Macht der hatte, der so, die gehen dir auf die Nerven. Genau. Weil die versuchen sich einzumischen, weil die halt auch zu Recht natürlich denken, hör mal zu, wie sind der Fernsehsender? Wir haben 1000 Sendungen produziert, die eine Millionenquote erreicht haben. Ja. Du bist neu im Geschäft, du hörst auf uns. Ja. Lass uns das so und so machen. Und der Comedian denkt sich, ja, aber ich bin der Lustige. Ja. Ich weiß, dass das... Genau, aber dann, der Typ, der bezahlt, sagt immer, ich bezahle aber. Deswegen selber produzieren. Genau. Alles selber. Genau, und wenn es Low Budget ist, lieber ein Low Budget, das dir gehört. Ja. Meinst du? Als aber ein High Budget, das aus einem fremden Portemonnaie kommt. Aber dann hast du vielleicht, guck mal, der Comedian, der jetzt zum Beispiel eine Sendung auf ProSieben kriegt. Ja. Sagen wir mal, ich würde jetzt eine Late-Night-Sendung auf ProSieben kriegen. Ja. Dann wärst du nicht mehr Nisa. So, die natürlich, ja, aber. Nicht gezwungen. Ja, er aber, könnte noch Nisa sein. Aber nee, Frage so ist, was wie, macht er? Wirklich ist nicht, nein. Ja. So, aber ProSieben würde ja, weil sie halt ProSieben sind, sehr, sehr. Dann musst du dir, dann fragst du, dann kommst du ja immer in diesen Konflikt. Du kannst sagen, nö, ich kacke auf alle, aber dann kannst du dir eventuell denken, ja, aber wenn ich jetzt ein bisschen mit denen Hand in Hand was ja gehe, okay ist. Ja, dann werde ich größer. So, das willst du dir nicht verspielen. Vielleicht gehst du es deswegen ein. Also ich versuche mich jetzt hineinzusetzen. Genau. Du redest davon, so ein Newcomer zu sein, man hat noch nichts gemacht und jetzt kriegst du ein Angebot von ProSieben. Late-Night-Sendung. Wie Klaas. Du hast jetzt ein Late-Night-Sendung. Okay, ja. Ja. So, und da kann ich mir vorstellen, die lassen dich nicht so machen, wie du willst. Zum Beispiel, ich würde rauskommen wollen und einfach aus Scheiß, weil sie, was ich sagen würden, und krass viele Frauen hier, wieso seid ihr nicht in der Küche? Und dann kann sein, dass der Produzent sagt, das kannst du nicht mehr sagen. Genau. Dann würde ich sagen, das hat Harald Schmidt früher jeden Tag 10-mal gesagt. Genau. Ja, das war aber 95. Ja. Heute kannst du das nicht sagen. Ja, und vor allem nicht, wenn man aussieht wie du, dann kommt das. Dann sage ich, aber jeder weiß doch, dass ich Scheiße rede. Ja. Egal. Und dann fangen schon diese Diskussionen an. Diese Diskussion musst du machen, bevor du mit der Late-Night-Show bei denen anfängst. Ja, das, bevor der Vertrag unterschrieben ist. Genau, wenn es in die Verhandlung geht. Wenn ProSieben zu dir sagt, ja, wir wollen eine Late-Night-Show mit dir. Ne? Ja. Wenn du Frischling bist und du willst den Aufstieg haben, dann machst du es mit. Ne? Ja, ja. Aber du bezahlst dafür diesen Preis, dass es nicht mehr authentisch du bist. Aber wenn du vorher jetzt Low-Budget selber viele Sachen gemacht hast und du hast deine Fanbase, sind die abhängig von dir. Dann kannst du sagen, ja, ich bringe aber mein Autorenteam mit. Genau. Er schreibt mit dir. Oder aber haben die das auch nicht schon bei ein paar Künstlern so gemacht? Und dann haben die gesagt, nee, machen wir trotzdem nicht? Wie meinst du das? Nee. Nee, warte, was meinst du? Ich verstehe nicht gerade. Dass Comedians zum Beispiel ihr eigenen Autorenteam mitnehmen wollten und die Fernsehsendung sagen, nö, machen wir trotzdem. Genau. Darauf musst du in die Verhandlung rein. Für dich müssen deine Prinzipien stehen. Ne? Du musst wissen, ey, ich mach's nur, ich wüsste es jetzt erst, ne? Auch nachdem ich erst Fehler gemacht habe. Bei den meisten ist das so. Aber optimal ist, an den richtigen Stellen, wir haben darüber auf dem Pfad gesprochen, an den richtigen Stellen Nein zu sagen. Ja, aber das weiß ja der Künstler, der gerade drin steckt und der sich jetzt denkt, ich bin ein Superstar. Ja, ich krieg jetzt von ProSieben diese Sendung. Das weiß er in dem Moment nicht. Deswegen denkt er nicht, dass, oh, wenn ich jetzt Nein sage, bringt mir das langfristig mehr, sondern er denkt vielleicht, ey, wenn ich jetzt Nein sage, kriege ich diese Chance nie wieder. Das ist ja der Gedankengang, den du hast. Genau. Wie hoch ist die Chance? Wenn du Nein, also du bist jetzt zum Punkt, an dem Punkt. Eben, das ist es. An dem Punkt, wo du Nein oder Ja sagen kannst. Ja. Wie viel Prozent verbrauchst du dir deine Zukunft oder nicht? Ist es 50-50? Nein oder Ja? Oder ist es so 70-30? Also wie selbstbewusst bist du da? Durch das Nein? Ja. Guck mal, das Nein wirft dich ja einfach nur auf die Stelle. Du schwitzt. Ja. Und so, wenn du so denkst,
Nein. Das Nein wirft dich ja einfach nur auf die Stelle zurück, wo du sowieso schon bist. Boah. Ja. Boah. Junge, also nicht nur, ein geiler Comedian sieht geil aus, ja, sondern auch noch intelligent und tiefgründig. Alles, was ich nicht bin. Genau. So. Wir sind auch tiefgründig. Unsere Karriere ist tief. Ja, es ist ein Tief, das seinesgleichen sucht. Jetzt habt ihr mich voll rausgebracht, ja, Alter. Nee, guck mal, so wie Türsteher. Nee, guck mal, genau. Jetzt eine Frage an dich. Ja. Jetzt. Ernsthaft. Beneißer. ProSieben kommt zu dir, ja, und sagt: Das wäre eine schöne Sache. Ey, ja, Beneißer, wir sehen in dir den nächsten Klass. Ja. Wir wollen eine Late-Night-Sendung mit, ja, dir. So. Wir feiern dich, bla bla, du bringst gute Zahlen mit. Aber die machen dir schon klar, wir werden dich jetzt nicht komplett verändern, also mach dir keine Sorgen, dass du dann so, wir sind deine Puppenspieler. Ja. Aber es ist schon ein 50-50-Ding. Ja. Würdest du sagen, ja, okay, das, oder ist das da, wo du sagst, nee, das ist mir dann einfach, mein Seelenfrieden ist dann nicht da? Meine erste Frage ist, wer ist die Redaktion? Wer ist die Redaktion? Wer sind die Autoren? Das ist das Wichtigste, was ich wissen muss. Die bei anderen sind. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass die werden nicht ausbremsen. Die werden dich ja ausbremsen. Die können ja nicht mehr machen, als die, was die fähig sind. Genau, bei Klaas holen die ja dann irgendwann diesen Schweighöfer, der in jeder Sendung drin ist, ja? Der Schauspieler, ne? Und bei dir haben die Angst, dass du Chepralet holst, ne? Der Chepralet, ja. Aber das wäre das Stylische, wenn du Chepralet holst. Genau. Das wäre das Stylische. Das wäre das Stylische. Chepralet und dann so, Abdel Qadri. Das wäre doch stylisch. Das ist super geil. Ja, aber genau, das gefällt uns nicht. Ja, das stimmt. Nein. Das gefällt. Ja, das gefällt denen nicht. Genau. Nein, uns. Ja. Wir sind die Deutschen. Ja. Ja. Aber es gibt, die laden mich ja ein, nicht weil, oder ihr lädt mich ja ein. Ja. Ihr lädt mich ja ein, weil ihr das cool findet, was ich mache. Ja. Genau. Oder wenn wir mit offenen Karten spielen. Ja, wir akzeptieren es. Ja. Nein, wenn wir mit offenen Karten spielen, ihr lädt mich ein, weil ihr wisst, dass ich eine Community habe. Genau. Dass ich die wir aber also es geht eigentlich gar nicht per se um dich als Person. Es geht um das die Leute. Das sozusagen. Ja. Es geht nur immer um die Reichweite. Um Zahlen. Genau. Nur um die Reichweite. Genau. Und wenn ihr jetzt Matthias Schweighöfer holt, streckt ihr meine Reichweite eher ab. Meine Reichweite versteht Abdelkader. Ja, ja. Das will meine Reichweite haben. Ja. Also das muss ich erklären. Es sind nicht nur Zahlen, sondern es sind Individuen, die auf bestimmte Sachen stehen. Wie viel Quoten ist deine Reichweite, dein Background, den du mitbringst? Reicht das wie von uns, die Community? Nein, glaube ich nicht. Nee. Nein? Nee. Also ist dieser Prozentsatz wichtig? Ja. Damals, Obama hat ja gewonnen wegen dem kleinen Prozentsatz. Genau, ne? Weil er aber auch nur Stimmen braucht, ne? Ja. Ihr braucht Zuhörer, die eure Videos anklicken, ne? Und das haben wir ja nicht. Genau, das habt ihr ja, klar, natürlich. Ja, schon, aber ich meine. Aber eigentlich geht's da mehr um dich. Er braucht auch Ticketkäufer. Ja. Er hat auch Show und braucht Ticketkäufer. Darin musst du das auch teilen. Mhm. Also, im Click-Game ist es so lala, ist okay. Ich glaube nicht, dass ein Fernsehsender zu mir kommen würde und sagen würde, boah, Junge, du hast das Click-Game, deine Stand-Ups laufen. Ja, jeder Bild hat 10 Millionen. Genau. Wenn jemand schon so mit mir reden würde, würde ich Abtörner kriegen. Ja, aber die reden so. Ey, du hast Click-Game, das ist ja echt krass. Ja. Das ist aber das, was die dir eigentlich sagen wollen. Ja. Eigentlich kannst du dankbar sein, wenn die so mit dir reden. Ja. Weißt du, sondern das ist so, wie viel Potenzial, wenn es nur 10.000 sind, ne? Ja. Der eine hat zum Beispiel Millionen Klicks, ich habe nur 10.000. Aber wie viel Potenzial ist in diesen 10.000? Kaufen die ein Buch, kaufen die ein Ticket, kaufen die stark, ein T-Shirt? Weißt du, wie ist, haben die Handyverträge oder haben die prepaid? Deswegen gibt es halt deutsche Rapper, die 15 Millionen Videoaufrufe machen, aber vor 600 Mann spielen. Genau. Ja. Weil die keine Fans haben. Ja. Das sind keine Fans. Genau. Es gibt Leute, die sind im Streaming, die haben auch auf Spotify übertrieben viele Klicks. Ja. Und es gibt welche, die haben voll wenig Klicks, aber deren Box ist nach einer Woche weg. Ja, weil die richtige Fans haben. Genau, die kaufen die sich eine Box. Ja. Die wollen das auch haben. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Meine Straßenvideos machen wirklich Millionen Aufrufe. Millionen Aufrufe. Ja. Podcast nicht. Ja. Allerdings haben wir hier eine stärkere Community. Genau. Warum? Weil, ey, dass sich jemand eine Stunde euer Gelaber anhört. Ne? Danke, wie nett. Genau. Um es mal so zu sagen, ne? Der muss euch wirklich mögen. Der will mehr von euch. Der ist enttäuscht, wenn er nur, wenn er nur 6-7 Minuten kriegt, ne? Ja. Ja. Sondern lass uns den Kopf ab. Die Leute schreiben, ey, Podcast die jeden Tag. Ja. Die macht 7 Tage die Woche wohin. Wir müssen achten. Ja, aber das bindet. Das ist eure Personality. Stimmt. Man kann euch beide nicht mehr austauschen. Du kannst hier jetzt nächste Woche nicht zwei andere hinsetzen. Das wird nicht funktionieren. So wie bei Two and a Half Men. Wenn die einen von uns austauschen. Wenn ich jetzt AIDS kriegen würde. Genau. Und die würden.
Und die wird mich aus. Das ist die Krankheit des Monats. Ja. AIDS. Wenn ich jetzt so AIDS kriegen würde, würde ich Charlie mich austauschen. Ja. Und dann wäre ich einfach ein neuer. Aber warum? Ja. Warum sollst du AIDS kriegen? Weil Charlie AIDS bekommen hat. Okay, und warum tauschen sie dann aus? Weil du AIDS hast. Ja, aber warte, bei Charlie war das auch so. Ja, aber die haben ihn ja nicht wegen AIDS ausgetauscht. Ja. Sondern weil er ein Säufer und ein Buzzy war. Buzzy, das ist geil. Er meint, mit AIDS kannst du weitermachen hier. Ja, mit AIDS, ja, mit AIDS Magic, kannst du auch, Magic Johnson mäßig. Ja, kannst du mit AIDS weitermachen. Du musst was anderes nehmen, ne? Weil der hat Lepra oder so. Ja. Sagen wir so. Ja. Ja. AIDS und ich habe noch einen Skandal. Ja. Dann werde ich ausgetauscht. Obwohl es gar keine Relation gibt. Da reicht auch der Skandal. Ja, da brauchst du gar keine AIDS mehr. Warum willst du das so? Ich will das so unbedingt haben. Okay, AIDS und A-Kelly-Modus. Ja, genau. Dann werde ich ausgetauscht. Denkst du, da, das werden die Leute nicht annehmen, wenn dann ein anderer anschaut? Nein. Bist du dir sicher? Nein, die sagen, wir wollen den AIDS-Kranken nicht abdrücken. Komm mal, wenn einer von euch... Wenn einer von euch bleibt, kann es vielleicht noch gut gehen. Stell dir vor, so, und dann kommen so Leute protestieren mit Schildern. Ja. AIDS ist kein Todesurteil. Ja. Mach weiter, sag nein zu AIDS. Ja. Du kannst es schaffen, Nisa. Nein, die werden dich zurückholen. Ja. Du willst so eine. Schlag den AIDS. So. Ja. Ja, ja, das stimmt. Es gibt einen Unterschied zwischen. Das hat sich so jetzt festgesessen hier. Ja. Auch wenn wir jetzt allein nur die Wandfarbe ändern, sagen diese, ey, warum? Das ist anders. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ihr der macht Tisch ja ist kein schief. Konzept. Na, es ist doch, ja kein was? Das alles du durchdacht. Richtig durchdacht. Das ist kein Konzept. Du ja, kannst genau. dir sicher gehen, die Leute, die sich das hier angucken, gucken das nur wegen den Personalities. Ja. Also, jetzt sowas wie Straßenumfragen, ne? Es ist auch, du lebst viel von deiner Persönlichkeit. Mhm. Ja, aber stimmt. Es könnte letztendlich mit deinem Konzept. Auch an den Gästen sein. Nee, es könnte auch ein anderer machen. Genau. Oder es ist, dass es an den Gästen liegt. Jemand anders fragt, hat aber denselben Gast, erzielt den gleichen Erfolg. Siehst du doch, machen doch 1000 Leute ja. diese Straßeninterviews. Genau. Das ist allerdings, bei denen ist das so, die haben so einen Peak. Und dann geht das sofort wieder runter. Ja, bei mir ist das immer konstant irgendwie. Ja, weil Trittbrett ja, es hat sogar noch eine zweite Welle gekriegt, ne? Ja. Ja. Und das, okay, die Qualität ist auch besser geworden bei ja, dir. Ja, extrem. Ja. Das ist krass gerade. Und du bist halt ein gut aussehender Kerl. Danke. Ja. Weil ich bin Qualitätsnazi. Man sieht das jetzt erst mit den neuen Kameras. Das ist ja. Qualitätsnazi. Der ist echt so ein Qualitätsnazi. Also neue Quali ist auf jeden Fall heftig. Danke. Von den Kameras her. Ja, aber das sind Konzepte. Mit Konzepte kannst du den rausnehmen und jemanden anders dafür reintun. Funktioniert immer noch. Aber Podcast, die Leute sind bei dir, die wollen der hören, was du sagst. Ja, bleibt. Ja, jetzt mal eine Frage an dich. Denkst du, deine Gang, es ist die Marco oder seid ihr selber? Wenn man jetzt morgen, wie viele Rebels sind, wie viele? Sechs, fünf? Ja, sechs. Sechs. Fünf werden ausgetauscht. Ja. Nur einer bleibt. Fünf neue. Ja. Denkst du, ihr werdet noch genauso viele Tickets verkaufen? Das wäre jetzt. Boah, das ist eine geile Frage. Genauso viele glaube ich nicht. Aber ich glaube, die Einzelnen werden verschieden viel verkaufen. Das heißt, du denkst, also dass Rebel sich die Marke so etabliert hat, dass das Konzept dass jeder wichtiger ist, dass ihr also austauschbar seid? Ja, wenn du jetzt Rebel machen würdest. Genau, ein Rebel-Tour. Mit neuen Comedians. Genau. Haben die doch schon gemacht oder nicht so? Ja, vereinzelt. Aber ich habe jetzt ein Extrembeispiel genannt. Das ist natürlich absurd, aber nur damit ich ein Verständnis dafür kriege. Was denkst du, wenn morgen nur noch Khalid ist bei Rebel? Ja. Khalid Bounoua ist der Einzige bei Rebel. Und alle anderen sind neu. Um sich rum. Aber es ist die neue Rebel-Tour. Ja. 2021 neue Rebel-Tour. Wir sind am Start. Es wird auch so vermarktet. Ja. Rebel-Comedy. Und dieser Name ist ja groß. Ja. Mhm. Denkst du, es läuft genauso? Genau, weil der Name groß ist. Ja, das ist krass. Das heißt, der Name ist schon so aber eine Marke. Aber es werden neue Fans sein. Es werden Fans sein, die nur von dem Namen gehört haben und nicht so into the game sind. Also keine Benicer-Fans. Nee, weil die werden sagen, ey, wo ist der? Ja, genau. Wegen dem mag ich das überhaupt. Aber ist das nicht so? Ja. Also guck mal, ich war ja schon bei zwei, drei Tour-Dates-Shows bei euch. Hast du ihm Hallo gesagt? Ja, ich habe Backstage den ersten Mal kennengelernt. Ja, genau, da haben wir uns das erste Mal gesehen. In Frankfurt. War nett? Genau, Stadion. Ja, der war nett. Okay. Erstmal kennengelernt, da hat mich noch Puh reingeholt und Khaled und so. Und dann haben wir uns Backstage kennengelernt. Und Stadion. Da war die Stadion-Tour. Boah. Und da saß ich ja da und da, ihr habt ja, ich war ja schon auf mehreren Shows, ne? Und da habe ich immer gesehen, da ist immer einer dazugekommen, einer weggegangen, einer dazugekommen. Hast du da gemerkt, dass die Leute sagen, ey, wegen dem sind jetzt mehr Leute gekommen? Oder wenn einer weggegangen ist, dass dann weniger Leute kamen? Boah, gute Frage. Nochmal. Also die Individuen, die manchmal bei einer Stadt das dabei sind oder nicht, ja.
Wirkt sich das auf die Ticketverkäufe aus? Merkt man das? Ah, heute sind 300 weniger da, weil Khalid nicht da ist. Ja, merkt das, man. Das sind 600 mehr, weil Benice da ist. Dazu muss man sagen, Rebell Comedy sagt nie vorher, wer an dem Abend da ist. Ne? Sehr schlau. Ja. Sehr gut. Oder sie wissen selber nicht, weil sie nicht wissen, wer kommt. Ja, genau. So Chaoten einfach. Keiner will mal gucken, wer heute kommt. Teilweise auch. Ja. Aber du hast zum Beispiel bei unserer letzten Tour war Enisa vielleicht bei einem Stopp nur. Und du hast nach jedem, du gehst ja raus, machst Fotos, du hast die Leute, die zu dir sagen, wo war sie? Ne? Wir sind wegen ihr gekommen. Du merkst das Feedback schon. Ah, okay. Ja. Dass vereinzelt Leute kommen, um einen zu sehen. So. Ja. Aber sind die dann enttäuscht und kommen nächstes Mal nicht mehr? Nee, die sind trotzdem zufrieden, aber die gehen dann zusätzlich zu einer Enisa Amani Show. Okay, aber man muss dann so abliefern, dass man diesen Fan nochmal gewinnt, genau. Gewinnt. Dass der sagt, Enisa war nicht da, aber es war trotzdem geil. Ja. Zum, guck mal, wenn er nur wegen Enisa Amani kommt, dann ist er sowieso schon mal in der falschen Show. Ne? Ah, okay. Dann hat er was falsch verstanden. Weil die spielt auch eigene Tour. Du kannst dir direkt ein Ticket für sie holen. Wenn du siehst schon, ey, das ist das komplette Ensemble und ich gehe dahin, ist das natürlich, gebe ich dem Fan recht, ist es enttäuschend, wenn der, für den er, durch den er das kennt, nicht da ist, ja. Aber er kriegt ja trotzdem eine vollwertige Show. Hm. Deswegen ist okay. So, du findest, wenn du einen einzigen sehen willst, musst du halt immer zur Solo-Show gehen. Ich gehe auch nicht zum Wu-Tang-Clan-Konzert. Und sag, ey, You God hat nur zwei Zeilen gerappt. Genau. Ich bin bei Method Man ein bisschen enttäuscht. Ja, genau. So. Wenn der nicht da ist. Ich habe aber jetzt eine Frage. Ja. Benice, da könntest du uns aufklären, damit wir so lernen, wie es in den hinter den Kulissen, was für die Leute interessant ist, abgeht in der deutschen Comedy-Szene. Rebel Comedy haben das Game revolutioniert, sagen wir mal so, und haben es ja nur durchs Internet. Ihr seid ja ein reines Internetphänomen. Genau. Reines, bis Stadionkünstler geworden. Das heißt, ihr habt in Stadien gespielt. Ja. Das heißt, wie Luke Mockridge, wie Kristall, ihr seid auf diesem Level, seid ihr angekommen, ohne Fernsehen. Wo sind die Produzenten? Wo ist die Rebels Comedy-Sendung? Warum kam da nicht ProSieben, RTL, Sat.1? So. Man muss dazu sagen, wo wir Stadion hatten, hatten wir schon WDR-Sendung. Ne? Genau. Das muss man dazu sagen. Okay. Dadurch haben wir auch viele kannten uns dadurch. Ne? Okay. Wenn nicht direkt durch WDR, dann durch die neuen Videos, die WDR produziert hat. Kam es so vor, ohne jetzt Namen zu nennen, dass große Sender oder große Produktionsfirmen kamen und gesagt haben, ey, wir sehen, ihr seid der neueste Scheiß, weil wie gesagt, es geht im Endeffekt um Zahlen, wir wollen euch. Ja, wir waren ja bei Universal zu der Zeit. Okay. Gerade zu dieser Stadionsache. Okay. Ja. Klar, da kommen Leute auf dich zu und wollen dann mit dir zusammenarbeiten. Wollen dir eine Sendung geben, zum Beispiel bei RTL. Genau. Genau, woran hapert es dann? Ja. Also bei uns hat es daran an vielen Sachen gehapert. Erstens mal waren wir schon, wir sind ja schon bei WDR. Genau. Da hat man auch einen laufenden Vertrag. Genau, nicht nur das, wir sind auch zufrieden. Die reden uns nicht rein. Ne, wir wissen wir haben ja schon einiges gesehen. Ah, vorhin zum Gespräch, okay, was wir vorhin hatten. Okay, aber denkt man dann nicht, jetzt nicht, dass ich sage, ey, ich bin Fan von Loyalität und dankbar sein, aber denkt man nicht, okay, RTL wäre aber der nächste Schritt, unsere Karriere auf ein neues Level zu heben, weil RTL hat eine größere Reichweite als WDR. Könnte dieser Gedanken nicht... Klar, den spielst du natürlich durch. Aber was musst du dafür wieder geben? Genau, du musst dir bewusst darüber sein, du bist ja auch auf einem neuen Spielfeld. Ja. RTL ist, du musst Einschaltquoten reinholen. Du musst Einschaltquoten, du bist abgesägert. Wenn du keine Einschaltquoten holst, bist du, da ist danach nichts mit... Ist nicht wie WDR, dass die so dich aufbauen. Krass, dass dann so lange Faisal Kawusi überlebt hat. Ja klar. Sat 1 auf einen guten... Sat 1 auf einen guten Sendeplatz, glaube ich. Aber ich mag so Humor, ich finde das gut. Ich begrüße sowas. Das heißt, da ist das so, dass man dann denkt, okay, RTL bringt uns das, aber ihr entscheidet dann und sagt, ey, nein, die werden uns reinreden, die machen aus uns das und das. Das heißt, es sind nie die optimalen Gegebenheiten, dass man sagt, ey, wir laufen mit denen. Nee, das war nie da. War nie das der war Fall. Nie. Das war immer, du konntest schon sehen, ah, okay. Also ich weiß es, ich wollte es nur für die Zuschauer oder die Zuhörer, dass die mitbekommen. Klar, seid ihr schon so groß, dass ich weiß, da kam schon A bis Y, kamen schon mehrere Leute. Ja, jetzt nicht alle durchweg, ne? Genau, das, genau. Es gab die ein oder anderen Angebote, aber viele wissen ja auch, ey, die sind beim WDR, brauchst du gar nicht anzusprechen. Und die haben halt ihre Community, die wissen am besten, wie die das bisher hierhin gemacht haben. Die können den Weg auch weiter bestimmen. Genau, bei euch ist es auch so, bei euch ist es ja auch so,
euch kann man jetzt auch nichts vom Pferd erzählen. Also man geht hin und zeigt euch jetzt, ja, wir können das und das und das und das machen, wir können eine Tour machen. Aber das habt ihr schon erreicht. Das habt ihr schon alle erreicht. Genau, also. wir sind jetzt auch keine 20, weißt du, wo du uns so Honig um den Mund schmieren kannst und wir denken, boah geil, das sind unsere ersten Fernsehauftritte. Hätte es auch vor 10 Jahren geklappt? Klar, auf jeden Fall, hundertprozentig. Also Anfang 20 hätte das bei jedem von uns geklappt. Du hast einfach noch nicht die Erfahrung, zu wenig gesehen. Und früher, ich weiß nicht, ob es bei euch nicht auch war so, du bist im Fernsehen. Du ja, bist klar. Shit. Ja. Du hast es geschafft. So, du bist im Fernsehen, wann wirst du jetzt Millionär? So, weißt du, was kommt schon im Fernsehen, es hat mir gar nichts gebracht. Ja, mir genau. Mir auch gar das nichts. Es ist nicht schlechter geworden, aber es hat sich nichts verändert. Schau mal bei Tabaluga. Das ist Cheyenne? Ja. Peter Maffay. Aber wie alt warst du da? Ich glaube, vor 3 Monaten. 8 oder 9. Hat man nicht gesehen? Ja. So ich hässlich hab, wie ich habe mitgemacht, an so, wo ich gelaufen bin, so gestoppt. Wer ist das denn nochmal? Meinte 1, 2 oder 3? Der meint 1, 2 oder 3, glaube ich. Nein, Tabaluga. Da musste ich so Felder durchgehen, wenn ich. Okay. Diese, ich war immer gesehen. Weiß. Da war ich schon zu alt. Ja, da war ich schon mal. Beim ZDF war das, glaube ich. Mhm. Krass. Hab ich mitgemacht. Ja, und, und da war schon klar. Deswegen, da war schon klar, ich bin Star. Du bist ein Star. Ja, das ist es dann. Das ist halt jetzt das Gute. Das bedeutet, diese Fehler werden schwer sein. Also es wird schwer sein, dass ihr in so eine Falle reintappt. Ja, wir machen andere Fehler. Ja. So Fehler, die wir noch nicht gesehen haben, die machen wir auf jeden Fall. Genau. Ja, aber man kann halt, das ist halt das Schwierige. Der Sender nimmt dich wegen deinen Zahlen und der wird dich nie so lassen, wie du bist. Der will immer... Nee, genau. Weil er meint, seine Erfahrungen sind der Shit. Weil ich bin seit 1972 Chef hier beim ZDF. Genau, ich habe schon so viele groß gemacht. Du kannst mir nichts Neues erzählen, nur weil du da gerade ein bisschen Reichweite aufgebaut hast. Ja, du bist der Hund von denen. Obwohl das der neue Weg ist. Eigentlich sind diese Leute, die lieber nehmen. Das Fernsehen. Er hätte deine Leute niemals erreicht. Niemals. Nie. Er hätte machen können, was er will. Aber das sieht er nicht. Genau, und da ist auch der Fehler. Ja. Du hast die doch rangezogen. Ja. Wer sollte die anders weiterführen als du? Ja, eben. Ja. Dann kannst du nicht zu mir sagen, ja, aber das System ist seit 72 bewährt. Ja. Er denkt sich, sind doch im Endeffekt auch nur Menschen. Ja, ja. Die funktionieren alle gleich. Die kochen auch nur mit Wasser. Genau. Jetzt habe ich auch eine Frage. Wo sieht sich Benice in 5 Jahren dann? Boah, gute Frage. Ich habe eigentlich nie so einen richtigen Langzeitplan, aber auf jeden Fall noch eine Tour zu spielen und dann mal gucken, wohin die Reise geht. Ne? So, videotechnisch will ich natürlich ein bisschen mehr machen, was so Darsteller angeht, vor der Kamera, weil das gerade mal so ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu kurz gekommen, denke ich. Aber weiter, was ich bisher gemacht habe. Was mit Podcast? Auch. Ja? Kommt einer? Ja, wir planen gerade. Ja. Aber so marokkanisches Plan oder deutsches Plan? Deutsches Plan. Also so mit Meetingraum? Du weißt, warum du diese Frage stellst. Nee, leider nicht. Die planen wahrscheinlich seit 9 Monaten. Genau. Ey, wann machen wir? Ja, wir machen jetzt. Ja, lass mal machen. Ja, wir haben sogar gerade Corona-Zeit, wo ich Zeit ohne Ende habe. Wir haben schon 3 Stück sogar aufgenommen. Nein! Und immer wieder rejected. Es hapert dann daran, das ganze Material sichten, da schneiden und dann vergehen 3-4 Wochen und dann, nichts gemacht. Wollt ihr auch direkt mit Videopodcasting machen? Ja. Ja, finde ich sehr gut. Ja, direkt. Gut. Beides. Gibt dann Props, dass ihr das von uns abgeguckt habt. Ja, klar, genau. voll. Ja. Gibt Credits. So, gibt Hack. Ja, das wird denn das neueste Ding. Ich finde, das ist auch die beste Möglichkeit, mit deinen Fans eine Bindung aufzubauen. Deswegen, dass wie ihr gesagt habt, weil manchmal denken wir echt darüber nach. Also wir unterhalten uns, also bei mir nicht, weil ich habe ja meine Zahlen sind eh anders, aber wir fragen uns echt, wie kann er mit Straßendebüts, der hat immer so eine Millionen Reichweite, aber mit dem Podcast ist das nicht. Und dann hat er gesagt irgendwann, diese Leute, die sich die Straßendebüts gucken, das sind nicht meine Fans. Ja. Das sind irgendwelche Schaulustigen. Ja, stimmt. Der so, und hier, das sind meine Fans. Ja, die mögen mich. Ja, die ja. lieben mich. Bei den Straßendebüts, wenn ich das so runterbrechen müsste, würde ich sagen, 30% meiner Aufrufe, das sind Fans. Ja, und das auch, sind die hier dann sind. Die dann auch, ich denke mal so 20% sind dann hier auch drin und 10% sind hassen so, mich einfach und sagen, komm nicht mit. Aber ich sehe es ja. Bringe ich jetzt ein anderes Format raus, habe ich so 70.000, 80.000 Aufrufe innerhalb 2 Tage und das ist schon für mein Verhältnis krass. Flop. Also das ist Flop. Das Invincible von Michael Jackson. Das ist mein Bad. Ja. So, das ist Flop. Mache ich in Straßen-News, habe ich innerhalb einen Tag 300.000, 400.000 Minimum. Ja. Und dann denke ich mir, hä? Und ich habe das erstmal nicht gecheckt. Und dann, als der Podcast immer größer geworden ist, da habe ich gemerkt, die Nachrichten
die ich bekomme, sind anders. Ich krieg beim Straßenvideos, ey, mach mal nochmal ein Video, ey, mach mal nochmal so ein Typen. Ja. Ey, geh nochmal nach Frankfurt. Ich schwöre, das ist original so. Ja. So, mach mal das, lach mal so, ob ich so ein Affe werde. Ja, genau. Es ist Hamza wie leicht. Ja. Genau. Das sind diese Fans. Sag mal bitte, hallo Leute. Ja, genau. Ja. Das ist ultra oberflächlich. Ja. Und beim Podcast ist so, ey, Schein, ich hab gesehen, du hast mal gesagt, du hast Schlafprobleme. Hier hast du nochmal 6 Schlafprobleme. Ja, so nach. Und ihr habt mir echt geholfen. Ich wollte eigentlich heiraten, wollten 700 Millionen Euro ausgeben. Aber durch euren Podcast habe ich gesehen, dass der AIDS-kranke Nizar recht hatte. Und er hat recht. Das wäre so geil, wenn wir das jetzt etablieren, dass ich einfach HIV-positiv bin. Boah. Dass alle so denken, dass irgendwann mein Vater mich anruft und sagt, ey, Sahbi, die Leute sagen, dass du AIDS hast. Ja, an der Casino. So, das wäre so krass. Ey. Weil die können das ja auch nicht differenzieren, so, weil die haben keinen Ironiefilter. Ja. Die wissen das nicht. Cool wäre, wenn du noch damit prahlen würdest. Ja, so. Ey, wie Magic Johnson. Ja, ich hab AIDS. Genau, wie Magic Johnson. Ja, und ich hau auf jeden Fall einen AIDS-Link rein, dass man dafür immer Donation. Spenden soll. Donation, ja klar, weil das hebelt das ja wieder auf. Ja, genau. Dann sind wir korrekt. Genau. Ja, und das ist halt, zum Beispiel, man hat auch damals immer gesehen, dass es gibt zum Beispiel Comedians, die haben 20.000 Follower auf Insta, aber der macht trotzdem 2.000 Hallen voll. Ja. Weil diese 20.000 Follower echt sind. Fast alle Tickets. Ja, das sind seine Fans. Und das ist Erfolg, finde ich. Ja. Das ist Erfolg. Ja, beides ist Erfolg. Guck mal, heutzutage ist halt das Traurige oder das Gute auch auf der anderen Seite ist, die Künstler verdienen auch durch Klicks und Streamings. Ja. Ja. Das Gute daran ist, der Künstler kriegt wenigstens ein bisschen Kohle. Das Schlechte ist, außer wir. Ja. Das Schlechte ist, es kann auch ein 11-Jähriger auf Play drücken. Es kann auch jemand den Account von seinen Eltern. Ah, ja. Bunny, Alter. Das ist das Problem. Ja. Und dieser 11-Jährige, der wird sein Taschengeld nicht dafür ausgeben, ein Ticket von dir zu kaufen oder eine CD zu kaufen. Mann. Ja, aber es verändert, was gut ist, was Hype ist. Weil der 11-Jährige, der hat jetzt eine Meinung. Der bestimmt mit, was erfolgreich wird. Genau. Mhm. Früher hat der 11-Jährige nicht bestimmt, sondern das. Aber er hat ja nur für 2 Tage eine Meinung. Ja. Dann ist die Meinung immer anders. Manchmal hat er den Spotify-Account. Ja, genau, der hat nur 2 Tage eine Meinung. Ja. Genau, weil er findet dich jetzt cool als 11-Jähriger. Und wenn er 14 ist, hört er dich nicht mehr. Aber der spreadet seine. Da muss nur einer was anderes gegen dich sagen. Ja, und dann bist du genau, weil auf dem Schulhof alle sagen, ey, der ist. Genau. Aber der spreadet seine kindische Meinung durch das ganze Internet. Der Bastard. Und du denkst der kleine Bastard. Schreib die mal rein! Alle, dein Vater muss sich einsperren. Genau, der soll dir seinen scheiß Spotify wegnehmen, Alter. Es ist sein Account, du hast nicht mal ein Bankkonto. Alter, der verteilt das, die verändern, was Erfolg ist, Alter. Es haben teilweise Leute, sind so krasse, in Musik spiegelt sich das am heftigsten wieder. Ja, da siehst du es. Es sind krasse Musiker, er ist damit seine Gitarre seit 13 Jahren, hat jeden Akkord gelernt. Der spielt den Blues wie B.B. King. Hammer, der hat sich die Finger wund gespielt. Blutet keinen Bissen. Er arbeitet ein Jahr an einem Song, da kommt jemand anders von der Seite, macht Autotune an. Ciao. Er ist Platz 1 bei Platin. Ja, genau. Ja. Und das ändert halt so die Meinung. Ist cool für den Künstler, er verdient schneller was so, aber scheiße für das gesamte, also für den Geschmack. Ich habe ein neues Mindset, so wie manche andere jetzt. Ich habe mich neu gefunden. Ja, cool. Ich finde Snitching cool. Ja. Also ich würde jeden verraten jetzt. Also jeden. Auch dich, ihn, 31er, meinen eigenen Vater. Ja, kommt drauf an, was kriegst du? Ja, so Hauptsache, man ist mit der Polizei cool. Ja. Weil die sind meine Freunde. Ja, ich mag die. Und da habe ich letztens ein Bild mit denen gepostet auf Instagram, ne? Jetzt wirklich? Ja, das Bild stimmt. Ja, okay. Das Bild stimmt. Also, ich wurde am Flughafen rausgeholt von 2 Polizisten. Ja. Und die haben meinen Ausweis kontrolliert und dann haben gesagt, kommen Sie mal mit. Und ich dachte, jetzt kommt's. Dann kamen die um die Ecke und haben gesagt, ey, wir sind Riesenfans, können wir Bilder machen. Na, gerne. Dann habe ich gesagt, okay. Dann hab ich gesagt, darf ich das Bild posten? Dann haben die gemeint, ja, aber mach mal bitte unsere Gesichter weg, weil wir im Dienst sind. Ja. Dann habe ich das gepostet, hab geschrieben, meine Brüder, und hab immer die Polizei Frankfurt markiert. Ne? So. Es gibt eigentlich eine gewisse Anzahl, die mir immer antworten. Also den folge ich auch, meine Freunde. Ja. Keiner hat auf das Bild geantwortet. Ja. Mir haben dann so 13-Jährige oder 12-Jährige geschrieben. Kleine Scheiße. So. Du 31er, boah. ACAB. Guck mal, wie die so indoktriniert worden sind mit so Mist. Ja, genau, die haben gar keine Probleme mit der Polizei. Die haben nichts mit der Polizei zu tun. Und dann habe ich geschrieben, hey, das sind meine Brüder, Respekt.
So mit Herz. Die sagt, ah, sowas unter solche Bastarde unterstützt du. Schreibt mir ein 15-jähriges Mädchen, die heißt irgendwie, keine Ahnung, FFM. Mhm. Irgendwas mit Name FFM. Dann denke ich mir, ey, guck mal, wie krass, die verstehen die Ironie gar nicht dahinter. Ja. Auch wenn es dann auch stimmen würde, dass die so überhaupt denken. Genau, weil die haben die das Mindset ja von jemandem gekriegt. Das ist krass. Die übernehmen das einfach. Das ist gefährlich sogar. Ja, das ist nicht nur krass. Das ist gefährlich, das ist, ja. Ja klar, das ist Meinungsmache. Genauso kannst du ja gegen nicht nur gegen Polizisten, sondern gegen eine bestimmte Ethnie genauso hetzen. Ja. Ja. Das ist halt das Wie Punkt. Ich gegen Iraner zum Beispiel. Genau. Ja, ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn du das machst. Gar nichts. Ich würde ja gerne über Tunesien was sagen, aber die 12, die hier sind, die kann man immer nicht und angreifen. Unter uns sind 8 meine Geschwister. Genau. Du findest 4 andere. Ganz die werden sich und der andere ist noch halber Tunesier nur. Ja. Der ist tiefgründig, mein Freund. Ja. Aber diese Meinungsmache ist halt auch gefährlich, gerade bei so Jüngeren. Ja, ja, ne? Weil die entwickeln etwas, was falsch ist auch. Ja, für mich. Ich habe eine Frage. Ja. Warum hat jeder Comedian den Drang, auf seiner Show eine Message mitzugeben? Was ist das? Wo kommt damit das her? Damit du nicht nur der Clown an dem Abend warst, glaube ich. Ah, ja, guck mal, ich bin aber zum Beispiel. Jetzt macht's einen Sinn. Genau. Aber ich bin zum Beispiel. Er will so runter von der Bühne. Nee, ich habe ja dieses Selbstbewusstsein. Ja. Ich habe da kein Problem. Ich will nur der Clown sein. Und ich bin auch zu cool, ich bin cool damit. Ja, so. Ja, dann holst du dir das dann woanders. Genau, ich du holst dir das dann hier im Podcast. Genau, holst du dir. Ich rede gerne über tiefgründige Sachen. Ich bin jetzt auch nicht nur kaputt, aber ich bin gerne nur der Clown. Ja. Ich will, dass der kommt, ja, aber seine Sorgen vergisst. Nimm mal nur den Clown. Du hättest jetzt das hier nicht. Du hättest keinen Podcast. Du hättest sonst nichts, wo du deine Meinung kundtust. Nee, dann willst du reduziert werden auf eine Einzige, weil niemand dann ist endlich, nur witzig. Dann endlich wie Michael Myers. Witzig. Gezwungenermaßen nimmt witzig traurig mit sich. Ja. Die sind beide da. Ja, auch auf der Bühne, je mehr, guck mal, vor einem Jahr, 12 Monate ist nichts, habe ich doch gesagt, niemals würde ich das auf der Bühne sagen, das ist viel zu privat. Ja. Jetzt sage ich manchmal Sachen auf der Bühne, da sage ich, boah, das ist schon so ein Einblick in meine Seele, warum mache ich das? Ja. Aber ich fühle mich gut dabei, das heißt, du machst eine Entwicklung. Ja, wer weiß, vielleicht weine ich in einem Jahr auf der Bühne, Kann Alter. Sein. Ey, ja, ich muss mal kurz reingrätschen. Ja. Apropos lustig in der Comedy-Szene. Scheiße. Jetzt kommt meine Frage, die er vor 20 Minuten aufgeschrieben hat. Der ist so behindert, der Junge. Findest du wirklich deine ehrliche Meinung? Ja. Wir sind ja unter uns, wir können ja reden. Bekommt ja keiner mit. Wir haben ja nicht viele Zuschauer. Mit. Wir haben ja nur die Korpsmolester, die gerne. Oh, gib mir bitte vorher was zu trinken. Ja, ich bin bereit. Dafür brauchst du was zu trinken, ja. Okay. Weil die Frage ist. Das wird dich vertrocknen. Ja, die ist. Innen wie außen. Die Frage ist Mob Deep. Ja, die ist Mob Deep, Dog. Mob Deep, Out of Control, bester Song. Guck, wie er Mob Deep kennt mit Auto Controller. Warum kennt er die überhaupt? So. Ja. Okay, lustig. Findest du, es gibt lustige deutsche Comedians? Diese Antwort! Hey, das ist so krass. Ja. Ich hab jetzt fest damit gerechnet. Hey, natürlich, was denkst natürlich, du? Natürlich, ich habe viele Kollegen, die sind lustig. Der so, als ob der gefragt hätte, ey. Denkst du, es gibt eine Schlange mit 4 Beinen? Und du denkst dann so. Ja, guck, ich versuche seine Frage erstmal zu verstehen. Ja. Das bezieht sich nur auf den Verständnis der Frage. Vielleicht hat er eine Philosophie, warum die Schlange 4 Beine hat. Weißt du? Ja, genau, genau. Ja. Deswegen sage ich auch extra, deutsche, lustige Comedians. Ja, je nachdem, was du als Comedians nennst. Ich glaub, Stand-up-Comedians. Alle, die Stand-up machen. Ja, genau, was du als Stand-up siehst. Ich glaube, Volker Pispers zum Beispiel. Ist bombastisch. Ist Deutscher und ist. Vielleicht der also ich meine jetzt nicht den ethnischen Background Deutsch, ne? Ah, okay. Ach, also du bist ja auch ein deutscher Stand-Up. Deutschsprachige. Ja, deutschsprachige. Ja, klar, natürlich, gibt's. Ich lache mich zwar, weil ich selber mache, lache ich mich jetzt nicht vom Stuhl, so, ne? Aber zum Beispiel Özcan war ich 6-mal in der gleichen Show. Beim 6-mal musste ich immer noch lachen. Nicht an allen Stellen jetzt, aber es gibt bestimmte Stellen, da muss ich einfach mich kaputt lachen. Ich kann nicht mehr. Dann frage ich mal anders. Ja. Schämst du dich für manche Comedians? Oder denkst du, es gibt mehr als 10 Lustige? Ich denke, es gibt mehr als 10 Lustige. Okay. Schämst du dich für manche, wo du sagst, boah, mein Gott, warum hat dieser Mensch jetzt Erfolg? Also nicht, weil du missgönnst, sondern sagst, ey, das ist so schlecht. Nee, Erfolg kann ich immer respektieren. Ja. Aber wenn jemand auf die Nase fällt und hat wirklich scheiß Gags gemacht, dann ich schäme. Lachst du? Ich lache, ja. Ja, ich da gibt's doch die. Guck mal. Nee, hab ich doch schon mal erzählt, aber jetzt ist gut, dass der hier ist. Dann könnt ihr direkt die Live-Reaktion mitbekommen. Benicer war bei meinem ersten Auftritt dabei. Wo du gefloppt bist? Ja, der hat mich angesagt, der hat mich anmoderiert. Und dann komme ich von der Bühne
ich bin am Ende. Ich will einfach sterben, dieses Gefühl. Ich komme, da habe ich erzählt, ich komme so, ey, grinst so. Und er so, ey, das war dein erster Auftritt, ne? Und ich so, ja, warum lügst du? Ey, warte mal kurz. Dann lacht, er guckt mich, guck mal, ich bin Backstage. Also es ist kein Scherz, weil die Leute kennen mich immer so als Frohnatur, ne? Ich war so Backstage richtig am Ende. Meine Freunde, Farid damals, ja, ey, Volker manchmal, die waren mich so am Trösten und er ist so gegenüber, guckt mich so alle paar Sekunden an so und macht noch so, Bruder, sorry, dass ich lachen muss, aber ich liebe es einfach, wenn ein anderer bombt, das sagt er. Ist das, erfüllt dich das? Nein. Doch, ja, das doch. Hast du da gesagt. Es erfüllt mich. Man muss auf der anderen Seite sagen. Hey. Ich würde das nicht. Boah, was für ein Asozialer. Nein, ey. Das und dann sagen die Leute, ich bin der Asozialer. Guck mal, das ist klar. Bruder, ich war traurig, der kommt, kannst du bestätigen. Ja. So am Ende, er hat nicht einmal so gesagt, Bruder, das ist, er hat geguckt und immer gelacht. Das Einzige, was er gemacht hat zwischen den Lachern, ist sich so pseudentschuldigen. Bruder, sorry, aber ich muss einfach lachen, das ist zu geil. Ey. Das ist der nette Beneißer, halt. Zwei das Sachen. Das ist was für ein Arschloch. Ja, zwei Sachen, guck mal. Der Arm ist noch AIDS-krank. Genau. No. Ja. Nizar und ich kennen uns vor Rebel Comedy. Ja. Ich kenne ihn richtig, wirklich sehr, sehr, sehr lange. Ja. Ne? Von Musikzeiten. Ja, ja, und die andere Zeit muss auch noch erwähnen. Ja. Die Nachfriedzeit. Genau, die Nachfriedzeit. Er ist also ein enger, vertrauter Mit-Entertainer. Ja. Ne? Wir haben keine Dings mehr. Ich sag dir nichts, du sagst mir nichts. Ja, ja. Ne? Er geht auf die Bühne. Ich frage ihn vorher, bevor er auf die Bühne geht, weil ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich kenne ihn aus Dingszeiten. Ich kenne ihn aus Musikzeiten. Beide. Wir beide, beide waren Musiker. Okay. Ey, ist das dein erster Auftritt? Ich habe schon 20 Auftritte gehabt. Ja, die sind dieser Art. Genau, sagt er zu mir. Weil ich mache das mit links. Weil sonst hätte ich ihm sagen können, er war bei meinem Publikum, sonst hätte ich ihm sagen können, ey, guck mal, das und das und das funktioniert bei diesem Publikum nicht jetzt. Ach, Junge, ey, das ist mein so und so wieder Auftritt. Und weißt du warum? Wegen Schein. Ich konnte ja Schein nicht reinhauen, weil der Schein hat mich da reingebracht. Ja. Gruß an Schein. Und Schein meinte zu mir, aber er meint es ja nicht böse, er wollte mir was gut. Ich habe dich in eine renommierte Sendung gebracht, also eine renommierte Show. Show. Ja. Du darfst nicht sagen, dass dein erster Auftritt ist. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, so arrogant war ich noch. Ich wollte das sogar sagen, weil ich dachte, das mache ich so, Junge. Ja. Und dann er so, nein, weil die haben dich nur, er meint doch Hakim und hat dich nur angenommen, weil ich gesagt habe, du hast schon 100 Auftritte. Ich kenne dich ja. Ich hätte dich auf die Bühne gelassen, wenn du null Auftritte weil ich weiß, du standest schon auf Bühnen. Ja. Du bist Bühne ist dir nicht neu, ja. Aber Stand-up ist dir neu. Oh. Das Ding ist, er ist reingekommen mit Vanilleeis. Laut, ja. Tanzend, sein Aufgang war, Alter, da James Brown. Yeah. So, was jetzt kommen wird, wird alles zerstören. Und dann hört die Musik auf. Und da war Stille. Und dann konntest du so eine Nadel fallen lassen. Und die Nadel hätte so gemacht. Bedoong! Und das Schlimme ist, wenn der dabei gewesen wäre, dann hätte er auch gelacht. Ja, vorbei. Alle hätten sich gedacht, was für eine Stange ist gerade runtergefallen, Bruder. Von Skala 1 bis 10. Genau. Von Skala 1 bis 10 hast du. Ist 1 das Beste oder nein, ist 1 das Schlechteste? Minus 6. Nein, das war so eine 3 vielleicht. Nein, ja. Nein, er hatte so zwei gute Lacher und der Rest war, er weiß nicht, was er gerade tut. Boah, ich bin gestorben. Wie lange ist er aufgetreten? 7 Minuten? 7 bis 11? Irgendwas. 2 Lacher oder ungefähr 15 Sekunden, also 6. Ja, 6, Bruder, 30, weißt du, wie lange das ist? Weißt du, wie lange das ist? Ey, guck mal, nur ein Stand-Up-Comedian kann nachvollziehen, was Albert Einstein meinte mit Zeit ist relativ. Ja! All auf der Bühne, ich schwör's, auf der Bühne ist anders. Du hörst das Tacken von der Uhr. Ja. Genau, auf der Bühne ist anders, ganz andere Zeit. Ich hab mich ausgelacht, obwohl er sagt, wir kennen uns 20 Jahre. Schade, dass ich wäre gerne dabei gewesen. Ich muss einfach lachen, weil ich konnte das nachvollziehen einfach. Ja. Ey, du hast dich ergötzt an meinem Leid! Nein, aber ich kenne das mit dir gelacht. Weil das ist, die beste Medizin. Alter, was ist denn passiert? Du bist da hingegangen, Witze haben nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Aber für dich war es hart. Ich habe auch gemerkt, so, okay, es trifft ihn gerade persönlich. War wirklich krass. Weißt, genau. Hab ich richtig getroffen. Ich weiß, ich war schon oft dabei. Dabei ist eine Lappalie. Ich freue mich über schlechte Auftritte. Weißt du, wenn ich einen schlechten Auftritt hatte, dann gehe ich nach Hause, dann arbeite ich daran. Dann denke ich mir, woran hat es gelegen? Okay, ich bin mit Vanilleeis reingekommen. Alter, guck mal, wo ich angesetzt habe. Demnächst komme ich bin ja so reingegangen. So. Genau. Demnächst schraube ich die Erwartungen nicht so hoch. Weißt du, was ich meine? Ich schraube die runter und dann kommen meine Gags und überraschen die Leute. Wo kann ich dran arbeiten? Das mache ich. Und wenn ich einen guten Auftritt hatte, weißt du, was ich mache? Ich klopfe mir auf die Schulter, mache gar nichts mehr. Daran lerne ich nicht. Sondern ich gehe nach Hause und denke, ich bin's. So, weißt du? Wenn der einen guten Auftritt macht, dann noch eine Aftershow-Party. Er macht doch.
Siehst du. Und das hilft dir einfach am besten. Aber seine Bombenauftritte sind die lustigsten aller Zeiten. Ja, ne? Ja, ja, ich war auch schon bei einem dabei, da habe ich Tränen gelacht. Weil der einfach lustig ist in dem Moment. So lustig. Ich kann mich manchmal nicht zusammenreißen. Wir haben ein Video aufgenommen. Wir haben mal ein Video aufgenommen. Es ist nie rausgekommen, ja, weil ich nie in der Rolle bleiben konnte. Ja. Ich musste die ganze Zeit lachen. Also, auch auf der Fahrt hierhin und auch heute durch den Podcast durch. Wenn ich ihn treffe, muss ich richtig lachen. Ja, aber ich muss immer deswegen ist für mich ist nicht die Frage, wenn er einen schlechten Auftritt hat und ich lache darüber, heißt das nicht, ha, du bist nicht witzig, sondern du bist einer der witzigsten Menschen, die ich kenne. Ja, ja. Du hast es ja nicht verloren. Na. Aber was hast du da gerade gemacht? Nein, sei ehrlich, du hast gelacht, weil du das geil findest. Diese Blamage, Bruder, ich bin gestorben. Es ist für mich witziger bei Stand-Up-Comedy, und wenn ich Stand-Up-Comedy gucke, ist für mich witziger, wenn der Witz nicht funktioniert, als wenn der funktioniert. Wenn der funktioniert, kann ich den technisch nachvollziehen. Ich weiß, warum der funktioniert hat. Und das ist so, cool. Coole Idee. Hast du mir nicht erzählt? Das hast du mir in dem Abend, glaube ich, auch erzählt. Das ist so ein Restaurant, ich bin da auch mal aufgetreten, habe auch gerade in Köln gehabt. Da meinst du, du warst mit allen Rebel-Jungs. Ja. Eine nach dem anderen ist gestorben und ihr hattet den Spaß eures Lebens, weil sich jeder miteinander kaputt gelacht hat. Hey. Und der als nächster dran war, da hat man richtig Schaden. Freund, der Dicke musst gleich dran. Weil der hatte dich davor richtig ausgelacht. Ja. Und jetzt ist der dran. Und du siehst, der kommt dran. Und das Erste, was er macht, ist der hier. Dieses Schlucken. Weißt du? Okay, die Spucke hat gerade deinen Mund verlassen. Jetzt bist du dran. Kennt ihr das, wenn euer Magen leer ist? Aber ey, ich schwöre dir, dieses Mindset, was du mir da erzählt hast, hat mir geholfen. Weil ich sag dir warum. Ich bin ein paar Monate später wirklich in diesem Restaurant aufgetreten. Ja. Da machen die keine Comedy mehr. Da war Amjad mit seiner Agentur, S2. Da war Amjad, Lukas Wandke, glaube ich. Lukas Wandke und noch so ein. Das ganze Team war da. Und die sind aufgetreten in diesem Restaurant, ne? Ich war nur so als Gast, ich habe mich mit Amjad getroffen und ich saß da und einer nach dem anderen ist gebombt, weil die Leute waren am Essen, ne? Und ich habe mich so richtig kaputt gelacht. Und dann kam Amjad irgendwann runter und der so, du bist so ein Dreckiger, und hat mich so beleidigt von oben unten, lacht sich kaputt, geh doch selber auf die Bühne. Aber ich war so gut drauf, wegen dem, was wir jetzt erzählt haben, habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe auf die Bühne. Und der so, nein, ich so, doch. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen, ich bin auch gebombt, aber ich hatte Spaß. Genau. Weil ich so kack drauf war. Dein Ding ist nicht runtergegangen. Ja, genau so, mir war das so komplett. Guck mal, es gibt nichts, was ich schlimmer finde, als ich hatte einen scheiß Auftritt und jetzt kommen andere Comedians zu mir und sagen, ey, mach dir nichts draus. Ist nicht so schlimm, nächstes Mal. Also ganz schnell zur Seite mit dem. Alter, dann lieber komm, lach mich auf. Ja, genau. Ich weiß, wo beleidige ich meine Mutter, beleidige meinen Vater, aber sag nicht, nächstes Mal wird schon. Genau. Aber was ist bei dir, was sich entwickelt hat, dass du letztens zu Costa gesagt hast, ey Costa, bitte, wenn offene Bühnen sind, ich will kommen, weil ich will diese Leute, die bomben, ich will. Weil, warum findest du ich sag dir warum, ich kann das genau beschreiben. Guck mal, wenn der bombt, das ist ja mein Bruder, das ist ja mein Freund. Dann lache ich nicht, weil er gerade bombt. Ja. Aber sein Verhalten, seine Augen, sein Wesen und seine Haltung. Schlucken. Von dieses, hey Leute, zu dem... Und dann so ein Witz und dann die Hoffnung, hoffentlich der nächste, der wird. Und diese Blicke und dann diese verzweifelten Blicke zu mir und guckt auf die Zeit. Ey, das ist doch ultra witzig. Ey, das ist witzig. Weil du weißt, an der Stelle hast du gerade ein Lacher erwartet. Ja, du hast erwartet, was kommt. Aber wie kann man das lustiger finden als... Oh, schon wieder. Wie kann man das lustiger finden als ein... resoliden Stand-Up-Auftritt, weil der soll dich ja eigentlich nein, so lachen. Hey, weil der Witz ist einfach echter. Guck mal, du rechnest mit, bei Witze sind ja, du rechnest mit etwas, aber was anderes passiert. Deswegen lachen wir ja. Ja, und du wirst nervöser, man merkt, du rennst schneller. Plötzlich, du hast ja so einen Flow, am Anfang kommst du erstmal so rein. Ich weiß, dass der Leute, weil du so auch gerade rein. Du kommst auch gerade rein und sagst so, hey Leute, woher kommst du? Aha, okay, alles klar, wie heißt du? Aha, alles klar, und wie ist das? Der erste Witz bockt dich. Und plötzlich kommst du erstmal so ein bisschen runter. Ja! Und dann der zweite das Bremse. Und der zweite, da kommst du wieder runter. Und dann irgendwann ändert sich dein Tempo. Und dann wird das Set noch runterspielen. Ja. Und dein Charakter ändert sich auch. Du denkst, du kannst die Zeit vorstellen. Ja! Und dann versuchst du gar kein Lachen mehr reinzulassen. Nee, du versuchst einfach. Du willst nur von der Bühne runter. Ja! Ich liefere jetzt ab, was ich versprochen habe. Und dann gehe ich. So, das denkst du.
Aber es funktioniert genau wie ein Witz. Wie der, guck mal, dieser Jim Carrey-Witz, den wir im Auto hatten. Jim Carrey sagt, hey, ich habe Haare aufgesehen zu Robin Williams. Robin Williams, bla bla. Du erwartest, dass er denen jetzt Props gibt, aber er sagt, I can do that. Er sagt genau das Gegenteil. Yeah. Und das passiert in Echtzeit, ohne dass das jemand geschrieben hat. Du siehst, der Comedian, der erwartet jetzt, er steht da so schon, er erwartet, dass hier ein Lacher reingelegt wird. Yeah. Aber die Leute gehen einfach dran vorbei. Ja, und das Geile ist, wenn der beim der steht immer noch da so. Das Geile ist, wenn der bei Bombe... Seine Seele verlässt seinen Körper. Yeah, yeah. Wenn er so sieht, wie ich bombe, dann sagt er nach, Bruder, nachdem dieser dritte Gag nicht funktioniert hat, deine ganze Haltung hat sich geändert. Genau. Das ist witzig, hat sich schon. Aber du sagst wirklich, was passiert. Deine Seele verlässt deinen Körper. Das sieht man auch. Du stehst da. Das sieht man. Genau. Dein Körper steht da, du selber stehst daneben, du kriegst diesen Auftritt als du, kriegst du diesen Auftritt auch nochmal mit. Die Seele steigt auf. Ich schäme mich sogar unten. Ja, die Seele verlässt deinen Körper und guckt dich an und sagt, Bruder, du hast verkackt. Genau. Weißt du, was Geilste ist? Nein, vielleicht kann ich das noch retten, indem ich schnell erzähle. Ja. Was es noch schlimmer macht. Was ist noch und der macht es ja richtig, der kann ja richtig schnell reden. Und ich sitze dann unten teilweise und guck mal, das ist ja mein Freund, mein Bruder, ich will ihn ja unterstützen, aber dann muss ich irgendwann mir selber eingestehen, ey, der Arm. Nein. Das geht jetzt gerade in die ganz andere Richtung. Und deswegen würde ich gerne zu Newcomer-Auftritten gehen, um das immer zu sehen. Ja. Mir ist egal, ob die lustig sind oder nicht, ich will nur, dass die bomben. Ey, das haben aber lachst du dann so mit dieser Scheine? Ja, ich lach. Ja, ey, bitte lass doch Frankfurt zu diesen Leuten. Ja, ich habe mit denen schon geschrieben. Ja. Boah, ey. Ja, du musst das aber auch verkraften können als Comedian. Wenn aber ich finde das witzig. Ich gebe denen aber auch Props. Ich auch. Ich gebe denen Props und sage, ey, du bist geil gebombt, Bruder. Ja. Aber ey, du hast auch die Erlaubnis, das bei mir zu machen. Verstehst du? Ich mach's, aber ich würde niemals. Nee, du bist schon zu gut. Aber ich du war bist ja, so professionell. Selbst wenn es ernst gemeint ist, ich war ja nie so. Ich habe auch schlechte Auftritte gehabt. Doch, das ist wirklich ernst gemeint. Du bist einer der besten Stand-Up in Deutschland. Ja, 100%. Nee, das ist auch meine Meinung. Ja, jeder ja, wirklich. Für mich ist es halt so, für mich sind es andere. Natürlich, du bombst weil ich nicht mehr. Das macht keinen Spaß. Ja, du bombst nicht mehr. Aber ich deswegen gehe ich gerne zu dem. Ich habe hart gebombt. Ich habe hart gebombt schon. Deswegen gehe ich gerne zu dem, da kommt doch mein Schwein. Das ist geil. Ey, diese Aussage von deinem Freund, deswegen gehe ich manchmal gerne zu dieser, weil der kommt noch so, der kommt mit Angst an und sagt, ja, bei dir macht keinen Spaß, du bombst nicht mehr. Und dann, deswegen gehe ich gerne zu dem, der kommt noch mal Schwein. Er ist viel schlimmer als ich. Ja. Viel schlimmer. Ey, Vanni, du weißt nicht, wie du mich angeguckt hast und gelacht. Du hast vor Scham dich mehrmals, weil du immer so, viermal ist das heute so. Ey, Bruder, sorry, das klappt. Ey, ich hatte die ganze Zeit Vanille-Eis vor mir, so wie du da raufgekommen bist. So am Tanzen, so. Ich so, okay, was kommt jetzt? Ich so, shit, okay, wie rettet der das jetzt? Du hast das hammerwitzig gemacht, durch das ganze Ding durch, aber nur nicht gewollt. Hast du dir ein Set aufgeschrieben oder ein Freestyle? Nee, ich habe nur so ein paar Sachen im Kopf gehabt und so. Wie immer. Also Freestyle. Ja, ja. Ja, aber ich wusste, was ich erzähle. Ja. Aber keinen Anfang, keine Struktur. Ich wusste ja, danach hat er mich ja aufgeklärt. Der so, Bruder, das geht nicht so. Du musst erstmal gute 5 Minuten die aufschreiben. Du machst dir Eckdaten, du machst dir Tags, dann gehst du auf offene Bühnen, du testest das. Aber das waren alle Sachen, das wusste ich gar nicht. Aber hast du in dem Moment, oder als du von deiner Depression rausgekommen bist, ich meine nicht direkt den Moment, sondern wo alle aufgehört haben und du nach Hause gefahren bist, hast du Respekt für die Szene entwickelt? Ja, übertrieben. Also das hat mich sehr geerdet. Ich glaube, der hätte sonst nicht weitergemacht. Ja, das hat mich sehr geerdet. Ich habe nie so ein Commitment gesehen. Der ist ja, jetzt vor Corona, war ja die ganze Zeit Tour. Ja. So, du glaubst nicht, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, cool, Hammer. Stimmt, du warst ja beim ersten Auftritt und dann siehst du, der hat so 45 Stellen. Der hat voll die lange Liste, der ist die ganze Zeit live unterwegs, ich sehe nur so Videos. Ich so, guck mal, was daraus geworden ist. Aber wie viel denkst du, bombt der davon, dass man da hingehen kann? Weißt du, er hat auf jeden Fall den Erfolg. Selbst wenn er gebombt hat, hat er so eine gute Sache. Ihr macht so eine Bombgruppe hier zwei. Ey, Nisa ist heute in Dresden, vielleicht bombt er, lass mal da hin. So, ihr tut so, als ob ihr mich unterstützt. Aber ihr macht so, Marktanalyse. Ey, guck mal, Benizer, hier bombt Nisa, vielleicht lass mal da. Ja, aber wir müssen ihn analysieren. 15 Auftritte waren gut, dann wir ist er eher, dass er bombt als Ding. Wir schicken uns so Bomb-Empfehlungen, 3 Sterne. Ey, kennst du den schon? Der bombt durchgehend, ich schwör's dir. Das ist der Hammer-Bomber. Ja, manchmal kommt rein. Ey, man muss so Comedians unterstützen, Newcomer, die so oft bomben. Nee, das ist also geil. Guck mal, ich wäre traurig gewesen, ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, wenn der jetzt keine Karriere gemacht hätte. Und der hätte mich jetzt genau in diesem Moment damit konfrontiert und gesagt, guck mal, damals hast du mich ausgelacht. Und dann hätte ich gesagt, boah, scheiße.
Und du bist dein Leben lang weitergebombt. Ja, ey, könnte man nicht eine Sendung machen? Du hast es nicht mal verbessert. Das hätte mir wehgetan. Aber jetzt kann er selber darauf zurückblicken. Ja. Ich habe dasselbe. Ich habe Auftritte von mir, da habe ich hart gebombt. Ja? Ja? Kann man die irgendwo sehen? Ja, einige kannst du davon sehen. Echt jetzt? Ja, klar. Wo? Du kannst zum Beispiel meinen ersten TV-Totalauftritt online sehen. Der ist richtig brutal, Alter. Und der hatte heftige Einschaltquoten. Das war ganz schlimm. Der ist so richtig mit... Ja. Na, da hast du Farid gesehen. Da war der in der gleichen Sendung. Farid, der Magier. Ach, war der auch in der Sendung? Der habt ihr euch kennengelernt, das hat er mir damals noch erzählt. Ja, die Iraner vergisst ihr, ne? Ja. Echt? Nee, nein. Doch, ihr habt euch da kennengelernt, weil er hat mir sogar erzählt, dass, schönen Gruß an Farid, hat mir erzählt, dass, er fand das sehr interessant, deine Denkweise, dass, er hat irgendwas gemacht, er hat mit dir geredet und dann hat er irgendwas gezeigt und hat er gesehen, dass du so gemacht hast und du hast das gemerkt und du hättest das dann angeblich irgendwie aufgeschrieben und hat er gesagt, guck mal, er hat einen lustigen Moment mitgenommen und hat das direkt irgendwo gespeichert. Und das war glaube ich, bei Enisas Pilotdreh. Nee, ich meine, es war ganz sicher, TV Total war ich mit Kai Pflaume und dem aus der Jury von The Voice. Okay, vielleicht war es bei Enisa, Mann, ich bin eh verballert. Genau, ich habe ihn da und bei einer anderen Show habe ich ihn auch noch getroffen. Bei zwei Fernsehsachen habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Und der erste TV total auf. Ja, der ist brutale Katastrophe. Ja. Aber was war da? Warum war da der Wunder? Also, neues Set ausprobiert. Genau. Oh mein Gott! Das ist immer. Warum macht man das als Comedian? Ey, ich war früher. Wir haben dasselbe Mindset gehabt. Früher. Ja, das war früher das hätte ich auch gemacht. Ich spiele eine Sache einmal und ciao. Ne? Und Raab wollte mich für eine Nummer, die ich bei Nightwash gespielt habe, so eine R&B-Nummer, mit so einem Stuhl und sowas. Ja. Das fanden die witzig. Und jetzt komme ich da an und habe ein neues Set geschrieben, weil wir sind mit einer neuen Tour unterwegs. Ich habe ein neues Set geschrieben, ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Gar nicht? Noch gar nicht. Null. Noch nie. Noch nie gespielt. Genau. Ich komme, die Redaktion kommt auf mich zu. Cool, dass du da bist. Der Raab freut sich schon voll. Ich so, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Aber guck mal, du musst dir vorstellen, ich bin gerade aus Grand Prix raus und habe gerade bei Quatsch Comedy Club 20-jähriges Jubiläum. Ich habe auch gerade voll den Höhenflug. Ne? Ja. Ich denke, ich bin's. So, ja. Das hat mich auch zerstört. Und die Redaktion kommt auf mich zu, ey, der freut sich, dich zu sehen. Ich so, ey, ich muss euch eine Sache sagen, ich werde nicht das spielen, was ich euch geschickt habe, sondern ich werde was Neues spielen. Nee, kannst du nicht machen. Ich so, doch. Ich werde das andere nicht spielen. Ich so, ich bin Rebell. Alter, also, die alle, ey, wir empfehlen dir das nicht. Bei uns haben das schon ein paar Stück gemacht. Ich dachte mir, ach, diese paar Stück sind bestimmt die Comedians, die ich immer sehe, die überall dasselbe spielen. So einer will ich auf gar keinen Fall werden, dachte ich. Mhm. Und ich komm raus, Alter. Guck, du lachst auch, das gefällt. Nein, weil das ist geil. Der versetzt mich da rein, wie er das erzählt. Ich komm raus, weil ich weiß, wie ihn das so runtergeholt hat. Ich komm diese Treppe, die jeder von uns kennt auch. Wo Lenny Kravitz runterlief und Eminem und. Genau, nee, die bin ich raufgegangen. Ich bin, glaube ich, normal rausgekommen. Also, stimmt, von hinten. Ey, brutal einfach nur. Ich fange mein Set an, ich merke schon nach so einer Minute oder was. Ey, Moment. Die sind nicht wegen mir hier, wie ich das bisher kenne. Ne, weil wir hatten Rebell-Shows, die Leute kamen wegen mir. Die sind wegen Raab hier. Die hören mir nur gerade glücklicherweise zu. Und ich erzähle denen was von Tupac und Jay-Z und von Jalab, so richtiges Insider-Wissen, weil ich habe noch gar nicht dieses Mindset von, ich muss das für die auch offen machen, damit die mit ihren Erfahrungen da reinkommen. Sondern ich denke, ey, jeder Mensch kennt doch Tupac. Jeder Mensch kennt doch Jay-Z. Ist aber nicht so. Und bei mir ist das einfach vor, keine Ahnung, 4 Millionen Einschaltquoten oder sowas passiert. Gleichzeitig und ich das gemerkt mittendrin. Dann habe ich auch die Nummer schnell weitergespielt. Vor Ort waren ein paar kleine Lacher und ich gehe raus, sag noch, ey, ihr wart Killer. Zum Schluss, das ist witzig, wenn du das Video siehst. Hey, Dankeschön, ihr wart Killer. Und ich gehe raus. Und mach noch einen Monolog, damit du so cool rauskommst. Man merkt sich immer das Ende. Dann sagen alle, ey, der hat wenigstens gut gemonologt. Genau. Und ich merke, als es gesendet wird, die Lacher sind komplett raus. Boah. Also komplett. Also es waren ein paar leichte noch drin, aber es war Bombing. Es war so 80% Bombing, aber im Fernsehen war es 100% Bombing. Oh mein Gott. Alter, das ganze Land, die mich gerade von Grand Prix kannten, ne, es war ja so kurz nach Grand Prix. So, da war aber ja die was ganze. Was hat dich dazu bewegt? Warum nicht sicher zu fahren? Höhenflug, so und dieses. Rebellisch sein, weil früher, du musst dir vorstellen, es ist 2010. 10 Jahre oder was? Ja. Vor 10 Jahren war das. Genau.
also 10 Jahre oder 8 Jahre, sowas. Das ist so die Anfangszeit. Und wir kommen gerade in diese Comedy-Szene, die uns immer abblockiert hat und uns nie Fläche geben wollte. Und jetzt auf einmal macht ihr ihre Türen auf und ich gehe natürlich so dadurch. Ha! Jetzt könnt ihr nicht anders. Ich denk schon, ich bin's, Alter. Weißt du, was ich meine? Aber ich fand deinen Gesichtsausdruck, als du gegangen bist, geiler. Ja. Von der Bühne. Ja. War ja und ich komme so. Ha! Genau. Genau. Und ich bin auch noch cool rausgegangen, weil ich dachte, okay, so, nur so kann ich das retten. Aber das war der größte Anfängerfehler überhaupt. Ich hätte diese solide Nummer spielen müssen. Und wenn nicht, hätte ich wenigstens auf die Redaktion hören müssen. Ja, Mann, du hast ja auch noch mit denen verspielt. Genau, weil Raab hat mich nicht eingeladen, weil er meine Reichweite gefeiert hat. Die gab es ja dann noch gar nicht. Die gab es noch gar nicht. Der hat mich wirklich eingeladen, weil er gedacht hat, der hat mich da bei Nightwash gesehen, wahrscheinlich auch beim Grand Prix, weil er sich dachte, ey, könnte was werden. Cooler Comedian, er hat verstanden, was ich vorhabe und mich deswegen eingeladen, um mir ein bisschen eine Bühne zu geben. Und das habe ich mit diesem Auftritt mega verkackt. Warst du nochmal bei TV Total? Ja, es hat allerdings 3 Jahre gedauert. Und wie war der zweite? Der zweite Auftritt war gut, Einschaltquote für den Arsch. Oh. Niemand hat es gesehen. Oh Mann, ey. Keiner hat diesen Auftritt gesehen. Ja, also siehst du, vor einer kleinen Bühne zu bomben hatte ich natürlich auch, aber ich hatte auch das große Bomben. Und im Endeffekt, vorher hättest du mich gefragt, wie wird das für dich sein, wenn du bei Raab bombst? Ja. Hätte ich gesagt, es wird der Albtraum für mich. Ich werde danach nie wieder aufstehen können. Aber dann habe ich es gesehen, was es ist. Und es ist, ja, deine Witze funktionieren nicht. Morgen ist ein neuer Tag. Es geht weiter. Es ist gar nicht so schlimm. Also man kann eigentlich nur drüber lachen. So, das ist das Beste, was man darüber machen kann, das nicht so zu ernst zu nehmen, weil du bist nicht immer witzig. Die Nummern, die ich da gespielt habe, die habe ich alle, jede einzelne von diesen Nummern habe ich noch für mein Solo verwertet und diese Nummern haben funktioniert, nachdem ich die glatt gespielt habe und daran gearbeitet habe. Man muss ja auch immer gut drauf sein. Zum Beispiel, genau. Ich spiele ja zum Beispiel 40, 50 Städte, ne? Ja. Und dann könnt ja, also ich kenne das ja bei mir. Ich kann nicht jeden Tag gut gelaunt sein. Ich mache auch manchmal meine schlechte Laune. Ey, manchmal, du spielst exakt das Gleiche. Du hast diesen Witz, du spielst den exakt gleich. Du hättest, als ob du auf Play gedrückt hast. Hier hat der funktioniert, in der anderen Stadt hat er nicht funktioniert. Und du fragst dich, woran liegt das? Meisten sagen dann, machen den Fehler, am Publikum. Die waren scheiße. Nein, es ist dein, wie bist du aufgewacht alleine schon? Wie bist du? Weißt, allein kleine Nuancen, dass du komisch drauf bist, Publikum merkt das schon. Die merken, du genießt deinen Auftritt gerade nicht zu 100%. Deswegen, das ist das Harte zu trainieren. Guck mal, ich kenne voll viele Menschen, die ultra witzig sind. Aber es geht nicht darum, witzig zu sein, wenn du daraus einen Job machen willst, sondern witzig in einer bestimmten Situation zu sein. Auf der Bühne, vor Menschen, an dem und dem Datum, wo du denen das versprochen hast. Boah, das ist krass, ne? Ja, klar. Das ist die Kunst. Genau, wo willst du das garantieren? Wie kannst du das herbeirufen? Weil sonst würde ich meine ganze... Ich habe Freunde, die sind 10.000 Mal witziger als ich. Aber sobald du eine Kamera auf die zeigst und sagst, hey, erzähl das mal nochmal. Nimmst du mich auf, oder was? Ja, geht alles weg, ja. Er kann das nicht mehr. Weißt du, wir sind gar nicht die Witzigsten. In unserer Runde sind wir nur die Witzigsten, die es schaffen, damit auf die Bühne zu gehen. Aber wenn du von allen Witzigsten zählst, das ist wahrscheinlich irgendein Onkel von uns, der im Café krasse Sachen erzählt. Also ich finde, der lustigste Mensch der Welt ist Nisa. Ach, hör auf. Doch, ja. Aber ich finde ihn, ich will ihn in diesen Modus, wo ihn keiner kennt. Ja. Nur so wir. Genau. Weil da ist er der witzigste aller Zeiten. Genau. Das Ding ist, wenn er das auf die Bühne bringen würde, würde er Karriere zu Ende. Genau. Dann wäre, würde, könnte, nein, nicht Karriere zu Ende, Karriere für alle anderen zu Ende. So oh, danke, danke, genau, danke, danke. Und dann wäre der hart, so übertrieben an der Spitze. Aber der muss sich halt, rantasten. Der weiß halt, das ist eine Bühne. Das sind Leute. Ich habe denen versprochen, die zum Lachen zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute kann. Ja. Wie bin ich überhaupt wach geworden? Wie bin ich heute gerade? Schlechter Zeit. Ich habe wieder Tausende verloren. Genau. Wie ist mein Zustand gerade? Weißt du, dann bist du noch unvorbereitet. Voll viele Sachen spielen dann noch eine große Rolle. So. Ne? Ja, Vorbereitung. Ja. Womit ich ein Problem habe, immer noch. Ja. Immer noch. Und ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Ich hasse Aufschreiben, auswendig lernen. Ja, ich auch. Aber damit stehe ich mir so auf dem Weg, weil du gehst auf die Bühne, du spielst die Bits, du vergisst drei Gags. Genau. Und du gehst runter und sagst, ah Mann. So, du und hast, dann. Du nimmst den Speck mit auf die Bühne. Ja. Den machst du halt nicht weg. Immer. Und manchmal sitze ich, ey, mein Management, ne, die verlangen 3 Bits von mir seit einem Jahr, die ich aufschreiben soll. Ja. Ne? Weißt du, wann Deadline war? Heute. Weißt du, wann ich die abgegeben habe? Ich schwöre, heute Morgen um 2.30 Uhr. Auf letzten Drücker. Ja, und hab mich um 23 Uhr hingelegt. Und dann habe ich gemerkt, ey, ich kann nicht, ich schreibe 3 Sätze, ich mache genau nach. Okay, dann ging ich da hin und mein Vater sagte,
Dann mache ich so. Was ist aber mit deiner Sprache? Big Pun an. Sprachaufzeichnung. Ja, aber nee, du musst es aufschreiben, damit du es auswendig. Nein, es gibt ja Spracherkennung, das schreibt dann für dich. Ja. Ja, könntest du auch machen, aber liest du es danach noch? Ja, genau, darum geht es. Du kannst es machen, um es einzuschicken. Aber, ne? das erspart dir das Abtippen und Einschicken. Ich habe es mir aber wieder bewiesen, als ich heute aufgeschrieben habe. Ja. Ne? Weil ich habe aufgeschrieben und ich hatte den Block, wo meine ganzen Notizen sind. Ja. So, und dann habe ich aufgeschrieben und dann habe ich gemerkt, überleg mal, du weißt genau, wovon ich rede. Da sind zwei Bits, die spiele ich seit 2 Jahren. Ja. Ich denke, die sind perfekt. Nee. Und weil ich den Block aufmache, merke ich, Alter, diese 4 Gags... die ich als erstes für dieses Bit geschrieben habe, die spiele ich ja seit Monaten, weil ich die ganz vergessen habe. Mhm. Guck mal, wie dumm. Ja. So voll verschenkt. Ja. Und dann habe ich jetzt so, das ist so komplett, du musst es machen. Das wird, und deswegen muss ich mir jetzt antrainieren, wieder zu schreiben. Genau, wenigstens, wenn du den Gag neu hast. Weil was dir das Schreiben bringt, ist, du artikulierst dich besser. Ja, klar. Du sagst den Satz nicht so behindert, wie du normalerweise sprichst. Habe ich jetzt auch gemerkt. Beim Aufschreiben, ich so, boah, wie dumm habe ich da. Und genau, ich achte ja sehr auf meine Ausdrucksweise. Ja. Und trotzdem habe ich gemerkt. Oder dein Setup hat einfach mal so 4 Sätze zu viel. Ohne die 4 funktioniert das trotzdem. Ich schwöre, als ob du alles sagst, was ich vor ein paar Stunden erlebt habe. Ja. Ich schreibe so nicht so, ich arbeite den Bit durch und dann sage ich, ey, diese 7 Sätze sind komplett unnötig. Genau, das ist das Fett, was du wegnehmen kannst. Komplett. Guck mal, wir haben eben über Anthony Jeselnik gesprochen. Ja, da gibt's ja gar kein Fett. Da gibt's gar kein Fett. Kein Fett. Alles weg. Alles was weg. Was bedeutet Fett? Unnötige Sätze. Genau, unnötige Sätze. 2-3 Mal gesagt. Du hast schon das Setup. Also ein Mann geht durch die Straße, weil die Straße ist breit oder sowas. Sachen, Informationen, die du gar nicht brauchst. Ja. Oder Informationen, die du doppelt sagst. Ja. Oder ein Satz, der einfach zu lang ist, und den du viel kürzer sagen kannst. Und ich schwöre, das merkst du nur. Das kannst du nur beim Aufschreiben. Nur. Genau. Das habe ich gestern gemerkt. Nur. Du kannst es beim Aufschreiben. Du kannst es aber auch, wenn du jemanden anders zuhörst. Du kannst es nicht bei dir selber, das ist das Problem, weil du steckst in einem Glas drin. Ja. Jemand von außen, du könntest zum Beispiel, wenn du sein Set beobachtest, könntest du ihm sagen, guck mal, Nisa, du sagst an der einen Stelle das hast du schon gesagt und später sagst du das nochmal. Ja, deswegen, Costa hat mir auch, hat mir bei meinem Set, der hat mir da geholfen und der hat das auch gesehen. Ja. Der hat sich das angeguckt und meinte, ey, warum sagst du das? Das ist doch voll unnötig. Genau, dir selber fällt das nicht auf. Weil und dann er sagt das und ich denke mir, boah, Alter, du hast recht. Ja, genau. Warum sagst du das? Das ist doch vollkommener Quark. Genau. Viele umgehen das, indem die ihre Auftritte filmen und sich die danach angucken. Ja. So kannst du das auch. Aber da musst du erstmal in der Lage sein, dich selber anzugucken. Das ist bei mir ein Problem, deswegen das mache ich nicht. Ja. Wie ist dein Prozess, wenn du jetzt sagen mal, du hast eine Geschichte im Kopf und du hast sogar die Punchlines, weil vielleicht machst du das wie ich. Zum Beispiel, ich erzähle Cheyenne und Brigitte etwas und dann sehe ich die lachen, ja. Und dann denke ich, das ist lustig und ich teste das dann so bei anderen Sachen. Zum Beispiel, was weiß ich, der Bäcker, der aus einer ganz anderen, ich erzähle ihm, dass der lacht. Ach, cool. Dann sage ich okay, das ist eine geile Sache. So, oder ich Das ist schon sehr professional, das weißt du, ne? Ja? Ja, klar. Weil das ist eigentlich nur, weil ich faul bin, um das aufzuschreiben, so versuche ich das. Nee, du musst ja schon gewisses Know-how haben, dass du weißt oder ein Gefühl. Ja. Der Gag ist schon witzig. Nee, ich sehe zum Beispiel Eriks Vater, ne, bei Erik in der Garage. Und dann haue ich 3 Sprüche raus, die aber geplant sind. Ja, die aber. Sind dann, und er lacht. Und dann sage ich, okay, das funktioniert, wenn er auch darüber lacht. Genau. Das funktioniert. Du hast schon ein sehr gutes Gefühl beim Schreiben. Ja, so. Du musst nicht freestylen und gucken, weil du könntest ja auch einen wirklich unwitzigen Witz erzählen, dieser Typ. Ja, aber dann der Fehler. Alter, was ist mit dir los? Ja, aber den Fehler, wie kannst du sowas rassistisch einfach sagen? Aber der Fehler, den ich mache, ist, ich sag, ey, ich habe Eriks Vater letztens in der Garage kurz gesehen. Ich habe diese 3 Sprüche rausgehauen. Der hat gelacht. Ah. Cheyennes Vater hat gelacht. Benice hat gelacht. Ach so. Dann schreibe ich es aber nicht auf, sondern ich gehe so auf die Bühne und erzähle es. Und dann ist natürlich viel Fett drumherum. Genau. Weil, wie ist dein Prozess? Also, du hast was Lustiges. Wie gehst du vor? Schreibst, was machst du? Genau, ich habe den Bullet Point. Ja. So, ich habe dann, also Notizen, Handy-App. Habe ich den Bullet Point. Manchmal ist es ein Satz, manchmal ist es nur ein Wort. Was ist ein Bullet Point? Es ist nur eine Überschrift. Okay. So, nur zum Beispiel Arztbesuch. Genau, Arztbesuch steht da dann. Ja. Ich weiß, jemand anders, der die Notizen liest, kann nichts damit anfangen. Ich weiß, Arztbesuch, da ist das und das und das passiert. Ich kenne die Geschichte, ich habe die in Bildern in meinem Kopf drin. Aber es ist noch schwammig. Ich gehe mit diesem Bullet Point schon auf die Bühne. Und riffst. Ja. Für die Zuschauer, riffen ist? Also das einfach zu erzählen. Ja, einfach zu erzählen, gucken. So, genau, gucken, wo. Wie wenn du es Freunden im Café erzählst. Genau, du weißt ja für dich selber, wo der, was du witzig findest an dieser Geschichte. Und du hast ja ein bisschen ein Gefühl. Weil du legst deinen kompletten Fokus darauf eigentlich,
an diese Stelle zu kommen, die witzig ist, die willst du ausprobieren und riffen tust du auf dem Weg dahin. So, okay, was kann ich noch aus dem beim Arzt reinkommen machen? Ah, klemmt die Tür vielleicht da, das freestylst du alles. Du guckst halt beim Sprechen, okay, da ist vielleicht noch ein Gag-Potenzial. Warte, halt den Gedanken fest. Das, was wir im Podcast machen, ist eigentlich nur Riffen. Mhm. Wir hauen spontan die ganze Zeit Gags raus und labern Scheiße. Ein professioneller Comedian, was ich leider nicht bin, würde jeden Tag sich die Folge 5-mal angucken, weil er weiß, ey, Nisa und Cheyenne, wir haben heute 12 geile Gags gemacht. Und würde die sich aufschreiben und versuchen, aber das machen wir genau, nicht. Genau, die in ein Setting setzen, genau. Sodass sie mit einer Schnur verbinden. Oder hättest du aber Set ohne. Ja, der hätte schon ein paar Solos. Ja, also, aber ich bin halt ein Dummkopf. Erzähl weiter. Ja, genau, das mache ich und ich merke mir dann halt an dem Abend, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Dann mache ich mir so danach noch ein paar kleine Notizen einfach. Hier Setup nicht machen, sondern anders reingehen. Ja. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert, dann schmeiße ich es meistens sofort weg. Manchmal mache ich aber auch das, was du machst. Ich erzähle einfach Leuten in der Runde, so, wenn es kommt gerade das Thema auf. Genau. Zudem habe ich auch einen Bullet Point. Ja. Ich habe darüber schon nachgedacht. Genau, das mach ich auch. Und dann haue ich den da mal eben kurz so versteckt raus. Ja, genau. Und wenn ich merke, okay, die lachen alle, das ist bestimmt gut. Ja. Ich habe zum Beispiel, viele Bits sind entstanden, zum Beispiel, weil ich Amjad oder Cheyenne Sachen erzähle, die ich schon 10-mal erzählt habe. Ja. Die habe ich dann Volker erzählt. Und die lachen sich so kaputt und dann sagen die, ey, warum erzählst du das nicht? Aber mir war das nicht so bewusst, weil ich dachte, die lachen, weil die mich kennen. So. Aber dann erzähle ich es und dann ist es übertrieben lustig. Ja. Übertrieben lustig. Flugzeug-Bit. Der Flugzeug, meine Managerin sagt, das ist dein bester Bit. Und den habe ich in Mainz, da war er, den habe ich irgendwie. Ich habe mit irgendeinem geredet, wir sind auf Flugzeuge gekommen, da habe ich so gerifft, einfach so über Flugzeuge und das war dann so geil. Und dann ist aber das Wichtige, hinsetzen, schreiben, das macht so viel aus. Und Russell Peters hat selber gesagt, ich werde dafür kritisiert, und dass mein Stand, meine Sachen nicht so rund sind, weil ich nichts aufschreibe. Ich laber durch, ich gebe das dem, der macht mir eine Reihenfolge und wir hören das, wenn wir seine Solos angucken. So klingt klar. Es. Genau. Es klingt so. Aber ich finde, du musst eine gute Mischung da reinzubringen. Es gibt ja Comedians, die lernen das so auswendig, dass wie. Das hat kein Soul. Es ist wie Roboter. Es ist abgelesen. Ja. Du merkst, ey, da ist keine Personality drin. Gar nicht, So diese Lücken für jede Silbe steht. Ne, weißt du, stell dir mal vor, und du hast dieses normale Reden. Und ich denke mir, dann macht er da so und so, und ich denke mir, alles klar. Oder du siehst sein Set so dreimal. Das war sehr gut nachgemacht. Ja, leider ja. Aber erzähl weiter. Du siehst das Set dreimal und du merkst, das ist wirklich 1:1 das Gleiche. Ja. Jedes Wort ist an der gleichen Stelle. Das auch nicht. So, weißt du, so robotermäßig. Mhm. Aber ich glaube, weil wir so eine Abneigung gegen dieses Roboter-Ding haben, deswegen suchen wir uns das kleinere Übel auf. Wir schreiben lieber gar nichts auf. So behalten wir unsere Personality bei. Ja, aber so oft verschenkst du voll auf Potenzial. Gute Mischung. Natürlich. Also so, das heißt, ich muss mir antrainieren. Ich muss. Genau. Aufschreiben, auswendig lernen. Fett weg. Weil, ich sag dir was, ich habe noch nie ein Solo gespielt, egal wie perfekt es lief. Selbst wo ich runtergekommen bin und das Publikum hat mich für Eddie Murphy gehalten. Mhm. Selbst dann, wo ich nicht dann zu Hause saß und sag auf einmal, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ja. Es ist immer so. Ausnahmslos, 100% verlierst du immer was, wenn du es nicht aufschreibst. Du musst. Du kannst das gar nicht sonst verinnerlichen. Und das habe ich jetzt gemerkt. Darf ich euch mal was sagen, ohne euch nahe zu treten wollen? Ja. Das lernt man schon in der Schule, dass man sich was aufschreiben muss, dass man das auswendig lernt. Ja, das ist schon traurig. Das beweist nur, dass du es wirklich in der Schule gemacht hast. Ja. Eigentlich nicht. Aber das bin ich ja kein Stand-up. Aber der hat ja so drei Ausbildungen, ne? Der ist einmal Mediengestalter im Kreuz-Querformat. Oder wie das heißt. Im Kreuzwerk-Querformat, was ist das? Ja, weil das immer so lang ist, der Name. Was ist? Mediengestalter Bild und Ton. Ach, Bild und Ton. Okay, das ist alt, ne? Diese Ausbildung, die heißt jetzt anders, ne? Bild und Ton und Printmedien. Jetzt heißt sie YouTube. Ey, was sind die anderen Ausbildungen? Kaufmann im Einzelhandel. Beide? Der zwei Ausbildungen. Hast du zweimal gemacht? Was für ein Typ? Hast du eine Ausbildung gemacht? Einzelhandelskaufmann? Echt? Wo? Ich habe eine Versicherung bei Kaisers. Nein! Bäckerei? Nee, Kaisers. Da Kaisers ist eine Bäckerei. Tengelmann. Ach so, bei uns heißt es Kaisers eine Bäckerei. Ach so, echt? Hm. Ja. Bei uns Kaisers Tengelmann. Kennt man hier wahrscheinlich auch. Hast du auch nicht studiert? Ja, ich habe studiert. Was? Grundschullehramt, Deutsch und Englisch. Hast du beendet? Nee. Bist ein Star geworden in der Zeit, ne? Genau.
Ja. Was sich verändert. Ja. Ja, jetzt, ich habe eine Ausbildung abgebrochen als Versicherungskaufmann. Ja, da, das wäre echt. Aber warum geht jeder Nafri in die Versicherung? Weil, ey, guck mal, ich sag dir genau, weil der Prozess war. Nach dem Abi, ich war fertig und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich mir beim Arbeitsamt diese Tabelle geholt, wie viel jeder Ausbildung verdient. Und Bankkaufmann und Versicherungskaufmann hast du das meiste verdient. Und da bist du hingegangen. Da habe ich mich beworben. Und? Genau. Und dann habe ich die als Versicherungskaufmann gekriegt. Dann habe ich gemerkt, okay, Geld ist nicht alles. Ich muss hier wirklich jeden Tag sitzen. Ich muss hier arbeiten dafür. Ich muss auf dem Bildschirm gucken, vor allem, wo unten rechts die Uhr die ganze Zeit angezeigt wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Du wolltest was ohne Uhr. Ich wollte was ohne Uhr. Ja, Uhr macht einen verrückt. Genau. Ja. Vor allem auf der Bühne, wenn man bombt. Ja. Das sind 7 Minuten wie 4 Stunden. Deswegen glaube ich gerade im Lebensmittelladen, da hast du ja nirgends so eine Uhr. Das ist nirgends, und du bist die ganze Zeit beschäftigt. Das geht schnell vorbei. Das ist geil. Genau. Du hast die ganze Zeit Sachen zu tun. Aber Büro, ne? Boah, Büro, ja. Büro, Büro, du sitzt Schlimmste, da die ganze Zeit. Genau. Du siehst die Uhr die ganze Zeit und du hast keine Beschäftigung. Also. Und keiner redet mit dir. Ja. Da läuft immer so leise so ein Radio. Durch, aber weißt du, immer der gleiche Radio. Genau. Radio. Genau. Läuft immer ein Radiosender. Und dann wird einfach so Smalltalk am Anfang. Ja, und was hast du gestern gemacht? Genau, ja, nichts. Und dann ist einfach 7 Stunden Ruhe. Ja, und man versucht ja, und bei diesen Unterhaltungen kommt irgendwann diese Stille, wo jeder weiß, ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu reden, aber lasse ich jetzt diese Stille oder versuche ich noch auf Krampf? Es ist nicht nur eigentlich habe ich gerade keinen Bock mit dir zu reden, sondern es ist ein, im normalen Leben würde ich niemals mit dir reden. Ja. Und ich weiß, du würdest niemals mit mir reden. Spar dir den Scheiß, setz dich an deinen Scheiß Solitär, halt die Fresse. Ja. Laber mich nicht an und, bis Feierabend. Und bei der Weihnachtsfeier, nach ein paar Pilz, wow. Dann, ey, so, du denkst so, wow, da gehst du hier die Maus gar nicht. Ey, ich wusste gar nicht, dass du so drauf bist. Ja. Und dann, der Chef leckt mit der Assistentin rum. Ja. Da werden Filme gemacht, alles und am nächsten Tag am Montag im Büro wie nichts normal. Mehr. Ja. Es geht normal. Sie, sie müssen sie sagen, ne? Ja, ja. Sie können das trennen, die können das trennen. Ja. Was heißt denn die? Wir können das trennen. Nein, ich habe das nicht auf die Deutschen die bezogen. Genau. Ich habe das auf diese Arbeitswelt bezogen. Ja, das sind ja Schlampen. Spaß. Spaß, das war jetzt nur für den Gag. Immobilienmaklerin, das sind die richtigen Bitches. Mhm. Meinst du? Also jetzt Spaß beiseite. Schlafen die mit Männern, um die Häuser zu verkaufen? Nein. Ich suche übrigens ein Haus. Nein, die verkaufen. Spaß beiseite. Was ich jetzt gehört habe, ne, von verschiedenen Freunden, die in so Branchen arbeiten. Komischerweise hört er nur Sachen. Ja, klar. Wir haben ja noch nie gearbeitet, richtig. Die sagen, Immobilienbranche, also Büro und Immobilienbranche sind die meisten, wie soll ich sagen, also da, die meisten Affären. Die meisten Sexaffären sind im Büro. Oder woher hast du das gehört erstmal? Das gibt eine Statistik. Wir haben sowas in Deutschland. Ja, bei Sex.de oder so. Nein, nicht Sex.de, was ist das? Warte, wie wurde diese Statistik erstellt? Ja, wer hat das gemacht? Das weiß ich nicht. Was hat der genau gemacht? Hinterfragt die Seite. Ja. Auf jeden Fall, es gibt auch ein, zwei, die mir bestätigt haben. Bei Immobilienmakler ist das meistens so, wenn die einen großen Deal haben, ja, und das über den Tisch geht, dann macht meistens die Agentur Partys. Ja. Und die Partys haben dann mit gewissen Substanzen zu tun. Was denn so? Ich weiß nicht, was du meinst. Mehl. Gummibärensaft. Mehl, ja, Gummibärensaft, dann Zucker, Salz. Kennst du von den Fantastischen Vier? Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib mir deinen. Die sind zusammen 200 Jahre alt. Saft. Man merkt, ihr seid alt. Saft! Ja. Wie es anfängt, weiß was keiner. Was cool so ist, genug. Oder? Ja. Ja, also jetzt Fantastische Vier oder Fettes Brot war jetzt nicht so, wo ich sage, die sind aber nicht gleich. Fanta 4 finde ich einiges. Man kann jetzt nicht sagen, ich bin stolz darauf. Nee, ich fand die. Ja, aber unser Fanta 4 ist dein Capital Bra. Ja. Nein. Doch. Für mich ist es, ich bin in der Generation nicht Capital Bra, sondern. Was ist dein Fanta 4, genau? Ja, was dein mein Fanta 4 ist ASD, Afrop und Sammy. Ja, die waren fresh, aber. Das ist mein Fanta. Aber der sagt das nur, um cool zu sein, als ob die sein Fanta 4 war. Natürlich. Das war genau in meiner Zeit, das habe ich gehört. Dein Fanta 4 ist Dings, Mann. Rap-Soul. Nein. Ja, genau. Wo sind die eigentlich? Genau. Was weiß ich. Kennst du die noch? Wahrscheinlich. Was war der Hit von denen, der große von Rap-Soul? Ah, Mann, ey. Die haben auch immer so englische Hooks gehabt, oder? Ja, nein, waren die englisch oder waren die auf Deutsch? Ich glaube, die waren englisch. Und diese zwei Rapper. Welche zwei Rapper? Das waren zwei Rapper und ein Sänger. Ja, Rap-Soul. Genau. Rap-Soul. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Kollegen, schöne Grüße an Damir, der hat damals, hat er mir einfach erzählt, sagt er, ey, guck mal, meine Mama, ne? Der hat voll die süße Mama gehabt, sagt die kommt zu ihm, weil sie Musikfernsehen geschaut hat und sagt zu ihm, ey, ich habe so eine Gruppe gesehen, ich glaube, die werden von meinem Öl gesponsert, Rapsöl. Rapsöl, okay. Ach so, ja, okay. Rapsöl. Wo sind Rapsöl?
Wahrscheinlich da, wo die dritte Generation ist. Genau, ja. Wo die dritte Generation lebt. Die dritte Generation ist dein Fantasma. Ja, ja, doch, klar. Wow. Lüg nicht. Wow, die drei Wochen, die Ding berühmt waren. Leb, leb, so wie du dich fühlst. Leb dein Leben so. Das war ein größter Hit, aber den ihr Underground-Hit für uns bleibt, immer wenn ich dich gebraucht habe. Wenn ich ein Vater, Vater! Wie du mich schlägst, auf den Boden legst. Vater, du hast mich... Ja, das war ein richtiger Toni. Ja, guck, wenn du mich Song schlägst, du auf den Boden legst. Bitte. Alter, der Rapper, der hat es nur durch seine Betonung berührt. Wenn du mich schlägst, auf den Boden legst. Ja, ja. Der dachte, wahrscheinlich hat der Produzent gesagt, boah, das ist voll emotional, ich fühle das. Ja. So, mach das genau, genau. So. Vater, du... Dann sind die mir so rumgelaufen in diesem Gang, so. Vater. Aber Big Brother Anthem war ihr Erfolg. Ja, lieb. Nee, eigentlich war Vater der Erfolg. Weißt du noch, was so Raab damit gemacht hat? Nein, das war schon vergessen. Bergie! Immer wenn ich dich gebraucht habe. Da war diese. Genau, es gab diese Calgon. Es gab diese. Bergie hieß der Typ. Es gab diese Calgon-Werbung, wo der Typ gesagt hat: Kennen Sie das? Ihre Waschmaschine funktioniert nicht mehr. Ein typischer Fall von Lochfraß. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Und Lochfraß. Stefan Raab war, glaube ich, der Meinung, dass der Typ das einfach erfunden hat, dass es das gar nicht gibt. Ja. Lochfraß. Und dann hat er den Song so parodiert mit diesem Lochfraß. Den Vater? Der hat viele Songs parodiert, genau, den Bergie, ja, ja. Und auch Songs einfach so aus kleinen Fragmenten gemacht, ja, die dann... Ja, der war King. Alter. Der war King. Und das war auch wieder ohne Internet, also Maschendrahtzaun. Ja. Oh, Respekt, der hat ja... Wir kiffen. Ja, wir kiffen mit Shaggy. Wir kiffen. Was war denn Platz 3 sogar bei den Awards, wie hießen die? Eurovision Contest war ja Platz 3, ja, oder nicht? Kennst du das, wo Brandy einmal da war? Ey, das war so krass. Brandy ist da und dann reden die über den Eurovision Song Contest und dann sagt der Raab, ja, ich habe da mitgemacht beim Eurovision Song Contest. Sagt die, ja, wirklich? Und sie redet so voll ernst, weil sie kann Raab noch gar nicht einschätzen. Dann sagt er, ja, yeah, my song is called Wadde Hade Dudda. Und dann sagt sie, was? Dann sagt er, say it, Wadde Hade Dudda. Dann sagt sie es und dann sagt er zu ihr, yeah, I took it very seriously. Das ist so geil. Hey, du, war da, du da. Ja. Da war du da, hast du schon wieder. Aber trotzdem so geile Funk-Dings. Das war schön. Ey, der hat eiskalt Sendung mit der Maus den Song Funky gemacht. Ja, voll. Mit Talkbox. Ja, mit alles. Die Maus. Wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt der wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Warum brennt? Auch nachts im Kühlschrank das Licht. Ha! Hey, Spista, Remix. Ey, mit Buster, das war so geil. Wo Buster Beatbox. Yeah. Und dann der Raab spielt. Und du merkst, wie der so geile Laune kriegt. Der so, ey. Und dann der Buster. Ach, merkst, hier kommt die Maus. Und dann merkst du, wie der Buster selber denkt und splüster. Ey, Alter, der spielt voll fresh. So die Twins. Und der Raab so, aber der Beste war beim James Brown, Alter. Wo der so, Bruder. Auf einer Ukulele. Ja. Spielt ihr diese Bridge? Ding, 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 ding. Weißt du, wie schwer das ist, wenn du. Und der Brown, du merkst, dass im Gesicht ist, wenn der so. Ey, der Gacken Place! Und das so Ding so. Und der hat so. Der ist voll der Funkmaster. Ja, voll. Der, ist der war auch ein Multitalent. Ne? Ja, super, ja. Krass. Und heftiger Musiker. Also Funk geliebt. Ja. Ja. Normalerweise, du hast nicht so viel. Normale Germans. Er konnte auch schon ein bisschen singen. Die haben, ne? Die haben ja alle mehr Rock gehört. Ja, ja, die waren ja alle voll auf Rock. Ja, und der keine war, Ahnung, wie der auf Funk und so alte Songs. Generell Musik. Black Music. Ja, auch, voll. Ne? Der hat ja auch die ganzen Bürger Lars Dietrich Sachen geschrieben. Ja, genau, voll. Und die waren ja auch immer funky. Ja. Kennst du das, wo der Run DMC getroffen hat? Nee. Ey, das ist so krass. Die Folge gibt's leider nicht auf YouTube. Ich habe die auch damals gesucht. Das ist das Krasseste. Er trifft Run DMC. Und dann, ey, so eine Oma ohne Zähne. Ey, das ist so krass. Er geht hin mit so einer Sample-Machine. Ah. Ja, ne, aber so die erste Version. Und dann dreht er so auf. Da kommt so, da sagt er, okay, let's go. Ne? Und du merkst, guck mal, warum ich diese Folge gut kenne, weil die wurde damals aufgenommen. Dann habe ich die so ein paar Mal geguckt. Der sagt dann, let's go. Und dann macht er den Beat an und dann kommt der trockene Drum von dieser Box, dieses. Und dann nimmt er die Ukulele. Ich schwöre dir dann so. Und du siehst, die gucken den an. Und denken sich, ey, was geht ab? Was spielt ihr da? So. Und dann fängt er an, den Part zu rappen und geht voll ab und fühlt sich. Das ist das Geile. Der hat sich so. Der ist da drin. So. Yeah. Und dann fängt er zu rappen. That's your 11 and the cover and the talk to my daddy and say.
Und dann jammen die da. Und das Geile ist, alle Musiker, ausnahmslos, die sich mit ihm getroffen haben und gejammt, die haben das aus Spaß gemacht, weil die dachten, ja, okay, das ist der deutsche Clown. Und dann, wenn die sehen, was der für Skill hat, du merkst das im Song, dass sich denen ihre Laune ändert. Genau. Der kann es zu gut, um sie zu verarschen. Das ist zu gut, Alter. Der hat sich voll mit uns beschäftigt. Ja. Der kann uns nicht verarschen. Ja, das ist zu geil. Das ist auch das Coole an der Parodie. Bei einer Parodie, du musst dich ja mit dem Song beschäftigen. Ja. Das heißt, eine Parodie ist eigentlich gleichzeitig immer eine Hommage. Der hat geile Sachen gemacht. Auch das mit der Nachrichtensprecherin, wo der so ein Rap-Song-DJ, die sagt, meine Damen und Herren, morgen 22 Grad, da hat er doch so einen ganzen Rap-Song drumherum gebaut. Ja, so ein DJ-Punkt. Ja, genau. Ja. Chicke, chicke. Yo, das ist MC und ich bin DJ Rap. Chicke, chicke. Und die so, 22 Grad morgen. Das, guck mal, er sieht oder mit 50, wo diese Yoga-Frau. Kennst du das noch? Ah, nee. Wo 50 Cent da war, da war so eine Yoga-Frau nachher sich so Hip-Hop-Klamotten anzieht, wie 50 Cent. Nee, das weiß ich nicht mehr. Ey, das musst du doch kennen, natürlich, zeig's dir. Schick mir das. Aber weißt du, was das Krasse war? Weißt du noch, wo Joe da war und hat den Mystical-Part gerappt? Ach, krass. Ey, das ist das. Joe ist da, ne? Da war Stada voll der Hit. Doch, kennst die Band doch? Hat das gespielt. Genau, du kennst auch Stada. Ja, ja, klar. Genau, Joe war nicht als Gast, also dass der sitzt. Der war als Musikgast, der kam von hinten, Stada. Und dann kommt der Mystical-Part, dann kommt Raab raus mit Hip-Hop-Klamotten, wie sie dir zu der Zeit in waren, mit so silbernen Jeans und Baggies, so Bandana, hat noch Zettel in der Hand, weil der ablesen musste und ich schwöre, der spittet den Mystical-Part 1:1. Du siehst, Joe guckt den so an und denkt sich, was ist das denn für ein Motherfucker, Alter, der ist voll geil. Gibt's nicht mehr, ne? Ja, voll viele von denen, ist ja nicht alles on. Nee, das ist, ich glaube, die lagern das auf MySpaß, es gibt eine eigene auch, Seite, aber das ist auch nicht alles. Ah. Das und, ey, der hat schon bei Vivasion krass. Ja. Ey, mit Moses. Boah. Du isst andauernd Sahnetorte. Nee. Deswegen hat Moses ihn geschlagen. Du hast ja so eine schöne Glatze. Ja, ey, so ich würde dich gern polieren. Ja, ey. Deswegen war das Ding. So und weil er halt, der hat Rap nicht so ernst genommen. Ja, ich, man hat so das Gefühl, hast ja oft in Deutschland, wenn Comedians über Rap reden, die nehmen das nicht ernst. Genau, dass sie von oben herabreden. Immer. Und, genau, das ist immer. Ja. Und bei Raab hast du am Anfang das Gefühl, aber wenn du dich dann mit dem beschäftigst, der kann so Rappers Delight auswendig, dann merkst du, ey, der ist Hip-Hop. Ja. So, der liebt Hip-Hop. So, du kannst den Hip-Hop nicht absprechen. Ja. Aber alle aus dem Hip-Hop-Bereich haben halt eine Allergie gehabt gegen Entertainer im Fernsehen. Ja, weil wir über uns reden. Yo, yo, yo. Und dann machen die immer diese Bewegungen so, so genau. Richtig peinlich. Genau, die verstehen es null. Du merkst direkt, okay, ihr seid so abgeschnitten. Ja. Aber Raab, Phänomen. Raab war der Beste. Ich glaube, das wird auch so ein Talent. Ja, wird doch das nie. Wird nicht das. Flawless, die Karriere. Ja, ne? Super geil. Raab ist der Michael von Deutschland. Ja, der war super lustig. Ja, vom Killer so unantastbar, finde ich. Ja, von Entertainment und wenn es ein Late-Night-Talk-Show-Game gab, dann war es Raab. Er war auch schlagfertig und so. Ich glaube auch, der wäre ein super Stand-Upper geworden. So. Ja, wenn er hat ja immer so 10 Minuten am Anfang Stand-Up gemacht. Ey, und kennst du das noch, wo Raab bei 7 Tage 7 Köpfe war? Nee. Boah, ey, guck mal, allein der Anfang. Ich kann es noch drin. Die so, heute sogar, die zählen ja alle auf, dann weißt du, wie das dann war. Und dann, heute sogar Stefan Raab, ne? Und dann sitzen die alle so, Raab in seiner Kappe und dann sagt Raab, ich möchte kurz was sagen. Dann steht er auf, macht seine Hand auf die Brust, sagt, meine Damen und Herren, ich habe in meiner Karriere schon viel erlebt. Ich habe damals auf dem Nischensender Viva angefangen, ja? Alles. Ich habe Klagen hinter mir, mir wurde die Nase gebrochen, ja? Ich habe viel erlebt, ich habe jetzt meine eigene Sendung, ja? Hatte Höhen und Tiefen in meiner Karriere, ich bin verheiratet, ich habe Kinder. Aber meine Damen und Herren, dass ich jetzt hier, egal was ich erlebt habe, dass ich jetzt hier bei 7 Tage 7 Köpfe bin, ja, mit den Größten in der deutschen Comedy-Szene, das, meine Damen und Herren, ist der absolute Tiefpunkt. Ey, der hat doch so geil aufgebaut. Das war so geil. Raps, der King. Ah, super. Siehst du, es passiert genau und das. Und es gibt zwei Gäste bei Raab, die haben immer zerstört. Du hast auch gesehen, dass er sich am meisten über die gefreut hat. Einmal Helge Schneider und Anke Engelke. Ja. Diese zwei haben ihn immer gekillt. Er hat so viel gelacht. Du meinst, du hast gesehen, der liebt die. Ja, und Helge Schneider ist Helge total. Zu krass. Ja. Helge zu krass. Der hat doch so einen ganz absurden Genau, das Humor. Ist Es gibt die Comedians und es gibt Helge Schneider. Ja. Ey, der war, kennst aber Helge ist durch, ne? Ja, kennst du, wo der da ist? Der ist in seiner eigenen Welt. Kennst du, wo die da sind und die spielen der Telefonmann? Ich bin der Telefonmann. Ey, so lustig. Kennst du diese Freundschaftsbuch von Stefan Raab, wo Helge Schneider, Stefan Raab sagt zu ihm, hey Helge, willst du mein Freundschaftsbuch? Der sagt zu ja.
Und dann sagt er so Augenfarbe, sagt er, Kastanienbraun. Und dann fängt er an, ja, mit der Art. Ja. Und dann sagt er so, Haarfarbe, hochtupiert. Und dann sagt er so, was hast du für Schuhe an? Sagt er, Steppschuhe. Sagt er aber, nicht diese Alu-Dinger, richtiges Metall. Der ist krank. Der ist geil. Einfach weißt du, was ich bei dem liebe? Wenn er selber lacht. Der muss ja selber manchmal lachen. Das ist ja okay. Das ist richtig. Wo ist der Reis? Ja, der Helge ist der Beste. Du hast die Haare schön. Boah, die der macht Songs, den 1 zu 1. Die Songs. Reis! Es gibt Reis. Der war auch für Leute nicht greifbar teilweise. Weil man weiß nicht, meint er das ernst? Ist der durch? Ja, du kannst es nicht einschätzen. Und das finde ich so geil. Genau, deswegen meine ich, der ist in seiner eigenen Welt. Das ist auch schon so traurig, so diese Enter, so damals, die waren so. Weißt du, wer noch so war? Mirko Nonchef. Ja, der ist der Boss. Ja, das ist so, Mirko Nonchef hat viele Dings gemacht, ne? So Faxen, genau, richtig. Wikipedia-Werbung oder Expedia. Expedia, ja. Genau. So ein Rugger-Typ und so. Ja, und auch bei Samstagnacht hat der immer zerstört. Und auch bei dieser Sendung, wo man so. Aus Samstagnacht sind aber viele. Ja. Samstagnacht und aus Wochenshow. Wiegald Boning, Olli Dietrich. Ja. Ey, Samstagnacht, da waren so krasse Sketche. Das hat so voll mein. Ey, Samstagnacht war super damals. Ich verwechsel die immer. Wochenshow auch. Switch war auch geil damals, als es rauskam. Fandst du? Ja, ey, da Switch waren war jetzt nicht so mit Hohecker. Hohecker, sie sind raus. Ja, wieso das denn? So, ey, da waren so geile Sachen. Doch, da sind auch, Max Giermann ist da rausgewachsen. Ist Max Giermann, der Raab nachmacht? Ja. Der macht den 1:1. Ja. Ne? Und, meine Damen und Herren. Martina Hill, genau. Die ist auch aus Switch Reloaded. Ja. Boah, krass. Oh, krasse Sachen. Knallerfrauen. Ist das Knallerfrauen? Ja, das ist doch Knallerfrauen. Was für ein Spaß hier ist. So voll ernst. Martina Hill und der so krass, keiner kennt die. Echt? Du bist die Einzige, die läuft. Ja. Anke Engelke fand ich lustig. Hammer. Ja, die war aber so ein bisschen Mannsweib-mäßig. Die war aber super stylisch. Aber so genau, was die alles Anke, kann. Anke, ich liebe dich. Ja. So von mir, das wollte ich schon immer sagen. Ich schwöre, ich feier die übertrieben. Ja. Was sieht so von, wie hieß die, Miriam Bös? Miria Bös. Miria. Ist nicht so mein Humor. Ja. Was war mit dieser einen Kräftigeren, die hat ihre eigene Sendung gehabt? Kioskbetreiberin oder so war die, irgendwie sowas. Kioskbetreiberin? Das fand ich immer so schlecht, so eine Blondine. Ich weiß nicht. So, kurz. Martina Hill? Warte, ich guck jetzt. Die hat so einen komischen, richtig deutschen Akzent gehabt. So einen, die Doofen habe ich aber. Ach. Wie hieß die? Blond? Ja. Das lief jede Nacht bei Sat 1. Jede Nacht. Ja? Mann. Ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Kölnerin, so Kölsch. Ja. Jetzt richtig Kölsch geredet, ne? Ah, keine Ahnung, wie die hieß, ne? Ich guck jetzt. Okay, wir können weiter. Ja, auf jeden Fall kommen die alle. Blonde Comedy-Frau gibt's ja nicht. Die kommen alle nicht ran an Anke Engelke. Anke Engelke ist der King. Ja, aber so auch Allrounderin auch. Ja, ne? Lustig. Singen. Die und Helge Schneider haben bei Rap immer gekillt. Der hat sich totgelacht. Genau, aber weil die sich auf allen Ebenen verstehen. Ja. Sie sind Comedians und Sänger, also musikalisch und Comedy. Ne? Und Helge Schneider ist richtig genialer Musiker. Heftiger, der ist so Jazz-Pianist. Also genau. Der spielt auch Saxophon und so. Und auch so Kinderinstrumenten und so spielt er auch. Er ist einfach der Ryan Leslie. Ja. Der deutsche Ryan Leslie. Zum Beispiel, du kennst auch bei Jimmy Fallon, wenn die Roots auf diesen Kinderinstrumenten spielen. Das hat Helge Schneider vor 20 Jahren schon gemacht. Auf diesen Kindersaxophon und so Kinderkeyboard. Und der spielt ja dann so richtig. Der Helge Schneider. Helge Schneider, Mirko Nonchef, das sind Leute, die würde ich gerne hier haben. Ey, Helge Schneider. Ich hoffe, der sitzt hier einfach. Bulli, was haltet ihr von Bulli? Bulli war nie so mein Fall. Mhm. Außer wenn die bei Bulli-Parade, was ich geliebt habe, wenn die so in diesen Anzügen zu dritt waren, haben so Wortspiele gemacht, weißt du, was ich meine? Ja. Das war das Beste. Und manchmal hat er an der Tapete, hat er auch immer Wortspiele gemacht. Ja, manchmal hat er richtig coole Wortspiele auch. Aber ich fand den Rick Kevanian fand ich gut. Ja, fand ich auch cool. Der hat coole Akzente nachgemacht. Das ist ein Armenier? Ja, Armenier. Bei Bulli-Parade ist nicht so die ganze Show cool. Ja, genau. Sondern einzelne Teile findet man Fragmente manchmal gut. So, Genau. Man hat nicht darauf so gewartet wie auf Wochenshow oder Samstagnacht. Wochenshow, war das da, wo Rikis Popsofa war? Und genau. So? Und war das, wo Bastian Pastewka, hallo, liebe Liebenden, boah, das war so. Stimmt. Lück, Ingolf Lück. Die gibt's ja auch noch. Fernsehen. Kommt jetzt im Fernsehen. Das war so geil. Guck mal, die gibt's ja auch noch. Rikis Popsofa. Boah, das ist aber ein richtig hässliches Bild. Sieht das schlimm aus. Ich finde die nicht, ne? Ey, weißt du, was ich damals auch gefeiert habe? Kalkofes Mattscheibe. Nee, nie, also ich bin da nie dran gekommen. Das war mein Ding, boah. Da sind so legendäre Sachen. Ey, das sind. Aber auch vieles dürfte ich jetzt schmücken. Weiß ich, wen ihr meint. Das ist die hier, ne? Ja. Die macht die Charaktere doch Hammer, ne? Ja, das macht also, die. Heidi Klum, 1:1.
Auch Dings. Ja, das war jetzt Katzenberger. Das war so, ja, mein, Katzenberger, das war so mein Ding. Ja, der Paul Panzer ist lustig. Paul Panzer ist lustig. Damals diese Telefon war, ja, auch beim Radio, so bevor man wusste, wer er ist. Ey, oh ja, so, ich glaube, viele haben das. Ey, da waren so krasse Sachen dabei, wo er sich selber dann so kaputt lacht und die Leben. Da ist auch überall rumgegangen. Ja, der ruft jeder dir gezeigt. Ja, ja, ey, das war so geil. Ich finde ihn nicht, ne? Das regt mich gerade auf. Ja, du, das ist ein Hirngespinst von dir. Doch. Popsofa, Papa. Rikis Popsofa, ey. Boah, der mit der Lücke. Wer der mit der Lücke? Meinst du Ricky, der mit dieser Lücke? Nein, du meinst den Talkshow. Der meint den Talkshow-Host. Der Ricky, der mit der Zahnlücke und diesen Biene-Meier-Frisur. Krass, Talkshow, sowas Talkshow-mäßig. Ja, ja, das wollte ich auch nachmachen. Wärst du so damals in so eine Talkshow reingegangen? Nee. Nicht? Oder wäre geil? Ich war ja alt genug, genau. Nee. Hat mir nie was gegeben. Ich wäre sofort reingegangen. Ich auch. Ja, ich auch sofort. Also ich glaube, die gibt's nicht mehr jetzt. Die gibt's ja jetzt nicht mehr. Doch, auf Sat.1 Gold und sowas. Ja, aber ja, sehr wenig. Guck mal, wie viele es gab. Ist nicht wie Andreas Türk, ja, Arabella. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, weil es jetzt Rap gibt. Das ist, oh, das ist gut. Die nächste stumpfe Unterhaltung. Andreas Türk, der wurde ja auch richtig auseinandergenommen, ne? Ja, die Leute haben sich da einfach gebieft. Die sind da hingegangen und die haben sich da alle gebieft. Ja, in Amerika war es ja noch krasser, so Jerry Springer und so, ja, die haben sich geschlagen. Mit zwei Bodyguards. Ja, ja. Da hat doch einer in Amerika bei einer Frau, so einer Blondine, kurze Haare, ungefähr bis hier, schulterlang. Mhm. Die hat ja damals einen Typen eingeladen, der wollte seinem besten Freund die Liebe gestehen. Mhm. Hat er dann auch gemacht und dann 3 Tage später hat der beste Freund ihn umgebracht. Boah, echt? Weil er gesagt, du hast mich vor das ganze Land blamiert. Boah. Und er hat ja dann lebenslänglich gekriegt. Ja, die Sendungen haben ja davon gelebt. Das ist so ganz krass. Ja, aber eigentlich kriegt man da eigentlich kriegst du da eine Haltung von denen, ne? Du, das ist ja alles nicht echt. Ja. Ne, die Leute, die nee, da, aber die positionieren dich ja schon. Genau, du bist heute pro Veganer. Ja, ja. Und du bist, genau, du warst mit dem zusammen, aber ja, du hast ihn mit ihm betrogen. Ja. Du kriegst die Rolle ja da. Ja. Es ist ja alles nicht echt. Also ich war ja bei 2 Talkshows. Ja? Ja, ja. Echt? Welche? Ja. Bei wem? Ich war bei Bärbel Schäfer und bei Tobi Schlegel. Nein, bei Bärbel Schäfer warst du. Ey, wenn Bärbel Schäfer ist wenn das einer finden King würde, dann wäre meine Karriere vorbei. Wirklich. Warum hast du das gemacht? Boah. Ist ja besser als das Bomben. Ja, das ist noch besser als das Bomben. Wie ich da aussah, Bruder. Was? Tobi Schlegel war aber nicht lange erfolgreich. Tobi Schlegel war ich. Ja, genau, das ist nicht so die. Also Tobi Schlegel war ich irgend so ein Thema Player und Frauenklammern, irgendwie sowas. Okay. So, aber Bärbel Schäfer, das ist eine Nummer, Bruder. Ja, Bärbel Schäfer. Wie Hans Meiser. Genau, Hans Meiser ist Top One. Ja. Ne? Dann kommt Bärbel Schäfer, Arabella und sowas. Das ist Andreas Türk. Und dann kam irgendwann auch Britt, ne? Die war dann Britt war Platz schon, 6, genau. Platz 7. Aber Hans Meiser war ein King zeitlang. Hans Meiser war der Erste. Hans Meiser, ja, klar. Hans Meiser war einfach so der. Sieht aus wie unser Bundespräsident. Hat das Game etabliert. Genau. Und als er es verlassen hat, ist alles eingestürzt. Du bist der Shook Knight der Talkshow. Der Shook Knight. Hans Meiser. Von der Seite. Ja, der ist von den Wits. Erzähl mal, was er macht bei Bärbel Schäfer. Ey, keine Ahnung, da war ich da und hab irgendwas gelabert. Aber ich war aber auch schlagfertig, ich habe mich ja mit Leuten angelegt, schon so Roast-Game, Ballpoint. Aber es war etwas, das eigentlich gar nicht deine Meinung ist, ne? Nee. Aber wie alt warst du da? 37? Komm! Was, 37? So lange ist das jetzt auch nicht wieder. So lange ist das jetzt auch wieder nicht her. Du weißt ja, wie alt er ist. Ja, wenn du 37, dann wäre das ja vor 5 Jahren gewesen. Nee, 49 ist er jetzt. Ja, siehst du. Deswegen sage ich doch. 13 Jahre. Das muss weit vorher gewesen. 12 Jahre, 13 so. Jahre. Oh Mann, ey. Du bist älter als Benaiser, ne? Ich bin ältest überhaupt. Ja. Nee, ich bin älter. Nein, er. Nein. Doch. Er ist wirklich älter. Ja. Krass. Die haben ihn so eine, in seinem Respekt. Weil die nur 8 Staatsbürger haben. In seinem Land haben sie gesagt, komm, du bist einfach 7-mal älter als die Leute, die wir sonst. Findest du nicht, was denkst du, würde passieren, wenn alle Maghreb-Staaten ein Land werden würden? Wäre das gut? Irgendwie schon. Ach, aber du Scheiße. Ja. Ich sehe nicht so die Unterschiede. Ja, ich sehe auch gar keine Ahnung. Schon die absolute. Chefo, Tunesien, Marokko und Algerien wird ein Land und Libyen auch noch. Ägypten auch noch dazu. Nein, Ägypten nicht, weil die sind anders. Genau, die zählen ja auch nicht als Maghreb-Stadt. Die zählen sich selber auch nicht. Ja. Die zählen sich selber als Ägypter. Ja. Die haben einfach so ganz alte Geschichte und so. Ja. Ne? Die sind cool. Genau, wir sind. Die sind nichts gegen Ägypter, ich liebe euch alle. Ne? Aber
Das Boah, die kennen, es gibt nicht viele Ägypter in Deutschland. Kannst nicht mit brauchst nicht mit Shitstorm zu rechnen. Also die kommen Shitstorm meistens kannst du nur, wenn du gegen Albaner oder Kurden hast. Und bei Ägypter kannst du ruhig raus. Die einzigen Ägypter, die du irgendwann siehst, sind die auf deiner Comedy-Show mit einer deutschen Frau zusammenkommen, die dann verheiratet sind. Ich kenne ein paar. So. Kennst du Ägypter? Ja, klar. Ja? Ich kenne einen. Wen? Ja, ich kenne den, das ist jetzt nicht mein Freund. Ja, sag doch, wie heißt der? Ich weiß nicht. Thorsten. Ich kenne so 10 vielleicht. Ey, 10? Ja. 10, das ist ja halb Ägypten. Ich habe noch nie Ägypten, ist groß, ich habe noch nie Ägypter gesehen. Wie, du hast noch nie einen gesehen? In Deutschland? Ja. Du kennst keinen Ägypter? Ein Ägypter? Gehen wie ein Ägypter. Kennst du das von den Ärzten? Aber Tunesien gibt es ja auch nicht viele hier, oder? Ja, aber die gibt's. Tunesier kenne ich mehr als Ägypter. Ja, klar. Ja. Ägypter. Also locker das Dreifache. Ägypter also. Ist sowas Suspektes. Kennst du einen aus Nepal? Nein, so krass ist es nicht, Mann. Henny ist Ägypter. So ein aus Nepal. Ja, Henny ist Ägypter, stimmt. Ja. Ja, das ist der Einzige. Okay, was für einen Hund in Deutschland hast du noch nie getroffen? Wo du sagst, ey, da wo der herkommt, noch nie gesehen. Okay. Ägypten? Na, nee. Ja. Ich habe noch nie jemanden getroffen aus, wie heißt dieses Zeugs? Zeugs? Suriname. Auch, habe ich auch noch nie jemanden getroffen. Neuseeland? Nein. Neuseeländer, wie sehen die eigentlich aus? Neuseeländer, so wie, die sind so. Ja, aus Neuseeland habe ich aber wirklich auch noch nie. Würde mich aber auch nicht so sehr wundern. Wie Hawaiianer. Ja, die Aborigines. Ja, die ne, Original. Da, aber die anderen Neuseeländer sind ja, jetzt außer diese Aubergines. Ja. Aubergines. Mann, wie heißt das Ding? Das ist so eine Insel auf der Höhe von Nordafrika. Hast du schon mal einen Japaner kennengelernt? Ja, klar. Weißt du überhaupt, dass er Japaner war? Vielleicht ja, sah er nur so aus. Das war, hat er dir gesagt, er ist Japaner? Ein richtiger Japaner. Blumio. Kennt ihr Blumio? Ah ja, Blumio. Ich habe den geschrieben. Ach. Soll ich sagen, warum? Guck mal, wie krass. Ja. Ich habe auf der, Insta... Rap-Nachrichten. Ja, ja, genau. Ich habe den irgendwie auf Insta entdeckt. Guck mal, wie krass. Ich hab, guck mal, wie geisteskrank ich bin. Ich habe den irgendwie auf... Ich weiß nicht, wie ich auf sein Profil gekommen bin. Und dann sehe ich, der lebt in Japan. Mhm. Der ist der lebt in Japan. Und ich sehe so, weißt du, was ich mache? Ich schwöre, ich zeig's dir. Ich schreibe ihn einfach an. Schreib, Junge, was machst du in Japan? Schreib das so zurück. Ja, ich lebe jetzt hier. Ne? Dann schreib ich's, warte, ich sag dir genau den Dialog. Warte. Dann sag ich, ja, willst du nicht wiederkommen oder was? Ey, das war so geil. Warte, der Blumio. Ja, kannst du den Benicer? Ich kenne ihn durch Haben. Haben ist dieser schwarze Brother, genau, der Manager von genau. Adrian. Ey, wie gut bist du? Nein, nicht der. Das wie ist auch ein Haben. Also es gibt zwei Haben. Genau, es gibt auch einen bei uns in Aber dieser Haben, dieser Rapper, schöne Grüße, ja. Den kennst du übrigens auch, mit dem bist du richtig cool, ne? Ja, wir sind zusammen aufgewachsen. Also zusammen wirklich von Kind auf. Ja, hier, guck mal da, das war der Dialog. Guck mal, ich hab den angeschrieben. Blumio. Was machst du hier? Blumio, Alter, was machst du in Japan, Junge? Düsseldorf ist doch auch Japan. Hättest du gleich hier bleiben können, schreib Düsseldorf hat die größte japanische Community. Ja, schreib ich dem noch. 50.000 oder was Japaner. Mach hier Musik auf Japanisch. Hey, hey, ja, könnte man denken, aber Tokio ist dann doch eine andere Nummer. Mm. Dann schreibe ich ihm nochmal, hat er mich ignoriert. Hat er keinen Bock mehr. Der macht jetzt aber gerade in Japan und in asiatischen Ländern sind eigentlich Ausländer mehr gefeiert als die selber. Ja, weil es sind nicht so viele, es gibt keine große ausländische Community. Wenn du jetzt hingehst als Deutscher, es gibt ja einen deutschen Rapper, glaube ich, in China oder Japan? In Japan, glaube ich. Aber der rappt nicht auf Deutsch. Der rappt auf Japanisch wäre krass. Nein, der rappt auf Englisch, glaube ich. Aber so Nana-Englisch bestimmt. Was ist denn Nana-Englisch? So, Booyah, that's the name of the game. Was ist denn Cheyenne-Englisch? Cheyenne-Englisch ist besser als Nana, weil es hat einen gewissen Wert. Weil es ist tiefgründiger, man muss so zuhören. Und das so, Booyah, that's the name of the gang. Me and my boys, every day we hang. Das ist so, du schreibst das mit deutschem, mit englischem Lexikon. Ja. So. Ah, Schulenglisch-Rap, ne? Ja. Ja. Jetzt kommt, wir stellen jeden Gast eine Frage. Ja. Weil ich bin so eher so der, ich bin eher so der Bowler, das ist eher so der Fechter von uns. Was für eine Sportart bist du so, dass man dich wenn man dich kategorisieren müsste, welche Sportart wärst du? Also er ist ja so ein Fechttyp, das sieht man ja auch. Ich bin so ein klassischer Bowler. Du bist Basketballer, ne? Nee, habe ich auch gespielt. Ja. Ne? Aber wo siehst du dich? Oder wo hast du einen Wunsch zu sein? So 1500 Meter Lauf. Ja? Ja, aber das ist unstylisch. Nein, warum? Das passt zu ihm. Weil du hast so einen Äthiopier-Körper. Ey, Bowlen ist stylisch, oder was? Nein, ich meine sowas. Okay, gehst du vom Äußerlichen, oder? Nein. Nein, so was zu dir zur Person passen würde. Ja. Du bist doch kein Läufer. Doch.
Nee, der ist so ein Schläfer. So ein Stratege irgendwie. Nee. Ja, aber Laufen ist auch Strategie. Quatsch. Ja klar, du musst dir deine Zeit ein... Also du musst einfach schneller laufen. Jetzt sagt jeder Flüchtling Stratege oder was? Warum? Weil die alle laufen können. Ja klar. Ja, auch als Flüchtling musst du Stratege sein. Du musst ja da ankommen, wo du hin willst. Ja, das ist gut. Gutes Argument. Also nee, ich glaube, wenn du beneidest eine Sportart geben könntest... Da gibt es ja diesen geilen Witz. Nee, warte. Wenn ich beneidest... Ich hätte gedacht, der ist so der Basketballtyp. Ja, was ich am liebsten spiele, so Basketball, Fußball. Aber guckst du Basketball, verfolgst du das? Nee, nicht mehr. Ganz früher, als diese heftigen Mannschaften da waren, ja. Da habe ich es verfolgt und da habe ich es auch geguckt und geguckt, wer ist... ja, der Man. Genau, aber du kannst mir jetzt die ganzen Basketballer... Typ. Batman finde ich cool. Finde ich auch cool. Also obwohl ich euch übrigens beide abziehe. Ja, ja. Ist sehr anstrengend, ne? Ja. Darf man nicht unterschätzen, ne? Was du denn mit deinem moorigen Körper? Guck mal, hör mal zu. Also was genau? Die Sportart, in der ich gut bin? Nein. Oder wo du gerne wärst, wenn du ein Star-Athlet sein könntest. In welcher Sportart? Genau. Ach so. Ja, wenn du jetzt aussuchen könntest. Wenn du jetzt aussuchen könntest, du wärst jetzt der. Der Man in dieser Sportart. Ja, dann Golf. Echt? Ja, Mann. Ich wäre so der erste Nafri Tiger Woods. Nicht mit eigenem Caddy. So Marokko würde dich feiern anderen. Und so. Ja, ich hätte so einen Franzosen als Caddy. Ja. Extra so ein... Extra so Reverse. Genau, so. Richtig. Und ich würde den nur Arabisch sprechen lassen. Da musst du alle... Aber Golf wird dir stehen. Ja. Findest du? Aber mit was für... Würdest du so dann so richtig so mit Hemd, Polunder? Mit Jalab. Richtig. Zu provokant, extra, was dein Golf mit Golfplatz. Genau. Dieses Golfturnier ist gesponsert von Rolex. Ja, ich würde das Hole in One mit Krückstock. Ja, das ist geil. Mit diese umgebogene, teilweise mit Regenschirm auch. Ich würde ja gerne mit ihm Golf spielen gehen, aber ich glaube, wir werden vom Resort direkt rausgeschmissen. Warum? Ja. Weil da ist Ruhe. Da darfst du nicht so lachen. Also jemand, wie darfst du nicht so lachen? Siran oder was? Guck mal. Wenn jetzt jemand daneben schlagen würde, wie würdest du reagieren? Benehmen was? Du siehst, der schlägt einfach daneben. So mit Vollschwung, das ist lustig. Ja, würdest du lachen? Ja, klar. Stell dir vor, das ist einfach so ein hohes Tier von so einem Unternehmen. Da würdest du sagen, weißt du was? Erst recht lache ich. Ja, genau. Nee, ich lache. Das ist nichts für mich. Würdest du da essen, so brunchen für so ein Brot mit so einer Scheibe Wurst, 18 Euro? Ja. Ich bringe meinen Döner mit so einer Alufolie. Ja. Deswegen, wir gehören da nicht hin. Aber das wäre stylisch, wenn irgendwann so ein Golfer kommt, der so Grund, Döner isst auf einer Hand und dann so plack. Hammer. Aber das hat schon einen Grund, warum da ein Zaun drum immer ist. Dass wir nicht reinkommen. Aber irgendwann kommt der Erste. Das wäre auf jeden Fall die Sportart, mit der ich gerne berühmt geworden wäre. Ja. Wenn ich als Sportler, das oder Formel 1. Ja, aber das ist gefährlich. Formel 1? Nein. Das ist gefährlich, da kannst du sterben. Was bei Formel 1? Ja. Aber guck die ganze Welt und du bist einfach der Formel 1-Star. Stell dir vor, der Erste. Ich glaube, der eine ist hier sogar aus Wiesbaden. Wer ist das? Sebastian Vettel? Ist der aus Wiesbaden? Ja. Nein. Nico Rosberg. Ist der aus Wiesbaden? Der ist aus Wiesbaden. Ist der? Ich will den Rennfahrer, der so Nordin Berlauer oder so. Ich gucke jetzt. Ich will nichts Falsches sagen. Ich bin auf den aus. Ich bin nicht auf Sebastian Vettel aus. Ich bin auch nicht auf Tiger Woods. Ich bin auf Tarek Ebne Wood. Auf den bin ich aus. Der will ich sein. Ja. Ach, krass. Mit dem war ich beim Kölner Treff. Ja, der hat aufgehört, der ist einmal Weltmeister geworden. Ja, genau, stimmt, der ist hier aus der Gegend, ne? Ja, hier. Warst du beim Kölner Treff? War cool. Wie war's da? Bring uns mal rein. Ja. Schein, trägt diese Kanakenpolitik. War cool, jeder erzählt so seine Geschichte, der hat auch interessante Geschichte gehabt. Ja. Da war so ein Mädchen, die ist mit 14 allein um die Welt gesegelt, Alter, richtig heftig. Und mit 16, mit 14, eiskalt. Ja. Achso, das hat voll der Unterschied gemacht. Wie hat die gelebt? Das macht einen Unterschied. Ich sag dir auch welchen. Mit 14 bist du noch in der Schule, mit 16 bist du fertig mit der Schule. Ja. Was sagst du jetzt? Ne? Ja. Nailed it. Ich sag dir was. Ja. Ich bin schon weit über 16. Ja. Und ich würde mich nicht trauen, alleine in ein anderes Land zu fliegen. Ja, aber mit 14 hast du noch die Verantwortung, in die Schule zu gehen. Das wie, heißt, die ist alleine gesegelt? Die ist alleine gesegelt, alleine im Boot. Die ist aufgewachsen im Boot. Wie alleine? Ja. Alleine ohne jemanden dabei. Nein, alleine. Wie hat sie gegessen? Wo hat sie das Geld her? Die hat einfach hier und da mal angehalten, Essen geholt. Und wie gesegelt? Durch die ganze Welt? Um die Welt einmal. Was, wenn so Turbulenzen und Sturm war? Dann kommen die halt. Die hat das alles erzählt. Musste den Talk reinziehen. Das war auch ein großes Ding. So. Deutsche? Nee. Das machen Deutsche nicht. War sie Holländerin oder Engländerin oder Australien? Australien? Die sind alle durch da oben. Neuseeland. Bestimmt, ich guck jetzt. Finnen. Ja. Okay, warte mal. Wie heißt sie? Weißt du es noch? Ich weiß nicht mehr. Warte, 14-Jährige.
16 hat er doch gesagt. 14. Nein, ich habe 14. Genau, ich habe dann nachher korrigiert. Mit 14, die war ja schulpflichtig. Die musste ja selber ihr Schulmaterial auf diesem Boot. Aber warum hat sie das gemacht? Sie geht allein um die Welt. Die wollte einfach selbstständig. Erlaubnis vom Gericht hat sie bekommen. Laura Decker. Ist Holländerin? Ist es sie? Kann gut sein. Hier. Nee, das geht nicht. Okay, warte mal. Sicher? Sicher. Die ist die einzigste 14-Jährige. Mann. Fragen wir mal Kelly, warte mal. Angekommen in der Karibik. 16-Jährige Laura Decker schafft Weltumsegelung. Ich glaube nicht, dass es mehrere davon gibt. Ist sie das? 27.000 Seemeilen. Ich gucke jetzt auf. In etwa 500 Tagen. Die 16-Jährige Niederländerin. Ja. Guinness Buch der Rekorde. Da haben wir sie doch gefunden. Also Respekt. Respekt. Komm, kann man nichts anderes sagen, ne? Hier. Wenn wir noch beim Kölner Treff? So ein Koch. Bubab. Bubab. Und der Rennfahrer. Ja. So eine. Nils Bockelberg. Ja, Interviewerin. So ein, ja, das war's. Ja, wie ist es so am Kölner Treff? Wie ist das? Es war kein Publikum da. Ah, okay. Ja. Also redet man so einfach wie hier drauf los oder ist das schon gesteuert? Du hast vorher ein Dingsgespräch, man interviewt dich, ne? Und dann arbeitest du dich durch die Fragen durch. Man geht vorher kurz ein bisschen durch, aber okay. Auch viel spontan. Du wirst auch dazu eingeladen hier, auch wenn die anderen Gespräche da sind, kannst du ruhig was sagen. Ich darf ich überhaupt so viel Internes reden? Alter. Klar. Bist du auch so sozusagen gebremst, also sagen, ey, guck mal, wir haben jetzt wenig Zeit. Nee, das muss, wenn die Zeit vorbei ist, die vorbei. Das war auch bei mir das Traurige, ich war ganz zum Schluss dran. Und mir kam das sehr kurz vor, aber im Nachhinein war es gar nicht so kurz. Und ja, dann hast du halt vorher schon alle anderen Gespräche durch und dann kommst du zum Schluss und hast die restlichen paar Minuten. Ist cool, ist eine coole Runde. Mal macht es diese Beate Use. Lebt die noch? Hey, was ist mit Beate Use? Lebt die noch? Weiß ich nicht. Hat sie überhaupt mal gelebt? Ich dachte, das wäre nur eine Marke. Gab es die echt? Nein, klar. Nein, die gab es nicht echt, das ist nur eine Marke. Natürlich gab es die. Wie der so redet, als ob die mit dem in der Schule war. Na klar, ich kenne die doch. Nee, ich glaube Beate Use einfach, weil B.Use ist Buse. Nein, die gab es wirklich. Der labert doch. Ich zeig's dir jetzt, wie die aussah. Hier. Das war die. Das war die nicht. Doch. Hier. Das Gesicht. Hier. Nee. Ich kenne mich doch aus. Ja, das war die dann irgendwann. Hier. Alter, also, zeig mir selbst mal. Wie sah die im Original aus? Unternehmerin Beate Use ist tot. Das ist der Vater von Jürgen Klinsmann. So, hier auf der Vater von Jürgen. Okay, hier. Ich zeige euch jetzt mal. Unternehmerin Beate Use. Schade, können wir nicht mal einladen. So. Also Beate Rottermund Use, geborene. Oh, Rottermund, Alter. Achso, Rottermund. Beate Rottermund Use, geborene Beate Köstlin, war eine deutsche Unternehmerin. Die Kunstflugpilotin gründete nach dem Zweiten Weltkrieg in Flensburg den ersten Sexshop der Welt. Ach, krass. Was? Ja, die war die absolute aller. Die börsennotierte Beate Use AG. Wie schwer das für dich ist, und alle war ein Marktteilnehmer im erotischen Zubehörhandel. Dir ist klar, dass man Lesen in der Schule gelernt hat. Ja, das, ich kenne so Wörter nicht. Ich bin christlich aufgewachsen. Wir sind in so einer Pfarrerfamilie aufgewachsen. Wir kennen so Wörter nicht. So, hier. Also, guck mal, jetzt redet ihr nicht mehr über die so schlecht. Nee, ey, Respekt, es gibt die echt. Und, ja. Warte, unsere Ausgangsfrage war, lebt die überhaupt noch? Nee, die lebt nicht mehr, die ist von uns gegangen. 2001. Krass. Ja. In einem Jahr, wo einiges geschehen ist. Okay, jetzt haben wir es raus. Unsere fantastischen vier sind deine Beate Use. Ja. Was hältst du von Jan Ulrich? Der Fahrradfahrer? Ja.
Warum wurde er so gefeiert? Fahrradfahren kann ich auch. Ja, ist ein absoluter Junkie, Anna. Ja, die dopen alle. Das ja. war so heuchlerisch, wie ja. die den an den Pranger gestellt haben. So, oh, der Skandal, er hat gedopt, alles wurde ihm aberkannt. Ich wundere mich, dass er auch noch Jan Ulrich heißt. Die wollten ihm wahrscheinlich den Namen wegnehmen. Jeder dopt, wie die so getan haben, als hätte er irgendwie so ein Baby ermordet. Ja, also beim Fahrradfahren ist glaube ich, normal. Jeder dopt. Jeder. Ja, das ist nur Kunst. Das Dopen ist da die Kunst, nicht das Fahrrad. Ja. Wie er schon sagt, Fahrradfahren kann jeder. Dopen ja. nicht. Ja. Ich kann auch Fahrrad fahren. Ich habe es mit 3 gelernt. Ja. Ohne Stützräder. Ja, aber fahr mal so 47 Kilometer. Genau. Ja. Fahr ich. Ja. Mein Vater ist mehr gefahren. Genau, darauf kommt es an. Um das zu schaffen, musst du richtig dopen. Ja. Denkst du? Es geht um das Dopen, nicht um das Fahrradfahren. Ja. Die Kunst ist nicht erwischt zu werden. Was heißt dopen? Also Spritze irgendwo rein? Genau. Und dann hat man bam, so adrenalinmäßig. Nein, genau. Es gibt so verschiedene Sachen, die ja. zur Regenerierung, zu was weiß ich, damit du mehr Kondition hast, damit du mehr trainieren kannst. Echt? Damit, ja. Wann dopst du was? Ja. Es ist eine Sportart. Deswegen, die haben den komplett zerstört, als wäre der so Adolf Hitler. Als hätte er so was ganz, ganz Schlimmes, so völlig übertrieben. Deswegen, Jan Ulrich, wenn du Bock hast, komm vorbei. Aber nicht mit Fahrrad. Nicht mit Fahrrad. Nicht am Fahrrad. Komm mit Auto, Junge. Der Typ ist eine Legende, das muss man respektieren. Benaisa, was steht jetzt noch an, projektmäßig, die nächsten paar Wochen? Boah. Das ist ja Lockdown, ihr könnt ja genau, nicht auftreten. Lockdown. Also, love Lockdown, Love Lockdown. Nichts mehr. Also bis Ende des Jahres überhaupt nichts mehr. Mir ist alles weggebrochen gerade. Aber ich habe dieses Jahr schon genug gemacht. Wir haben die Serie, wie gesagt, dann waren noch jede Menge paar Fernsehaufzeichnungen, jede Menge Live-Aufzeichnungen noch. Und eine Aufzeichnung haben wir noch mal als Rebell gemacht, die kommt auch bald raus. Und mit Corona-Regeln? Mit Corona-Regeln, ja. Wie war's? Oh Mann, du machst mir richtig Angst für meine bevorstehenden ja, Sachen. Ja, es geht, Mann. Wir haben vor 50 Leuten gespielt, oder was? Das war okay. Also eigentlich so wie immer. Ja. Das war okay, weißt du, aber besser. 50 Leute ist doch auch was. Ist auch cool, hat auch seinen Charme. Da hat man doch wieder dieses der Raum doch so Stand-Up-Amerika, halt, Stand-Up-Comedians an Amerika. Die wollen doch extra von den großen Bühnen weg in so ganz ja, klein. Wenn du in einem kleinen Raum bist also. Und da passen nur 50 oder war der rein, der Raum war leider groß. Ja, weil die Abstandregeln, ja, genau. Dann sitzen die so. Weil du musst, das muss ja in der Aufzeichnung auch gut aussehen. Ja. Und dann hast du da nur 50 Leute, dann ist halt so ein bisschen traurig. Aber genug für das Jahr gemacht, auf jeden Fall. Die Serie gedreht, ein paar Sachen aufgezeichnet, ein paar Live-Auftritte hatte ich auch noch. Und jetzt ist alles weggebrochen. Keiner weiß, wie lange der Lockdown geht. Ich rechne nicht damit, dass wir nächstes Jahr noch groß spielen können. Also mal gucken, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Geplant ist nicht viel. Ja. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, also Lockdown nicht das, was wir jetzt kennen, was immer in der Vergangenheit war für uns, wir dürfen nicht raus oder Shisha, was so Restaurants sind zu, sondern Comedians, Veranstalter, Freiberufler, die in der Veranstaltungsbranche sind, die haben schon seit einem Jahr Lockdown fast, ne? Nee, zwischendurch gab es dann Regelungen. Einige haben sich haben da gute Konzepte gefunden auch. Quatschclub zum Beispiel hatte einfach runter reduziert. von 280 Leuten auf 100 oder was? Die ja. da, oder 80. Hygienekonzepte runter und am Ende Schluss. Genau, und jetzt Schluss. Wie lange denkst du? Ich glaube, dass wir nächstes Jahr immer noch nicht richtig. Auch nicht im Sommer? Auch was? Im Sommer, wie lange ja. noch? Ich glaube, so bis wir wieder den alten Zustand haben. Ja, so genau. Geht nichts mehr. Mit Maske, so. Corona, so. So, keine Maßnahme, ist alles wie normal. Oh, ich glaube, so 32. 5 Jahre vielleicht. Was? Ja. Dass nein. alles so wieder wie vorher ist? Doch. Nein, locker. Ich schwöre, dann wandere ich aus. Ja, locker. 5 Jahre niemals. Ich schwöre, ich wandere aus. Wohin denn? Ist doch überall. Ich gehe dahin, wo die sich in die Regeln schalten. In ein paar Länder gibt's das nicht. Wie? Denkst du, Marokko tragen die Masken, Bruder? Doch, die tragen Eiskaltmasken. Ja, ja. Genau, der Marokko so morgens de Fer holen geht. Ey, der Polizist haut dir auf die Fresse, wenn du keine Maske trägst. Der nicht. Zieht dir am Schnurrbart. Sag, wo ist deine Maske? Deine Lippe ist im Nado, du bist noch immer. So schlimm, Alter. Ist nicht wie hier, dass der Polizist mit so Strafzettel kommt. Ja, ich habe keine Maske an. Sondern der schlägt dich einfach. Oh Mann. Ja, überall. Du kannst dich da 5 Jahre. Ich glaube 5 Jahre, ja. Nein, das wäre. Dann spiel es doch mal durch. Womit soll das denn aufhören? Einfach so, von einem Tag auf den anderen. Und wodurch? Der Virus ist ja da. Ja, dass irgendwie das nichts mehr passiert. Die erkennen an, dass, okay. Wer erkennt was an? Also die Leute, die Entscheidungsträger. Die Experten. Die Entscheidungsträger. Die so krass Experten sind. Genau. Ja, die Entscheidungsträger in diesem Land ja. sagen, okay, wir müssen damit leben. Wir können jetzt nicht in Panik leben. Jeder soll machen, was er will. Und die riskieren, dass voll viele Menschen sterben. Ja, Moment. Das sollen sie natürlich nicht riskieren. Sondern ja. die sagen, wer stirbt, deine Zeit ist gekommen.
So wie. Guck mal, ich kann ja auch nicht sagen, ich gehe nicht mehr vor die Haustür, weil sonst trifft mich ein Auto. Das kann sein. Immer wenn ich meine Wohnung verlasse, kann es sein, dass mich ein Auto befährt. Richtig? Ja, es könnte ich auch einen Blitz treffen oder genau. Sowas, ne? Aber das ist eine unberechenbare Gefahr. Ja. Aber Covid ist eine berechenbare Gefahr. Genau. Aber wie viel Prozent sterben von Leuten, die infiziert sind? Weiß nicht, woher holen die denn die Sterberate? Ja, ich weiß es nicht, hoch. Ich frage. Ja, die stecken sich irgendwo an. Ja, aber nee, wie viele sterben von denen, die Covid-positiv sind? Boah, keine Ahnung, ich habe die letzten Zahlen jetzt nicht gesehen, aber Sterberate ist gerade trotz Lockdown wieder hoch. Die ist mehr, als sie sonst war. Ja, aber wieso? Wir haben Infektionen so an die 20.000 pro Tag. Ey, du gehst raus, jeder sieht aus wie Sub-Zero und Scorpion. Ja, nee, das ist ein Unterschied. Infektionen nicht. Wir haben nachgewiesene Tests 20.000. Genau. Du kannst aber eigentlich nur eine Infektion bestätigen, wenn du Blutabnahme gemacht hast. Das ist die Regel eigentlich. Die machen alle diesen Speicheltest. Das ist nur ein positiver Test. Ja. Mehr ist das nicht. Aber es beweist nur nicht, dass du eine Infektion hast. Aber es beweist, dass du den Virus weiterträgst. Nein, also es hat eine riesen Fehlerquote. Es beweist, dass da Viren sind, ja. Aber ob das für eine Infektion reicht. Ja. Es gibt ja auch Viren, wir können ja. Zum Beispiel, sagen wir mal bildlich gesehen, 10 Viren, Das ist ein Test positiv, ja. Aber du brauchst 30 Viren, um erkranken zu werden. Okay. Deswegen muss man eigentlich danach zum Arzt und nochmal eine Blutabnahme machen, dann weißt du, ob du wirklich infiziert bist oder nicht. Okay. Und wenn du infiziert bist, ob du genug Viren in dir hast. Mhm. Das aber wir haben 2000 Intensivbetten, die in Deutschland belegt sind, 2000 oder 2100. Ja, und ich glaube noch 13 sind frei. Nee, ich glaube bis zu 5000 oder sowas. Nein, 15, wir haben sogar 25.000 Betten jetzt, glaube ich. Boah. Die haben doch aufgestockt seit letzten 7-8 Monaten. Okay. 5000 gab es in Italien oder Frankreich. Vielleicht okay. Deswegen hast du die Zahl im Kopf. Ja, okay, das kann gut sein, dass ich das verwechsel. Aber es sind 2100 Intensivbetten und es sterben auf jeden Fall immer mehr. Fakt ist, da müsste jemand sagen so, okay, scheiß drauf, auf die sterben, ist halt so. Genau. Ja, aber kannst du nicht, erklär das mal der Familie, die, auch wenn der Typ oder die Frau also ich denk mal, über 80 ist. Covid wird genauso da sein wie irgendwann die Masern, Windpocken. Ja. Ah ja, aber es wird eine normale Sache. An den normale Masern Sache. Sterben genau, auch wir werden manche. Damit leben. Es werden normal, man muss jetzt damit leben. Die müssen jetzt nur gucken, wie weit reicht die Entwicklung von der Technologie, bis sie herausfinden, was das wirklich ist, ja. Es kann ja auch sein, dass sie in 5 Jahren sagen, wie du sagst, ey, das war gar nicht so schlimm, das ist nur eine ganz normale Grippe. Oder die sagen, nee, war doch sehr heftig. Das wissen wir ja. Wir wissen ja, dass die Wirkung davon, was da passiert, die Symptome kennen wir ja. Ja. Ne? Also wenn es die Lunge angreift, ist... Aber die Nachhaltigung, man weiß ja nicht, was in 10 Jahren damit ist. Nee, das weiß man nicht. Man weiß nicht, der zum Beispiel das einmal hatte, ob der in 10 Jahren immer noch Schäden davon hat. Aber es reicht ja schon, dass gefährdete Leute davon sterben können. Mhm. Das ist ja schon Gefahr genug. Und diese Leute muss man ja schützen. Und das geht nur dadurch, indem wir irgendwann Impfstoff haben und alle so präventiv impfen. Und selbst wenn wir den Impfstoff haben und der in Masse angefertigt werden kann, die Kapazitäten sind so, dass man pro Tag, glaube ich, 60.000 Menschen impfen kann in Deutschland. Und bis du 85 Millionen durch hast, kannst du dir ja ausrechnen. Dafür alleine wirst du schon 2 oder 3 Jahre brauchen, nur um die Leute durchzuimpfen. Und kann ja sein, dass du trotz Impfung, dass sie nicht funktioniert oder dass du das trotzdem kriegen kannst. Wie bei Masern. Masern ist, heißt ja nicht, wenn du geimpft bist, du kannst es nie wieder kriegen. Ich hatte 2x Masern. Und, deswegen ist AIDS gut, man kann es doch machen. AIDS ist Hammer, du kriegst es einmal, ist positiv. Einmal, dann hast du Ruhe. Das Positivste, das du je kriegen kannst. Ist hast du Ruhe. AIDS. Den Rest ich hoffe, Leben. Jemand sagt so, ey, ich hab Corona und sagt, ey, ich hab AIDS. Battle. Ich hab AIDS, der so, er lässt so Mike fallen. Ich bin besser, guck Mike mal, ich hab die ultimative Frage, ne? Ja. Guck mal, enttäusch mich jetzt nicht. Ja. Du bist ja auch nicht mehr, du bist nicht so alt wie ich, aber du bist nicht mehr der Jüngste. Ja. Weil ich und Cheyenne haben oft diese Diskussion. Ja. Guck mal, versuch jetzt nicht beim Publikum zu schleimen oder einen auf Cineast zu machen. Sag, was du fühlst und was du lieber guckst. Okay. Jean-Claude Van Damme oder Denzel Washington? Jean-Claude Van Damme. Pah! Ja, aber es war. Ja, da fragst du jemanden, der 15 Jahre älter als du ist. Ja, nein, das ist unfair. Das ist nicht unfair. Du kannst erst mitreden, wenn du 5 Van Damme-Filme guckst. Dann darfst du mitreden. Ich muss dazu sagen, Denzel Washington ist der bessere Schauspieler.
Ja, genau, aber er guckt lieber Van Damme-Filme. Ja. Das sag ich auch. Ich sag auch, dass Denzel Washington ein besserer Schauspieler ist als Van Damme. Ja, aber boah, das ist kein Vergleich. Ja, du kannst die schauspielerisch überhaupt nicht vergleichen. Der andere macht ja nichts. Der andere macht ja nichts. Das stimmt nicht. Van Damme, das kriegt nur Sand in die Augen. Ja, so. Jean-Claude Van Damme? Ja. Ja, Jean-Claude Van Damme kann diesen Spagatkick, den kann Denzel Washington nicht. Ja. Sonst hätte er den bei Equalizer gemacht. Ja, genau. Aber der schießt mit so, der schießt mit so Baumaterial. Ja, genau. Also, für Baumaterial schießt er rum, genau. Das ist gut. Das hätte Van Damme niemals gemacht. Van Damme kann kicken, ja. Aber der kann nicht spielen. Ja. Er kann schon spielen. Er kann den Augenzwinkern. So. Ja, den macht er oft im Film so. Ich würde bei einem, wenn ich jetzt rumseppen würde, würde ich bei beiden stehen bleiben, aber den Van Damme-Film würde ich wahrscheinlich durchgucken, weil ich kenne alle Van Damme-Filme, ich weiß, was mich zu erwarten hat, so, und die sind eigentlich immer solide, die Filme. Die machen nie was Heftiges, aber die sind auch nie richtig scheiße. Und bei Denzel Washington kann der Film, es könnte ein Malcolm X sein, so, krasser Film, aber es könnte auch ein, wie heißt der Scheißfilm, Mann, den den dieser Video-Produzent gemacht hat. Mann. Was geht's? Ist er in diesem Zug? Er hat doch zwei Zugfilme. Ja. Einer ist schlecht, einer ist gut, ne? Ja. Der mit John Travolta ist gut, ne? Pelham 183? Ist es der mit John Travolta? Ja, ich glaub, der war das, ja. Das da, wo der, da ist er nicht im Zug, sondern er ist der Zug, Fahrer. Nein, nicht der Fahrer, der ist der in der Leitung. Mit John Travolta. Ah, ja, ja. Einmal der. Der ist doch gut, ne? Der ist gut, und den anderen Zugfilm ist, wo die Bremse nicht mehr funktioniert. Ja. Ich glaube, der war das. Oder ich glaube, beide sind sogar scheiße. Nein, beide sind geil. Ja, nee. Der heiratet doch Denzel Washington, wenn er kriegt. Ey, Denzel Washington hat Hammerfilme. John Q ist heftiger Film. Ja, John Q ist krass. Ja. Malcolm X gegen jede Regel fand ich auch ganz gut. Und was hältst du von Training Day? Auch Hammer. Ja, super Film. Ja. Aber der hat auch ein paar Filme, wo ich mir dachte, Na, welchen? Guck, du kannst keinen nennen. Der hat den Film mit Whitney Houston zum Beispiel. Scheißfilm. Ach so, ja, wo der. Ja, die war auch mit Bobby Brown zusammen. Das ist so. Ja. Das ist keine Relation mehr. Wie, Mann? Ja, das ist sein Argument. Sein Argument ist, man hätte sich von ihr fernbleiben müssen. Yeah. Aufgrund ihres Ehemannes. Also ist er aber nicht. Fakt ist, er spielt in diesem Film. Dieser Film ist scheiße. Er hat's gemacht. Okay, war er schon Denzel oder war er noch so ein Denzel? Denzel, Alter. Nach Malcolm X. Ja. Der Film ist aber nicht so schlecht. Ja, guck. Du kannst keinen nennen. Ja, aber kannst du mit jemandem, der Whitney Houston liebt? Ja, ich liebe Whitney Houston. Mit dem kannst du nicht nennen. Deswegen Preacher's oder Wife? Whitney? Ja, Whitney. Preacher's Wife heißt er, glaube ich. Ja, genau. Ja. Oder Son of a Preacher. Nein, Preacher's Wife. Preacher's Wife. Son of a Geiler Preacher. Geiler Song, Sam. Ja. Denzel Washington, besserer Schauspieler. Aber Van Damme, Junge. Aber Van Damme, guck mal, Action. Bruder. Karate-Tiger. Bloodsport. Red Eagle, Kickboxer, Cyborg, mit stehender Faust, Leon, geballte Ladung, Universal Soldier, Timekopf, harte Ziele, Junge, Sudden Death, The das Quest. Das Ding-Kommando vergessen. Phantom-Kommando ist Schwarzenegger. Achso, guck, alles gleich für mich. Ja, das ist für ihn alles gleich. 80er Jahre, Explosionen, irgendwelche Kicks. Ja, und geile Sprüche. Geile Sprüche. Genau, coole Sprüche. So ganz coole Sprüche. Ja, wobei Arnie war besser mit, und Sylvester Stallone ist cool mit Sprüchen. Ja, aber Arnie war der Sprüche-King. Weiß nicht, war er es oder was? Nee, Arnie hat das schon so etabliert, diese Einzeiler. Ja, sowas findest du bei Denzel Washington nicht. Ja. Aber Denzel Washington kaufst du alles ab. Du willst ihn nicht normal sehen. Wenn du normal es gibt einen scheiß Denzel Washington-Film. Ah, jetzt erleuchte uns. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, weil der so beschissen ist. Dämon, ja, ich glaube nicht, dass Dämon, dieser alte Film. Dämon ist doch gut, Mann. Nein, der ist gut. Da ist er irgendwie so ein Familienvater und sein Sohn will irgendwie was werden und er. Also der ganze Film spielt eigentlich nur im Hintergarten ab vom Haus. Das ist ein neuerer Film. Ach, Fences. Ja. Der ist so beschissen. Der ist auch krasser Alkoholiker. Ja, genau. Ist der neu? Ja, der ist nicht so alt. Also 5 Jahre vielleicht. Ja. Ey, Equalizer 2. Equalizer 2 war scheiße. Der war auch scheiße. Boah, der war so die ersten 10 Minuten. Die ersten 10 Minuten dachte ich, das wird der beste Film der Welt. Aber war scheiße. Der war echt scheiße. Ja. Der erste ist dafür geil. Super geil. Das ist auch genau so meine Art Film. Das ist genau meine Art. Ey, Kinos, wusstest du, wenn es so weitergeht, schließen die Kinos. Genau, die müssen sich was Neues einfallen lassen. Werden die wahrscheinlich auch. Nee, also die Kinoindustrie ist am Ende. Die werden du wirst wahrscheinlich online ein Ticket holen, dann kriegst du exklusiv, könntest du jetzt zum Beispiel, Minions ist zum Beispiel nicht rausgekommen, und dann kannst du das nur in diesem Streaming sehen. Ja, was ja jetzt schon passiert, viele Filme werden, Prinz von Zamunda 2 kommt jetzt auf Amazon Prime exklusiv. Ja, aber die kannst du dann die ganze Zeit durchsehen, ne? Ja, Borat 2 kommt auf Amazon Prime. Die brauchen halt so, dass du einmalig nur den Film gucken kannst und danach ist der weg. Ja, aber das Kinogebäude, Komplex, das wird, wenn es so weitergeht, nicht mehr existieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann weg.
Es gibt keine Kinos mehr. Das ist unsere Kultur stirbt. Ja, es gibt keine Nachos, ja. Keine Popcorn. Nee, die durch Streaming und sowas. Ja, aber wir gehen halt vom Kino. Fahren, treffen, das hingehen. Das wird sterben, dieses Jahr. Auf kurz oder lang. Sei denn Autokinos, ich glaube, die könnten einen neuen Hype kriegen. Genau. Ja. Aber die müssen Nachos und Popcorn einführen. Haben die das? Ja, haben die. Isst du lieber Nachos oder Popcorn? Nachos. Und du? Popcorn. Salzig oder süß? Süß. Und du? Ich nehme beides immer. Was? Ach so, Popcorn beides? Nee, greift auch bei fremden Leuten rein. Okay, Popcorn süß oder salzig? Greift auch bei fremden rein. Also, wenn jemand neben sitzt, eine fremde Frau oder Mann, der greift einfach da rein und isst. Doch, das macht auch wie hinein. Zeugen, oder? Ich habe Zeitzeuge. Popcorn privat salzig? Ja. Immer aber im Kino süß. Ja, privat salzig? Aber ja, die Öffentlichkeit darf das nicht mitkriegen. Ja. Nein, weil im Kino die salzigen Popcorn schmecken nicht, Skandal. Wenn du die selber machst. Das stimmt. Ja, okay, deswegen. Nisa, der Fechter Nisa wurde im Kino erwischt. Ja. Ey, welche Soße bei Nachos? Käse mit Jalapenos. Aber heiß, die müssen warm sein. Ja, warm das Käse muss so schmilzen, dass man so ein Mensch auf dem kalte, da, jemand kalte. Nein, Käse. Ich will so heiß, damit ich das jemand ins Gesicht machen kann, seine Haut ätzt so. Hast du gehört, der von, vor ein paar Tagen hat Lehrer wieder jemanden gegessen? Nee, das war so geil. Nee, hab ich nicht gehört. Ja. Krass, so ein Mathe-Lehrer hat einfach jemanden gegessen. Er hat ihn zum Fressen gern. Ja. Boah. So ein Schüler. Hat ihn gegessen. Ey, ja. Und er hat vorher. In Deutschland? Ja, in Berlin. Boah. Er hat in so einem Forum, ich weiß nicht welches, hat er Fragen gestellt. Lüg nicht. Zum Beispiel, was ist, wenn ich von einem Menschen die Genitalien abschneide, stirbt er danach? Also er wird schon mal absichern. Ey, wenn ich das nehme und esse, wie lange habe ich noch so Vorrat, ne? Bevor ich den einfrieren muss. Und er hat den dann gegessen. Ja, Mathelehrer, stell dir mal vor, du bist in der Schule. Du hast einen Lehrer, den siehst du jeden Tag. Herr, bla bla bla. Und du machst mit ihm Mathe und dies, das. Und der geht einfach nach Hause und isst einen anderen Menschen. Boah. Und kommt am nächsten Tag einfach zur Schule, wie nichts wäre. Da, was musst du für so eine Persönlichkeit haben? Starke Persönlichkeit. Du lässt dich von nichts so aus der Ruhe bringen. Denkst du, Menschenfleisch schmeckt? Ich weiß nicht, wie nah das am Tier dran ist bei manchen Menschen. Bei so Kurden, die schmecken nach Ziege. Wie? Ja, also wenn man Tiere isst, so, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingstier, das du isst? Boah. Welches Tier isst du am liebsten? Lass uns die Veganer abfacken, komm. Lamm, glaube ich. Lamm? Das ist voll richtig. Das richtige Nafri essen. Lamm und stinken. Lamm, genau. Und, ja, aber ey, boah, Lamm Hühnchen ist heftig. So. Was? Hühnchen ist auch Hast du schon mal Taube gegessen? Ja. Hase? Ja. Schmeckt, ne? Hase, Hammer. Hammer, schmeckt sehr gut. Ja. Hase schmeckt sehr gut. Also Ente, ich finde das nicht in Ordnung. Ente? Das sind Tiere, die... Ente habe ich gegessen. Ente ist für mich Dings, wenn man es richtig macht. Ja. Ente ist für mich Hühnchen Deluxe. Ja. Das sind so die coolen. Premium-Ente. Ja, das ist Premium-Ente. Das ist die heftige. Ich hab auch schon mal Strauß gegessen. Und? Ist wie ein richtiges Steak, so wie Rind. Ja. Also man hat nichts mehr von Geflügel. Hast du Hirsch gegessen? Nee. Hast du schon mal Ziege gegessen? Ja. Wie war's? Gut. Gut. Gibt es irgendein außergewöhnliches Tier, das du gegessen hast? Strauß, habe ich schon gesagt. Ja, hast du gesagt, ja. Sind das normale menschliche Fragen? Ja, klar. Oder wird jetzt ein Psychologe draus sagen, ey, die sind geistig. Nein, es gibt Leute, die essen Frosch. Ja. Okay, das heißt, wenn du jetzt zum Promi-Dinner eingeladen wirst, welche Promis würdest du einladen und was würdest du servieren? Was für ein Tier? So Hirsch, Arsch oder Ziege? Boah. Und das will ich auch von dir hören. Ziegenfuß. Boah. Würdest du einen Ziegenfuß geben? Ja, so Ziegenhufe. Würdest du das geben? Ja, aber das muss man so. Aber die Hufe kann man nicht beißen, sondern mit so einer extra Soße aus Ziegenblut. Die Sinn? Müssen so reintucken und dann die Hufe ablecken. Okay, wen würdest du einladen? Leute, die das richtig ekelt. Alle Veganer. Ich würde sie anlügen. Ich würde sagen, ich mache veganes Essen und mach's nicht. Und sag's ihnen danach. Und sag, das waren alles Tiere, die ich selber ganz brutal ohne Betäubung abgeschlachtet habe. Okay, gut, das Kind, so der Tierschutzverein hier zum Podcast. Es reicht ja nicht nur, dass die Frauenrechtsbewegung hier sind. Genau. Okay, weiter. Wen willst du einladen? Bitte sag was Normales. Diese Frage, Alter. Nächste Frage, dieser Huf hat es mir schon angetan. Der Huf, den er im Blut lecken muss, der Typ ist doch krank. Vielleicht ist es auch das AIDS. Ich weiß nicht, ist das der Sinn von Promi-Dinner, die Leute abzuschrecken? Wieso ist das Promi-Dinner? Hat da jemals ein Promi mitgemacht? Ja. Mehr Marashi. I love you, bro. Hat da jemand... Weiß ich nicht.
Da machen immer so. Da macht vielleicht ein Bekannter mit. Ein Bekannter, der zieht drei, so ein bisschen ein paar Leute. Ja. Und so drei, die irgendwo mal als Statisten vorbeigelaufen sind. Ja. Das ist so Vorstufe zu Dschungel, ne? Okay. Nice. Wen würdest du einladen? Ich habe ein perfektes Promi-Dinner, wenn ich das so aussuchen könnte, wie ich will. Ich hab's wirklich. Ich lade ein Stevie Wonder. Mhm. Den schätze ich sehr. Ich respektiere ihn als Musiker. Aber du musst deutsche Prominente einladen. Also deutsche Prominente? Ja, okay. Dann lade ich Otto Walkes ein. Ja. Herbert Grönemeyer? Nee. Warum? Ich habe so kein Interesse, den kennenzulernen. Obwohl ich nichts gegen ihn habe. Mhm. Otto würde ich einladen. Mhm. Ja, ich will ja lachen. Helge Schneider und Stefan Raab. Ja, okay, das ist der absolute Promi, der da ist. Ich habe irgendwo eine Folge. Hier, Fox, wenn ihr mal eine lustige Folge wollt. Ich, Raab, Otto und Helge Schneider. Boah. Was mit dir? Boah. Mussolini, Adolf Hitler. So. Aus Deutschland, sagt er ja, ne? Mhm. Aus Deutschland. Den würde ich einladen. Achi müsste man einladen. Achi, und ja. Teddy und so, den ist lustig. Nee, Achi und Teddy wäre so fast so ein Schlag. Du musst Achi und Harald Schmidt einladen oder sowas. Jo, boah, das ist eine geile Kombi. Ja. Also würdest du Achi nehmen? Ja, doch. Okay, dann hast du noch drei. Harald Schmidt? Oder bist du da denn noch unsicher? Doch, Harald Schmidt. Okay, jetzt boah, das war so lustig, Harald Schmidt. Noch eine Frau, würde ich sagen. Ihr seid ein bisschen frauenfeindlich, finde ich hier. Gerade hier so in die Ecke da. Ja? In der Ecke. Warte, wen würde ich denn nehmen? Du hast noch eine Chance, eine Frau zu nehmen. Ich will aber nicht. Du musst! Das sagten die Leute da draußen, du musst eine Frau nehmen. Nein, kannst du dich zwingen. Doch, dann tritt sie jemand nicht auf. Also Achi Harald Schmidt würde für mich gehen, da würde ich noch eine Frau, aber keine Comedian nehmen, irgendwas Sängermäßiges oder sowas, keine Ahnung. Nee, ich würde höchstens wenn eine Frau einladen, weil die kann dann direkt das Essen machen. Dann kann die sich direkt in die Küche stellen. Stell dir vor, das ist ein schönes Mannsvibe, das wäre doch geil. Stell dir vor, die weiß einfach nichts davon. So. Hey, schön, dass du da bist. Da ist übrigens meine Küche. Du kannst ja anfangen zu kochen. Genau. Hey Harald, mach Schlock, aber hast du spielst FIFA? Hey, mach, wir mögen alles, ne? Boah. Das wäre geil. Ja, wahrscheinlich würde ich, keine Ahnung, jemanden, wo ich denke, dass sie guten Geschmack haben. Es geht gar nicht darum, gutes Essen für die zu kochen, ne? Es geht darum, die abzustrecken, oder? Es geht eigentlich darum, dass du am meisten schleimst. Ja. Es geht ja nicht darum, um dein Essen. Es geht darum, wie hast du die bewirtet, ja? Mhm. Ja, genau. Wie warst du zu denen und wie sympathisch bist du denen? Und dann geben sie dir gute Punkte und dann gewinnst du. Ja, dann durch Sympathie, da brauche ich ja gar nicht gutes Essen zu machen. Dann mache ich einfach so Toast mit Käse und Sucuk. Und dann? Ich glaube, bei Achi hast du gewonnen. Ja. Ja, aber Harald. Ich glaube, bei Stefan Raab auch, der wird das essen. Stefan Raab kriegt man, glaube ich, mit Mettigel. Mettigel? Sowas. Ich glaube, der mag so Mett. Ja, so Mettbrötchen. Ja, genau. Ein gutes Mett hier. Sowas ist der, glaube ich. Ey, so ein Promi-Dinner mit so einem Money. Der auch so einen Charakter hat. Ja, das wäre geil. Das wäre Einschaltquotenrenner. So. Ja, sicher. Sag mir nicht, was ich machen soll. Ich mache das, was ich will. Jetzt hat er so ein Ding wieder mitgebracht. Sieht doch alle gleich aus. Seht ihr den Unterschied? Das ist so geil. Mit Ex kann er gleich. Schmeckt ihr mal Wasser? Ja, ist gut, ne? Umsonst, ne? Das kennt ihr ja. Ja, Wasser schmeckt. Kannst jetzt schlucken. Mittelmeer hat ja nicht gereicht. Ne? So, lass mich trinken, gell? Ja, trink mal. Schmeckt umsonst, ne? Das ist sicher. Das schmeckt, ne? Ja, nimm mal einen Schluck noch hinterher, ne? Ja. So, Junge, lass mich strecke. Alles sicher, was ist los, deiner? Hier, wann ist das Ding mal fertig? Ist ja umsonst. Die kriegen ja auch, die zahlen ja nicht. Ja, du weißt, dass diese Money-Figur sehr beliebt ist bei den Fans, ne? Ja, die schreiben mir mal, ey, wir wollen die ganze Folge. Geht mir am Arsch vorbei, du. Was die sagen. Die sollen mal zahlen dafür, für das hier. Alles umsonst. Jetzt haben wir hier so einen Stargast, also für die. Das ist so ein bestimmter Charakter. Ja, das für mich. Hast du da jemanden? Ja, ist der Money. Ja. Kennst du ihn? Nee. Aber wir kennen euch. Das ist auch voll schlagfertig in der Rolle. Das reicht. Weil er ist in der Rolle. Ja. Du hast keine Chance mehr. Ja, wie lange soll der Scheiß noch gehen? Reicht doch 3 Stunden jetzt hier. Ja, aber die Leute. Man hat ja auch zu tun hier ein bisschen was. Man hat noch ein bisschen was zu tun. Ja. Also Steuermann, sowas kennt ihr ja nicht. Ja, warum bist du immer so aggressiv? Weil ihr mich abfuckt. Ihr? Wer ist ihr? Ihr. Guck mal, ich sehe keinen Unterschied. Echt? Bart, die Haare, das krauselt so. Das ist so wie so eine Baumwollplantage, so, was man nicht so richtig wäscht.
Baumwolle, ja, so sieht's aus. Heiß sicher. Heiß sicher, das ist doch geil. Ja, gefällt dir, ne? Hier in Deutschland. Magst du hier, ne? Kannst hier Leute belustigen, kriegst Geld dafür, ne? Halunke. Halunke. So ein richtig geiles Wort. Ja, Halunke. Nicht mehr richtig Gauner, sagt ihr. Ja, Gauner. Mhm. Gaun. So, reicht jetzt hier mit dem Money. Okay, Bunny. Ja. Folgt alle Benicer auf Instagram. MySpace bin ich immer noch. Facebook. Ey, gibt's noch MySpace? Ich glaube, es gibt's. Hat das nicht Justin Timberlake hat so investiert dann. Genau, richtig. Ja. Wann? Ja, seit 2012. Aber es läuft nicht, ne? Also, da kann bist du bei Twitter? Nee. Sollte man da drauf gehen? Ja, du sollst es ist schon. Es ist wohl so Big Game, ne? Echt? Twitter, ja. Also vieles passiert auf Twitter und dann ist jeder redet drüber, woher weiß das von Twitter. Also anscheinend ist das ja, aber so für Scheiße reden ist das, glaube ich, geil so, weil ich habe einen Account, aber ich habe nicht gewusst. Böhmermann ist krass, glaube ich, bei Twitter. Da sind so einige, die... Der hat Millionen Follower. Ja, einige, ja, die richtig krass sind. Und der hat ja auch so ein Buch rausgebracht jetzt mit seinen Twitter-Einträgen von 2009 oder was bis jetzt. Also sind einfach nur seine Twitter-Einträge krass drin. Und es ist halt so Textgame, ne? 160 Zeichen, glaube ich, oder sowas. Ja, genau. Und du musst on point sein. Genau. Ja. Yeah. Du heißt Benicer Lamrubal bei Instagram. Genau. Bei Facebook. Und bei YouTube. Hast du einen eigenen YouTube-Channel? Ja, ich habe einen eigenen YouTube-Channel. Was kann man da finden? Stand-up-Comedy-Sachen von mir. Ein bisschen Heimsel wieder. Ey, ich liebe das. Ein bisschen Hamza Vilayish. Die Geschichte von Hamza Vilayish. Hallo Leute, wie geht's euch? Kommt auf mein Tutjob. Kennst du dieses Video, wo du Halloween-Ansage machst? Hey, Uli. Und ich sterbe neben dir, kennst du das? Das postet der Haki einmal im Jahr, wenn Halloween ist. Du redest so. Das ist Backstage und ich sterbe. Das ist bei Comedy Connection. Ja, ich sterbe einfach so. Hallo, meine Damen. Du musst ihn filmen. Hey, Hevolin, wie geht's euch? Hast du dein Handy auch tot Blut? Ja. Ich habe eine Totenblut-Verbindung, weißt du, wie gut die ist? Totenblut. Ja, Totenblut. Kannst du ohne Kabel machen. Ja? Ja. Achso, bist du iPhone oder Android-Fan? Ich bin iPhone. Ja? iPhone mit alle Ips, die es gibt, aber... Ips. Jerry Ips. Ips, Michael Ips. Jeffrey Epstein. Ja, auf jeden Fall bin ich iPhone schon lange, ja. Ich habe den iPad, ich habe den Big Mac, ich habe alle von denen. Den Big Mac? Den Big Mac Pro. Den habe ich auch. Ich hatte die alle, ich hatte die iPhone schon, da hatten die anderen noch Skull. Silber gebastelt. Hamza, warum machst du kein Album als Hamza wieder? Habe ich überlegt, nicht ein Album, sondern eine Weihnachtsgeschichte. So ein Hörbuch. Hallo Kinder! Hallo Hamza! Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von den Weihnachtsmann. Denkst du, es wird. Bitte, aber so auf Marokkanisch. Genau. Würdest du deutsche Kinder kaufen, sowas? Also deutsche Eltern wie unsere, deutsche Kinder. Also ausländische deutsche Kinder. Nein, richtige. Der Jens. Ja, wahrscheinlich, weil er sich fragt, warum hat Samira eine andere Weihnachtsgeschichte als ich? Deswegen wird er die dicken müssen. Dann kommt der Weihnachtsmann zum Marwan von Hope. Also. Oh, oh, hallo, oh. Kinder. Hallo, Leute. Ich hab meinen Schlitten dabei. Guck mal, mein Ilsch. Seit 100 Kilometern, die ich immer noch Durst. Wenn du auf dem Markt bist, Marokko, die reden so deutsch. Ne? Ja. Ja, Mann, ich kenne das. Mein Onkel und so, die reden auch so deutsch. Ja. Ja, Mann, das ist also das so eine Weihnachtsgeschichte. Das gibt's auf jeden Fall. Auf YouTube gibt es ein bisschen Hamza Bilaish, ein paar Parodien und meine Stand-Ups sind auf jeden Fall da drauf. Denkst du, Facebook stirbt? Niemals. Habe ich gedacht, ne, ja, aber die erfinden sich gerade neu. So. Die kommen wieder. Gerade dieses Watch und sowas. Also, die kommen gerade wieder. Seit Facebook seit 2 Jahren. Ja. Permanent aktiv. Du? Seit 2 Jahren? Und? Läuft super. Läuft, ja, ne? Du hast mittlerweile 400.000 Follower oder so, ne? 600. 600, oha. Ja, der hat mich verdoppelt überholt. Ja, krass. Es sind andere Leute als Insta, ne? Ja, erwachsene Leute. Ja, ja, okay. Die haben das gut getrennt. Insta ist eher was für die Jugend. Ja. Und für... Für die Arbeitslosen. Für die Arbeitslosen. Genau. So, genau, so ein Fakt. Nein. Doch, wirklich. Für diese Gruppe. Also bis Arbeitslose geht es natürlich auch, weil die in diese Altersgruppe müssen. Es sind nicht Jugendliche jetzt, weil man ist ja mit 14 auch Jugendliche. Ja. Die sind es nicht, ne?
sondern es ist so ab 18 aufwärts. Bist du bei, ich folge dir, bist du bei TikTok auch Benicer Lambruber? Ja, bin ich auch, aber ab TikTok bin ich raus überfordert. Warum? Es kommt jeden Monat was Neues raus, ne? Ja, und es ist ultra kreativ, ne? Also ich müsste jetzt, wäre ich 20, würde ich wahrscheinlich TikTok auseinandernehmen. Ich poste da gar nichts Kreatives, einfach so alte Witze. Ja, genau, und die einfach wieder da drauf. Ja, ne? die gehen aber auch viral. Ja, ne? Voll. Ja, klar, weil die Leute die nachmachen können und so. Ja. Aber ich bin halt fasziniert. Aber ich mache nicht dieses... Ja, ey, davon bin ich auch fasziniert, was die da alles machen. Fasziniert, wie scheiße das ist. Und das ist so nein, wie viel die sich überlegen müssen. Manche machen ja komplette Choreografie, hier Schnitt, ja, andere Klamotten und alles. Das ist aber krass. Ey, das ist krass. Du musst das ja alles vorher planen. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und wir haben Klassentreffen gehabt und sie sagt zu mir, eine von meinen Schülerinnen sitzt da die ganze Zeit und die wusste nicht, was mit der los ist. Die so... ganze Stunde lang. Die so, sag mal, was ist mit dir los? Ja, ich übe meine TikTok-Choreografie. Die üben ja vorher, die ne? Die üben, die müssen das richtig einstudieren, damit die wissen, welche Bewegungen die wann machen müssen. Warum üben die nicht so für den Unterricht? Weil das ist, die sehen mehr Potenzial da drin. Wenn ich mit TikTok viral gehe... Warum schreiben manche Leute nicht ihr Stand-up auf und lernen's? Ja, genau, ne? Da müssen wir uns ranhalten, Bunny. Nee, du kannst mit Schule, also gerade jetzt, wenn die sehen, dass voll viele TikToker machen ja auch Karriere. Und ja, so, die Möglichkeit ist ja da. Ja. Also natürlich hast du denjenigen... Wir haben auch Rap-Texte irgendwas geschrieben oder R. Kelly-Text rausgeschrieben im Unterricht. Baby, you don't have to look far. I know what the answers are. Das war so. Möchtest du noch unseren Zuschauern was sagen? Dass du. Sag erstmal. Why you want me to be your only man? I is you tenderly. Yo, was? Durch. Oh, your body gently. Der war durch. Auch Kelly war immer durch. Aber jetzt meinte er einfach mit anderen Ohren. Ey, ja, du hörst mit anderen Ohren zu. Vom ersten Album schon. Jetzt I kiss you tenderly. ist anders. Ist anders. Das ist anders, der Junge. Ey, was habe ich den Leuten zu sagen? Auf jeden Fall supported, ne? Das ist das Allerwichtigste, dass die Leute, weil die fragen immer, hey, warum macht ihr nicht noch eine Serie? Oder warum macht ihr nicht einen Film? Oder warum macht ihr nicht, wir brauchen den Support von den Fans. Ja. Die müssen teilen, den anderen Leuten Bescheid sagen. Check die Ethno-Serie auf dem YouTube-Channel von? Von WDR. Ethno einfach eingeben und verteilen und jede Sache, die erfolgreich ist. Vier Folgen. Genau. Ob es jetzt diese Ethno-Serie ist oder alles andere, was ihr feiert. Mhm. Jede Sache kriegt ihren Erfolg durch euch. Deswegen können wir unabhängig sein und weitermachen. Wenn ihr wollt, dass es weitergeht, auch dieser Podcast. Abonnieren. Alles, genau, abonnieren und teilen und anderen Leuten zeigen auf jeden Fall, damit wir weitermachen können. Benice, es war uns eine Ehre, dass du da warst. Hey, du mir auch, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Du bist ein gern gesehener Gast. Ja, weil wir wollen komm immer rum, wann du willst. Ja, wir wollen so ein Kollektiv haben, so wie Joe Rogan, so von rotierenden Gästen, die immer kommen. So, mit dem wir cool sind. Also, meine Damen und Herren, ich danke Nisa. Ich danke Cheyenne Garcia. Danke an Benicer. Ich danke Bunny Inne. Das war der Nisa und Cheyenne, die deutschen Podcast. Ja. Und wir hatten den deutschen Gast Benicer da. Genau. Für ein wunderbares, neues, buntes Deutschland. Ja. Ja. In diesem Sinne, schönen Gruß an die AfD. Und ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Schönen Gruß an Hamza vielleicht. Hallo, Leuten. Hallo, Leuten. Tschüss, Leuten. Macht die Kamera aus. Wir können uns alle bald wiedersehen, wenn die Rokona vorbei ist. Rokona? Die Wokit 19. Die Kowet 19.